Willkommen zurück, meine Freunde, der moralversifften, bodenlosen, wahrheitsgemäßen Forschergruppe. Kann man das so sagen? Vielleicht schon. Schönen guten Abend, schön, dass ihr wieder da seid bei einer regulären Gruppentherapiesitzung. Ich muss zugeben, ich musste mir die letzte Gesprächsnummer mit Daniel Pugge noch ein bisschen, noch einige Stunden danach durch meinen moralversifften Schädel gehen lassen. Es übersteuert, wartet mal kurz, das kann schon mal passieren im Zeitalter des Windows-Zeitalters, das sollte jetzt behoben sein. Die Technik überfordert wahrscheinlich selbst meinen moralversifften Schädel, was zumindest mal Microsoft Windows angeht, aber davon habe ich ja schon genug erzählt. Ich begrüße euch, Feinflug sehe ich hier gerade, die Wühlmaus, RIP ist da, Jakurana24, der gerade einen guten Einwand gebracht hat. Hagen Prell hat noch genau ungefähr 3 Stunden Zeit, ziemlich genau 3 Stunden Zeit, für das dann fantastische, alles klärende, große Update auf Frei hoch 3. Wir sind sehr gespannt darauf. Mal gucken, ob er dieses Mal sein Wort hält oder ob das ähnlich im Sande verläuft wie gewisse Anzeigen und Drohungen. Fenrir, schön, dass du da bist. Gemüse Max, mein uralt eingesessener Admin, ist auch mal wieder zugegen. Servus Max, schön, dass du bei uns bist. Mobbelfee Dorothee, der Löwenzahnversuch ist da. Und wen ich gerade alles nicht sehe im Chat. Hochkant Kantholz, auch an dich, mein. Was war's? Bayern? Habe ich das gerade falsch im Kopf? Wir haben so viele Ostmärker und Bayern hier rumlaufen, die sich hier im Preußenland tummeln. Ich komme nicht mehr ganz mit auf die Reihe. Also, Servus an alle bereits Anwesenden, Meinungsverbrecher, Moralterroristinnen und sonstiges Gesocks. Übrigens, ja, Corona24, nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle erwähnt für deine verschenkte Mitgliedschaft an besagten Gemüse-Max. Vielen, vielen Dank, dass du ihn auch wieder zu uns in den Abgrund, in den Sumpf zurückgezogen hast, ne, bevor noch einer ausbrechen kann. Ich danke dir, Glückwunsch Max. Und wenn wir gerade schon dabei sind, klären wir noch die anderen Geschichten. Ich bedanke mich an... Obwohl, eigentlich müsste ich da was kurz ein paar Zeilen vorlesen. Ich habe nämlich einen Brief erhalten. Hier, sowas. Einen echten Brief. Von wegen, da geht es da bei einem Punkt, Punkt, Punkt. Ich lese eigentlich solche Geschichten nicht vor. Habe ich auch schon mal erklärt, warum. Das ist nicht so mein Fall, Briefe vorzulesen, die privater Natur sind. Aber da wurde gesagt, eine namentliche Nennung ist absolut nicht nötig. Das ist nicht die Motivation. Wenn es dir aber ein Anliegen ist, nimm einfach den Namen des Vogels von Dumbledore. Also sage ich, ich bedanke mich bei Fawkes, wenn das korrekt ausgesprochen wird. Fawkes, ich glaube, spricht man so aus, Fawkes, Fieks, Fawkes, Fawkes. Das ist der Name des Vogels von Dumbledore. Vielen Dank, Fawkes, für die 25 Euro, die hier beigetragen wurden zur allgemeinen Fortsetzung im Meinungsverbrechen e.V., damit wir auch morgen noch unsere fürchterlich verbrecherischen Meinungen und Ansichten über Lebensrechte, deutsche Geschichte, Ahnen, Gedenken und so weiter vortragen können. Es ist mir in der Tat ein Anliegen, lieber Fawkes mal zwei, sowas hier zu nennen, sowohl eigentlich namentlich, zumindest mal anonymisiert namentlich, als auch inhaltlich. Denn ich bin halt einer von den Schwachköpfen und den Idioten, die tatsächlich das Ganze so transparent halten wollen, wie eben machbar. Mit diesem ganzen Spendenbetteleien, ne? Wie das andere Kollegen ja im großen Stil, wenn wir die Hunderttausenden Euros reden und so weiter, betreiben. Aber dann eben einfach das nie wieder erwähnen. Ne? Schönen Gruß an Tim Kellner. Auch da gibt meine alltägliche Frage raus. Gibt es mittlerweile ein Update von Tim Kellner mit einem Dankessagungen? Oder gibt es ein Update von diesem Spendenverein für die armen Hunde in Serbien? Über die zig Zehntausenden, vermeintlich über 100.000 Euro, die angegangen sind, eine Danke- oder eine Transparenzbekundung? Ich würde mal sagen, nein, aus der letzten Erfahrung. Also von daher ist es mir in der Tat ein Anliegen. Aber vielen Dank an Fawkes und wo wir gerade nochmal dabei sind, vielen Dank an die zauberhafte Schwester. Auch schön, dass du da bist, habe ich gar nicht erwähnt gerade, liebe Zauberschwester. Für die verschenkte Mitgliedschaft an Mission Donut. Auch ein alteingesessenes Gesicht, was gar nicht mehr wegzudenken ist aus dem
Sumpf hier unten bei uns. Servus zurück, Mission Donut. Glückwunsch für die Mitgliedschaft. Danke an die Schwester. Und ja, erste große Frage der heutigen Sitzung. Auch wieder nichts Neues. Wo ist Hagen Grill? Wo steckt Hagen nur? Ich habe mir erstmal überlegt, eigentlich schon mal. Also ich weiß. Oh, warte mal, ich muss mal hier meine Kamera machen wieder. Ich weiß ja, dass Hagen da und da. Ich weiß, dass Hagen Grill hier in der Vergangenheit immer wieder mal zusammengearbeitet hat mit diesem Gerhard Wisniewski. Das ist doch so der Name, ne? Gerhard Wisniewski. Und ich habe mir, eigentlich hätte ich mal längst das machen können. Wisniewski. Hat er nicht so eine eigene Webseite oder irgendwo, wo man sich an den Gerhard wenden kann? Weil wenn jemand weiß, wo Hagen Grill geblieben ist, dann doch wohl am ehesten der. Meine Güte, die Seite sieht aus wie ein Abklatsch von der Bild-Zeitung. Servus an deinen Gegenbewegten, auch du bist natürlich immer herzlich willkommen hier unten bei uns am Bodensatz. Aber ich sehe hier, glaube ich, keine direkte Möglichkeit. Newsletter kann man sich eintragen. Ich hätte ja gerne mal für ihn gefragt, ne? Weil wenn, dann ist er doch der Erste, der da Bescheid weiß. Aber es gibt keine Möglichkeit, den guten Mann hier anzuschreiben. Hier, sogar sieht man sogar hier ein schönes Bild, ne? Die beiden waren doch eigentlich wie ein Spendenherz und eine Spendenseele. Kontakt. Postfach hat er auch. E-Mail. Hier haben wir es doch. E-Mail-Adresse an Gerhard Wisniewski. Komm. Oder wollen wir mal anrufen? Das wäre auch eine witzige Idee. Hallo? Hier spricht der Vorstandsvorsitzende vom Meinungsverbrechen e.V. Göbel, mein Name. Die anwesenden moralversifften Terroristinnen und ich sind sehr besorgt über den Verbleib von Herrn Hagen Prill. Und wir haben uns gedacht, vielleicht könnten Sie uns Auskunft darüber erteilen, was aus Hagen Grill geworden ist. Nein, das würde zu weit führen, glaube ich. Wir schreiben dem Mann mal eben eine E-Mail. Grill. Nein, 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 nein. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Hallo? Hallo? Wie bitte? Hagen. Was? Kann ich gar nicht glauben. Sie halten Hagen Prill als Geisel und Sie fordern 140.000 Euro. Aber wo soll ich denn? Warum? Aber wo soll ich denn? Und das Geld darf ausschließlich aus Spendeneinnahmen bezahlt werden? Aber das können Sie doch nicht machen. Ich habe 48 Stunden. Zunächst mal machen wir mal die Musik hier an, um das ganze traurige Thema etwas aufzulockern. Der Drops ist gelutscht. Also, so wie ich es gerade gehört habe, wurde Hagen irgendwo in Jerusalem entführt. Und es werden 140.000 Euro aus Spendeneinnahmen gefordert. Hagen Prill. Jetzt kann ich mir das Schreiben an Gerhard eigentlich auch sparen. Aber doppelt hält besser. Doppelt hält besser. Darum schreiben wir jetzt mal gemeinsam eine E-Mail an Wisniewski @ Gerhard Wisniewski betreff
Der Verbleib von Hagen Grell. Sehr geehrter Herr Wisniewski. Ich bin ein solcher Söldner, der für eure Freiheit kämpft. Kuschli Maus, schön, dass dir der Emote gefällt. Von unserem guten Hagen. Sehr geehrter Herr Wisniewski, wie kann man das am besten formulieren? Leider ist Hagen, oder leider hat man seit Wochen kein Lebenszeichen von Hagen Grell mehr gehört. Würden Sie dieser Visage im realen Leben Geld geben? Vermeintlicher Partner und Freund von Hagen Grell. Nee, das machen wir lieber nicht. Von Hagen hatte ich die Hoffnung. Dass Sie hier eventuell etwas Aufklärung bringen könnten. Mittlerweile machen sich einige besorgte. Ich will es jetzt nicht. Ich könnte es auch richtig witzig schreiben, dass ich da irgendwas mit Moralterroristen und Meinungsverbrechen reinbringe, aber er soll ja auch antworten. Moment, ich komme sofort auf den Chat zurück. Mittlerweile machen sich sehr viele Spender. Machen sich sehr viele Menschen Sorgen und würden gerne erfahren, was denn da nur los ist. Falls Sie auf eine Art und Weise mehr wissen, würde es mich freuen. Falls Sie auf irgendeine Art und Weise mehr darüber wissen, würde mich eine kurze Information, ob alles in Ordnung ist, sehr freuen. Mit Spenden, patriotischen Grüßen. Ich könnte hier so ein wunderbares bleiben wir mal so vollkommen seriös. Mit freundlichen Grüßen. Wie unterzeichne ich? Mit Andreas Göbel einfach? Ja, komm, warum nicht? Okay, alles klar, wir haben's getan. So, E-Mail ist raus. Mal gucken, ob wir da irgendwie was hören. Wilma, ich habe keine einzige Sekunde Sarkasmus oder irgendwas Schlimmes da reingeschrieben. Die E-Mail ist wirklich, das ist die seriöseste Mail, die ich seit Ewigkeiten geschrieben habe. So, Matthias, mein Freund Matthias, schön, dass du da bist, Matthias Thal. Schön zur heutigen Gruppentherapiestunde Nummer 43. Auch du natürlich hier bei uns im Sumpf anwesend, im Morast des Schrecklichen. Danke dir für die verschenkte Mitgliedschaft an PreiselbärenTV. Und an König Revan 1991 für die 100 Moral-Terror-Bits zur heutigen Gruppentherapiestunde. Ich bedanke mich auch bei dir recht herzlich. Mal schauen, wir sind mal gespannt darauf. Ich weiß nicht sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Das ist auch schön zu wissen, dass das noch vor oder wieder funktioniert. Nach wie vor der Beste. Ah,
Vielen, vielen Dank, mein Freund Heinrich. Vielen Dank, Heinrich Roth, für deine 10 Euro zur heutigen Gruppentherapiestunde. Was soll ich sagen? Eigentlich wollte ich heute was ganz anderes machen, vom Themeninhalt Schwerpunkt her. Aber es hat sich so ergeben, vor wenigen Stunden, sogar so brandfrisch eigentlich, dass mein letzter Gesprächspartner her, Daniel Pugge persönlich, über über den Inhalt unseres Gespräches einen Nachtrag hinterhergeschoben hat. In Form eines Videobeitrages, wo natürlich niemand aktiv widersprechen kann. Ne? Das gefällt ihm anscheinend sehr viel besser, über so ein Thema zu reden. Und das muss leider hier kurz behandelt werden. Ja? Ich meine, ich habe das noch nicht ganz gesehen, wie es der Fall, wie ich es üblicherweise mache, um nicht meine eigene Reaktion mir nicht zu stehlen quasi. Aber ich befürchte, das geht in die Richtung, die der moralversiffte Verein hier sich anhören und anschauen muss. Also werden wir da wohl zuerst reinschauen. Ein, zwei Sachen werde ich noch ein bisschen vorweg erzählen. Das kommt gleich. So als Rückblick nochmal kurz gesagt. Andreas, schalt mal auf den anderen Kanal. Du hast bestimmt etwas vorbereitet für die heutige Sendung. Gung, gung, gung. Was meinst du mit Meeresan Mir? Welchen anderen Kanal? Verstehe ich nicht. Was gibt es Neues für den alten Spendenanbieter TippiStream? Oder ja, TippiStream, Matthias Thal, hat leider, wie wir mittlerweile gehört haben, auch die Grenzen dicht gemacht für die moralversifften Terroristen. Aber der neue Link ist ja bereits hier unter dem Video sichtbar. Diesmal geht es über Skrill. Aber Skrill ist so eine Geschichte, die ist momentan, glaube ich, nur temporär zu Spenden. Weil man sich da irgendwie anmelden muss, glaube ich. Das ist zwar nichts Schlimmes, man muss sich einmal eine E-Mail hinschreiben, die E-Mail bestätigen, aber selbst das ist ja schon zu viel für die meisten. Also Twitch-Bits sind momentan wahrscheinlich die gesagteste oder die gefragteste Geschichte im Sinne von, ne, wir halten den Moralverbrecherverein über Wasser finanziell. Ob ich noch irgendwas Besseres finde als Skrill, davon will ich mal stark ausgehen. Aber so sieht es momentan aus. Wo war ich stehen geblieben? Ein, zwei Sachen wollte ich noch vorweg erzählen. Wenn alles gut läuft, dann werde ich morgen Neverhit 1337 sagt Banküberweisung. Ja, natürlich, das ist natürlich auch eine gute, probate Möglichkeit, aber ich meinte das so, diese direkte Interaktion in einem Livestream in irgendeiner Weise zu interagieren, da brauchst du halt einen digitalen Zahlungsanbieter für so Späße und Spielereien. Da hilft dir die Bank eben auch nicht viel. Wenn alles gut läuft, werden wir morgen am Samstag um 14 Uhr deutscher Zeit mit David Banana über das Thema Libertarismus, libertäre Gedanken und mit Sicherheit auch etwas über weltanschauliche Geschichten sprechen, hier live. Also etwas ungewöhnliche Zeit für uns hier im Verbrecherhaus, 14 Uhr nachmittags, mittags. Liegt einfach daran, wie ich schon gesagt habe, der gute Mann befindet sich in Asien und hat eine 6 Stunden Zeitverschiebung. Das heißt, bei ihm ist es dann ungefähr 8 Uhr abends. Es ist noch nicht 1000% sicher, aber die Chancen sind recht gut. Aber natürlich wird er auch davon frühzeitig eine E-Mail rumgehen, wenn der Stream anfängt. Mein Freund Maler 2 oder meine Freundin, ich bin mir nicht ganz sicher, wie dem auch sei, Maler 2, vielen, vielen Dank für die Verlängerung deiner Mitgliedschaft hier bei uns, bei den Moralaposteln-Terroristen im fünften Monat hier im Morast und Sumpf, ne, der ganzen Idioten, die noch so Gedanken haben oder hegen für, was ist eigentlich die richtige Handlung auf sehr vielen Gebieten. Willkommen zurück. Da freut sich auch der Hagen. Genau, Fenrir. Das kann man sich mal im Kopf behalten. Morgen 14 Uhr, deutsche Zeit, über das Thema Libertarismus bzw. Gesellschaftsordnung im weitesten Sinne mit David Banana. Und ein anderes interessantes Ding könnte sich anbahnen, ein Mensch, der immer und überall quasi auftaucht, wenn es irgendwas zu sagen gibt, auf YouTube zumindest, über eine pflanzenbasierte Ernährung oder Tierrechte, Moral, Ethik, egal was dazugehört, habe ich das mal schon erwähnt, ist dieser Name, das Pseudonym One Punch Vegan. Und den habe ich letztes Mal gestern oder vorgestern, das letzte Mal schon erzählt, glaube ich.
dass dieser Typ eben auch in dem Daniel Pugge Chat vor ein paar Tagen ordentlich mitgemacht hat, mich da wüst zu beschimpfen hinter seinem schönen Pseudonamen als mit dem N-Wort, und ich würde dem ganzen Ding hier irgendwie schaden aufgrund anderer Ansichten und so weiter. Und habe ich ihm ja gesagt, im Chat angeboten, hier, mein Freund, wenn du was zu sagen hast in der Richtung, schreib mir eine E-Mail, komm hier hin und trage deine Anklagepunkte oder deine Meinung, sowieso irgendwas, mit deinem Namen und deinem Gesicht vor, und dann können wir uns darüber geblieben gerne unterhalten. Da hat er im ersten Ansatz nicht drauf reagiert. Dann habe ich ihm nochmal geschrieben, also ziemlich genau gestern, bei der Nachbetrachtung der Diskussion mit Daniel Pugge, weil er auch da wieder im Pugge-Stream quasi im Chat anwesend war. Und dann hat er daraufhin tatsächlich eine E-Mail an mich geschrieben. Ja, und dann habe ich ihm jetzt zurückgeschrieben und habe ihm angeboten, wann immer, also er hat mir geschrieben, er hat ab dann und dann Zeit, ab dem 2. Februar hätte er irgendwie dann genug Zeit. Und dann habe ich ihm gesagt, hier, sag mir einfach, wann du Zeit hast, und dann bitte, lieben gern, komm hier hin, du bist sofort dabei. Und darauf kann ich eigentlich noch weniger warten, als auf dieses Gespräch mit Herrn Pugge, dass mir dann mal ordentlich die Meinung gegeigt wird, was ich denn für schlimme, schlimme Sachen gemacht und gesagt habe, so mal richtig, ohne nur Schubladen zu nehmen, hö, du, was ich was, du böser, rechter Deutscher, ja? Oder weiß der Geier, was für ein Schwachsinn man sich da aus den Hirn zwurbelt. Ich bin mal gespannt, ob er wirklich die Eier in der Hose hat, wie gesagt, mit Namen und Gesicht hier aufzutreten, und dann bin ich halt noch mehr gespannt auf den Inhalt. Also auch darauf kann man sich hoffentlich freuen. Es gab noch eine Geschichte, die mir vorab erzählt wurde hier vor der heutigen Gruppentherapiestunde, die ich leider nicht selber mitbekommen habe, da weil ich halt, wie ihr wisst, kein Telegram benutze und auch nicht vorhabe eigentlich zu benutzen. An der Stelle dann nochmal angemerkt, falls noch nicht geschehen, bitte jetzt, bevor wir richtig anfangen hier, geht durch euer Haus, euer Wohnhaus oder verlasst euer Haus, klingelt bei den Nachbarn, ich gebe euch ein paar Minuten Zeit, ruft da an, eure Großeltern auch vor allen Dingen, und sagt, dass wir hier in der Gruppentherapiesitzung 43 uns befinden vom Meinungsverbrechen e.V. Wichtig, zur Not benutzt ihr eben Telegram oder Facebook, ne? Nur am Rande gesagt. Also mir wurde mitgeteilt, dass besagter Oliver Flesch, also die Speerspitze vom Boulevardpatriotismus und von den sogenannten verkommenen Patrioten, Oliver Flesch hätte angeblich an Livestream, eine Direktübertragung aus dem BRD-Bundestag gemacht. Jetzt muss ich mal ein bisschen darauf hoffen, dass wieder mal hier die Twitch-Intelligenz, das Twitch-Chat-Genie da mehr drüber weiß, oder dass irgendeiner da irgendwas Ähnliches mitbekommen hatte, weil bis jetzt weiß ich darüber nur, dass ich diese Aussage gelesen habe, in einer E-Mail wohlgemerkt gelesen habe, die an mehrere Menschen geschickt worden ist, also nicht nur an mich, sondern auch an andere, naja, namenhaft bekannte YouTube-Streamer, wie auch immer, oder Überträger, dass der Oliver Flesch relativ angetrunken, also mit anderen Worten, der war dicht wie eine Haubitze oder dicht wie eine U-Boot-Luke, und die ist wirklich dicht, aus dem Bundestag auf Telegram oder auf einem anderen oder auf 1984, seinem eigenen Medium, einen Livestream hätte gemacht. Ja, das würde mich mal brennend interessieren, ob das irgendeiner hier bestätigen kann oder vielleicht auch im Nachhinein erst bestätigen kann, der ganzen Geschichte hier. Ich meine, wen würde es wundern, ja, als treues Zahnrädchen in dem gesamten, der gesamten Veranstaltung, die wir hier unser wunderbares, buntes, freistes System aller Zeiten nennen, der mit den Vorstandsvorsitzenden der AfD ja auch vor laufender Kamera rumknutscht, oder sie knutschen ihn irgendwie, dieses ganze widerwärtige, abgeklatschte, zusammengerottete, will ich gar nicht sagen. Also wundern würde es mich nicht, auch nicht von dem Inhalt, dass man wirklich da angetrunken aus dem BRD-Bundestag, ich meine, es hat schon was, wenn sich das bewahrheiten sollte. Aber gut, das ist ja so eine Frage als eine Aussage. Falls das jemand bestätigen kann, wäre ich da über ein Wort sehr froh. Und die letzte Ansage ist, oder die letzte Bitte, vielmehr keine Ansage, ist die, dass ich
Discord, also unseren Discord-Kanal, der unten drunter seit Monaten verlinkt ist in einem großen, dicken, eigenen Reiter mit der Überschrift Discord, ja, kann man fast nicht überlesen, eigentlich mehr einbinden möchte. Weil mir hat letztens mal, mir hat das gezeigt mit dem Gespräch mit Daniel Pugge, dass es wesentlich mehr bringt, in der Tat, sich mit anderen Menschen über was auch immer zu unterhalten im direkten Gespräch, allein schon von der Reaktionsmöglichkeit, als wenn man das wirklich komplett nur auf... Vielleicht organisieren die sich über einen Discord-Server, vielleicht über einen Discord-Server von Vegan German, wer weiß das schon. Genau den, als das eben so in dem Stil ausschließlich hält. Also mir wäre das sehr recht, wenn eigentlich zu beliebigen Themen, da gibt es wie gesagt mehrere Kanäle im Discord-Kanal, unter anderem auch einen Namen Twitch. Oder man kann mich auch direkt anschreiben, einfach nur, wenn man über irgendwas seine Meinung kundtun möchte oder mit mir irgendwas sagen möchte. Das soll nochmal angemerkt sein. Ich werde auf jeden Fall auch in Zukunft, in den nächsten Stunden, das hier unten drunter unter meinem Namen, unter meinem Videostream hier nochmal verlinken. Also ähnlich momentan stehen nur Fragen und Spenden. Wird noch der Discord-Link da reinkommen, weil ich das, glaube ich, eine gute Sache finden würde. Und jetzt nochmal ganz kurz, bevor ich es hier vollkommen überlese und vergesse, nochmal, Jakaruna24, du Held der heutigen Stunde, wie andere dich nennen würden, Spendenheld, oder wie war das nochmal? Du weißt, was ich meine, du bist ein Held, eine verschenkte Mitgliedschaft an den Master P2K, unseren Kritiker, Skeptiker, würde ich fast schon behaupten wollen, Master, wie willst du selber benennen? Bist du der Kritiker der ganzen Geschichte hier, der irgendwie... will was posten, please. Auf jeden Fall willkommen zurück, trotz alledem. Und ebenfalls an die Brutzelbirne. Brutzelbirne, vielen Dank für deine Twitch Prime Mitgliedschaft im zweiten Monat, wohlgemerkt. Und du hast da was mal geschrieben. Vergiss dich selbst, dein Glück, dein Leid sei gegen Grauen und Furcht gefeit. In Kampf und Schreck ein Held von Erz, dem Schmerz ein Balsam sei dem Herz, sei dein Herz. Sei still und stark im Schlachtgedröhn und stirbst du so, so stirbst du schön. Im Prinzip stimme ich mir damit überein. Ne? Im Prinzip ist das ja nur die gleiche Aussage, die wir hier quasi ständig hoch und runter moral terrorisieren. Folge deinem Herzen, versuche einfach aufrecht und ehrlich und wahrhaftig zu handeln. Damit sind eigentlich alle weiteren Fragen beantwortet. Aber nochmal, vielen Dank, Brutzelbirne, für die Twitch Prime Mitgliedschaft hier bei uns. Und genau, das waren so die paar Punkte. Bevor ich jetzt zu Daniel Pugge nochmal komme und seinem neuesten Werk, seinem Nachtragvideo über unsere Diskussion. Ich muss mir eine Sache, muss ich mir wirklich ankreiden. Ich habe noch nie davor gescheut, mich selbst zu kritisieren, korrigieren oder sonstige Geschichten, Verfehlungen irgendwie einzugestehen, was auch immer. Also mir hat das Gespräch eigentlich gut gefallen. Ich habe es mir im Nachhinein nochmal zweimal angeschaut, komplett zweimal angeschaut, angehört. Erstmal war ich sehr erstaunt darüber, dass ich meine Audioqualität bei der Aufnahme auf dem Kanal von Daniel Pugge, die hat sich angehört, als ob mein gesprochenes Wort durch eine Blechtrommel irgendwie gequäkt worden wäre. Also katastrophale Audioqualität. An der Stelle nochmal Daniel Pugge, also an Daniel, daran musst du nochmal arbeiten, auch für zukünftige andere eventuelle Gespräche, dass da deine Filter katastrophal eingestellt sind. Wenn man sich mal vergleichsweise dazu meine Aufnahme ansieht hier auf Twitch, denkt man auch, das ist hier 1922 Audioaufnahme gegen 2020. Inhaltlich würde ich mich eigentlich in nichts korrigieren wollen. Worin, was einige mir gesagt haben, war die Nummer, wo ich ihnen recht geben muss. Ich hätte etwas weniger vielleicht aggressiv im Sinne von... wie sagt man das am besten? Also ich habe ein bisschen zu aggressiv das Gespräch geführt. Das hat sich eben daraus ausgedrückt, dass ich sehr oft das Wort erhoben habe. Ich hätte es jetzt vermeintlich besser machen können, ihn noch länger komplett seine Sachen auszuformulieren zu lassen. Obwohl aus meiner Sicht war es immer so, die Punkte, die er da gesagt hat, waren immer relativ schnell klar.
Also ob man das jetzt in zwei Sätzen oder in fünf Sätzen ausdrückt, es war relativ eindeutig, was er gesagt hat. Und die andere Entschuldigung oder Erklärung dafür ist halt, das habe ich auch schon letztes Mal gesagt, natürlich bin ich bei dem Thema ziemlich emotional dabei, ja, weil ich eben anscheinend eine komplett andere Grundstruktur, Philosophie, Lebensanschauung dahinter stehen habe, wie eben ein Herr Pugge. Und wenn mir dann wirklich jemand einfach horrenden Schwachsinn aus meiner Wahrnehmung erzählt oder irgendwas sich aus seinem Popoloch rauszobelt, um irgendwie irgendwas zu rechtfertigen, dann ist man schon mal schnell dabei, dass man da vielleicht ein bisschen zu emotional hintersteht und das dann eben so rauskommt, wie es eben passiert ist. Aber ich nehme es mir natürlich zu Herzen und für etwaige künftige Diskussionen, vielleicht sogar mit Daniel Pugge, wenn er immer noch sich traut und möchte über diverse andere Themen, ob es jetzt nochmal eine andere Ethik- oder Moralfrage ist oder sonstige Geschichten, was das Thema Ernährung angeht, zu reden, werde ich mir das natürlich zu Herzen nehmen und mich da versuchen zu zügeln, so gut ich eben kann. Dennoch fand ich, dass beide Seiten ihre Punkte sehr gut rübergebracht haben und auch die Möglichkeit gehabt haben, das rüberzubringen. Also und ganz davon frei reden kann man ja auch der Gegenseite nicht. Auch er ist mir des Öfteren mal übers Wort gefahren. Aber wie gesagt, das ist meine Eigenkritik, die ich daraus wirklich ernst nehmen würde, dass man das korrigieren kann oder verbessern kann. Auch an AC Music, mein Freund im dritten Monat hier bei den Moralterroristen wieder mal dabei. Vielen Dank an AC Music für dein Twitch Prime Abo, deine Twitch Prime Mitgliedschaft im Meinungsverbrechen e.V. Freut mich, dass du wieder dabei bist und viel Spaß mit unseren lustigen kleinen Chat-Spielchen, die wir hier so haben. Verstehst du, Junge? Ich bin da einfach über. Und damit kommen wir. Der Digamiger Mann ist. So, willkommen zu diesem Video. Ohne Umschweife. Der militante Germane, mein König Reben. Der Militante, ja genau. Schönes Wort, ne? Der militante Veganer. Nimm weniger Steroide, schlägt mir Butterfly vor. Genau, hier Roid Rage. Ja, ich brauche immer noch die Uhr oder das Sparschwein für die Verletzung der Anglizismenregeln. Vegan Stefano, schön, dass du da bist. Eugen will ja auch nicht, dass man Daniel Pugge seinen Namen erwähnt auf seiner YouTube-Seite. Okay. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Aber das hilft halt, das bringt halt gar nichts. Totschweigen von Themen oder Ignorieren von Menschen ist die komplett falsche Einstellung. Das ist auch ein Punkt, den ich niemals übereinstimmend sehen würde, also jemanden zu ignorieren, egal was er, also wenn er jetzt kann, wenn er nicht aktiv dazu aufruft, anderen Lebewesen zu schaden, dann hat jeder die volle Legitimierung, alles zu sagen und zu tun, was er möchte, und man muss sich mit den Argumenten und so weiter auseinandersetzen, sonst führt das zu nichts. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer werden. Ich habe gerade eben auch schon gesehen, ganz kurz mal aufflackern sehen, dass das radikalste Element im Meinungsverbrechen e.V. anwesend ist, nämlich Mr. Dr. Professor Klein. Die Verbindung im Zug taugt null. Grüße aus fast Hamburg. Ja, wie wir alle wissen, der Professor der radikalsten Elemente Klein ist großer Anhänger des Sportes. Und er ist auf einer Reise in den Norden, um seinem angestammten Unterstützerverein zu frönen. Ich wünsche dir, du hast viel Spaß im hohen Norden, mein lieber Freund Tommy. Auch ich war lange Zeit in Hamburg unterwegs. Grüße mir die Alster. Testo-Germane, genau. Der Gegenbewegte meint, ja, Daniel hat überzeugend seinen Blödsinn, also seinen Unsinn erzählt, falsche Äquivalenzen gebracht und Strohmänner gebastelt. Allerdings, das ist tatsächlich, also wirklich krass, auch gerade im Nachbetrachten der Unterhaltung immer wieder unfassbar krass, wie hart man sich irgendwas ausdenken muss, um eine Lebensweise oder eine unfassbare, verkommene Einstellung zum Leben zu erklären, zu begründen. Da hört man halt immer wieder solche abgefahrenen Konstrukte. Und das neueste Konstrukt, was jetzt eben seit gestern quasi in der Weltgeschichte rumtaumelt, zumindest mal mir bekannt, so vorher noch nicht in dem Ausmaß, dass man eben sagt,
Ja, ich bin der Daniel Pugge oder ich bin der Daniel oder wie auch immer. Und ich bin eigentlich der wahre Moral, der die Moral hochhält und die Ethik hochhält. Ich bin eigentlich der viel größere Tierfreund, denn mir ist das Leid der Tiere viel, viel wichtiger. Ja, ich möchte, dass niemand leiden muss. Nein, das geht gar nicht. Also Leid, das ist das Allerschlimmste, das darf nicht passieren. Aber wenn ich ein Lebewesen, ein leidensfähiges und lebenswilliges Lebewesen, einfach so nach einem kurzen Zeit seines Lebens einfach umbringe, dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Ja, Hauptsache, es gibt kein Leid. Hauptsache, niemand muss leiden. Dann ist alles okay. Also das war die neueste Errungenschaft der geistigen Gehirnwindungen, um, wie gesagt, eine Untat, ein Handeln zu rechtfertigen, was man eben rational, logisch, moralisch, sittlich, wie auch immer, mit allem, was man eben als Menschlichkeit zusammenfassen könnte oder vielleicht könnte, so rechtfertigen. Ich hab das Wort, übrigens haben ja auch da viele geschrieben, von gestern auf heute, ich habe das Wort Empathie bewusst nie erwähnt, gestern in unserem Gespräch. Es wäre mir einfach ein bisschen zu beleidigend gewesen. Da könnte ich auch direkt jemandem sagen, du bist ja irgendwie, ne? Also, aber natürlich ist das korrekt, ne? Im Nachgang betrachtet, mit den Äußerungen, die er da getätigt hat, wenn er das wirklich alles so ernst meint, was ich nach wie vor nicht glaube, mit Verlaub, ich glaube ihm das tatsächlich nicht, dass er das genauso meint, wie er das gesagt hat, ne? Von wegen, Hauptsache, niemand muss leiden, aber sterben ist kein Problem. Also wenn man dann mal über 10 Sekunden drüber nachdenkt, dann sollte man eigentlich darüber sich im Klaren sein, dass das wirklich der größte Schwachsinn ist, den man sich überhaupt nur ausdenken kann. Ich habe ihn mehrfach versucht, mit plausiblen Beispielen, also an Beispielen, das nahe zu bringen, was er damit eigentlich aussagt und wie sich das quasi verhalten würde, auf andere Gebiete gemünzt. Und dann kam eben nur das übliche Schwachsinnsgerede zurück, das kannst du nicht machen, das darfst du nicht vergleichen. Es gibt ja andere Rahmenbedingungen bei anderen Themen, wie zum Beispiel bei dem Vergewaltigen von Frauen oder auf Menschen bezogen. Das geht alles gar nicht, obwohl das natürlich kannst du Beispiele übertragen. Du kannst Prinzipien übertragen auf andere Szenarien, um demjenigen, der es ja anscheinend nicht begreifen will, versuchen klarzumachen, was das für Auswirkungen haben würde, wenn man seine verschobene, verquere Lebensweise eben anwenden würde auf andere Gebiete. Aber das war ihm alles irgendwie vollkommen egal. Er hat mir oft gesagt, ich würde irgendwas nicht verstehen in seiner Logik. Ich habe das sehr, sehr gut verstanden, aber er hat nicht verstanden, dass man das eben eins zu eins umlegen kann auf andere Gebiete und das dann sehr deutlich machen würde, was dann passieren würde und so weiter. Servus Principle 22, willkommen zurück hier bei uns im moralversifften Dickicht des Grauens. Wir gucken uns mal einfach an, was jetzt hier der Oberethiker, der Obertierrechtler, der Obermoralist Daniel Pugge noch von gestern Abend oder von gestern auf heute mehr oder weniger in einem normalen Video fabriziert hat. Wie gesagt, weil dem es anscheinend ohne Gegenworte deutlich lieber ist. Und wir hören da jetzt mal einfach rein. Wir machen vielleicht mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher und dann machen wir mal hier Start. Heute, wie ihr seht, möchte ich ja nochmal das Thema Ethik, Moral, Tierrecht, Menschenrecht kurz aufgreifen und das Ganze einfach nur, weil natürlich sehr viele Leute ihre Meinung mit eingebracht haben. Silias 90, natürlich in so einem Livestream, grüß dich, den wir da hatten, und Tina Vegan ebenfalls. Deutlich wird, weil man sich natürlich im Kreis dreht und so weiter und so fort. Und deshalb möchte ich in der nächsten Zeit, eventuell, wenn immer mehr Kommentare und Meinungen eben dazukommen, etwas entwickeln, wie ich dann die ganze Sache eben auch einfach und deutlich darlegen kann, um euch dann entsprechend das Ganze mal darzustellen. Das bedeutet, das ist erstmal. Übrigens, denkt dran. Als jemand irgendwas dazu sagen möchte, ja, hier live, auf Sendung oder mit mir darüber debattieren oder kurz reden möchte, denkt an Discord. Unten drunter, in der ziemlich fetten Überschrift, verlinkt. So ein kleiner Einwurf gerne. Von mir, da können wir gerne drauf weiter diskutieren und ihr könnt mir eure Gegenmeinungen gerne darstellen und dann werde ich das ganze Video hier runternehmen oder privat schalten und dann entsprechend das Ganze erweitern und erneuern und seid natürlich gerne herzlich dazu eingeladen, wenn euch das interessiert. Grundsätzlich. Übrigens, was auch sehr interessant war, ich habe mir gesagt, das ganze Gespräch nochmal angeschaut, sowohl einmal auf seinem Kanal als auch auf meinem eigenen Kanal. Ich fand es sehr, sehr wirklich gut. Das fand ich großartig, dass mir in seinem Chatverlauf, da haben mir sehr viele Menschen zugestimmt. Also nicht sehr viele jetzt im Sinne von die meisten, aber es gab in der Tat 3, 4, 5 Leute, die einfach von sich aus mich angeschrieben haben oder mir gesagt haben, ich hätte die vermeintlich besseren Argumente da vorgelegt als Nicht-Veganer in dem Sinne.
Das ist andersrum nicht passiert. Ja, mal ganz kurz so. Das fand ich wirklich sehr, 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 sehr überraschend positiv. Ich war noch im Nachhinein, im Anschluss daran nochmal bei ihm auf dem Kanal. Er hat nämlich nach unserem Gespräch nochmal weitere 5 Stunden gestreamt und mit irgendwelchen anderen Leuten irgendeinen in seinem eigenen Wahnsinn da irgendwelche sich selbst zu bestätigen quasi, zu reden. Also mit wirklich komplett Leuten, die auf, also wie gesagt, ich, mit Verlaub, ich nenne keinen beim Namen, aber mit Leuten, die teilweise wirklich so auf hier oben ihren Tod gewesen sind, mit dem üblichen Schwachsinn, der Löwe isst ja auch Tiere und dem Löwen verbietet man ja auch nicht das Fleischessen. Und Anna hat gemeint, dass ich hier Klamotten tragen würde aus Bangladesch und dafür müssten ja auch Kinder arbeiten und so. Also ohne jede Ahnung zu haben, wie dann den üblichen Schwachsinn erzählen, um andere irgendwie, ne? Das ging noch 5 Stunden weiter danach. Gut. Könnte man natürlich sagen, komm, das Thema ist eigentlich völlig egal, weil es sowieso irrelevant ist, aber ansonsten kann man sich ja trotzdem mal drüber Gedanken machen. Also, es geht also um diese Themen. Jetzt kommen die einen oder anderen natürlich her. Du kannst ja Ethik nicht mit Tierrecht und Moral alles in einen Topf werfen, aber im Prinzip ist ja grundsätzlich, geht es immer in die gleiche Richtung und ist mit jedem Begriff eigentlich immer eine gleiche Grundannahme von den meisten Leuten da draußen gemeint, was wir auch in dem Livestream hatten. Da wird ja Ethik eben auch mit Moral und Tierrecht oder Menschenrecht oder Rechte allgemein eben immer in ähnlicher Weise gleichgesetzt, weil es ja zum gleichen Ergebnis führt. Wie sehe ich die ganze Sache jetzt? Worauf kommt es denn jetzt an? Was sind das jetzt für Begriffe? Woher kommen die überhaupt? Das muss man sich natürlich... Ja, stimmt, der Ingenieur. Übrigens, Servus, Grüße an dich, den Ingenieuren. Der erste Satz, den man hier festhalten kann, ist, das Thema ist ja eigentlich sowieso irrelevant. Ja? Also, es ist schon, also, ich meine, ich habe es gestern bewusst vermieden, das Thema Empathie zu erwähnen oder zu bringen, weil ich gerade eben ganz vergessen habe, das fortzuführen, den Satz, aber man muss natürlich zugestehen, dass wenn jemand solche Aussagen tätigt, dass Moral, Ethik, so Überlegungen, wie man mit anderen Lebewesen umgeht, als das Stärkere, die Überlegenere, man das entweder als vollkommen egal hinstellt oder eben sagt, also die vollkommen in sich kaputte und verquere und in sich nicht schlüssige Aussage trifft, leiden sollen sie auf keinen Fall, leiden ist ganz schlimm, um Himmels Willen, das darf keiner leiden, aber töten und sterben können sie ruhig. Da muss man schon, also wenn da jemand von einer Pathologie oder einem pathologischen Verhalten spricht oder man sagt, das ist in der Tat per Definition geisteskrank, ist das nicht weit weg von der Realität. Denn per Definition ist es in der Tat so, dass wenn man einen Menschen hat, der sich überhaupt nicht in das Elend oder die Gefühlslage oder die Verlangen und die Wünsche und Nöte von anderen reinversetzen kann, dass einem alles fehlt, dann ist man per auch mal wieder Definition, ein Psychopath. Also ne, darum sagt man ja, Menschen, die andere umbringen oder andere Lebewesen umbringen, in dem Stil, im großen Stil, sind Psychopathen. Und so leid mir das, ich meine, ich will ihn das nicht so nennen, aber die Definition davon, wenn man das so darlegt, ne, auch wenn man sagt, es darf nicht leiden, aber man nimmt einfach komplett willentlich, vollkommen kalkuliert in Kauf, dass ein anderes Lebewesen, was nochmal, jedes Lebewesen dieser Welt hat der größte Trieb eines jeden lebendigen Wesens, besonders natürlich aller höheren Lebensformen, die da irgendwie noch ein Denkapparat oben mitspielen haben, ist Überleben. Der Überlebenstrieb, der Lebenswille. Es gibt keinen stärkeren Trieb als dieses, das ist der Nummer 1 Antrieb. Und das einfach zu ignorieren und zu sagen, solange du nicht leiden musst, Hauptsache du leidest nicht, kann ich dich töten, wann immer es mir beliebt. Kommen wir leider in die Aussage, das ist psychopathisch, das ist gestört. Ich hab den Begriff gestört öfter verwendet. Aber wie gesagt, das ist keine Erfindung, das ist tatsächlich so eine definierte Version von dem ganzen Thema. Du dich erstmal fragen. Das bedeutet, man muss ja erstmal gucken, ist das jetzt wirklich eine Grundannahme, die jeder von uns irgendwie in uns hat, oder ist das irgendwie von... Ah, servus, 1989, Nick, servus Andreas, danke für das Top-Gespräch gestern Abend, hab mich nochmal auf deine Webseite gehen lassen und letztendlich bin ich nun auf Twitch gelandet und da, nun sehe ich einen Stream über Moral und Ethik, nicht schlecht, servus, Nick. Man muss wissen, Nick ist ein, wie sagt man das denn, ein Zockerfreund. Ja? Wir frönen den gleichen Leidenschaften, einmal im halben Jahr irgendwie ein Computerspiel zu spielen. Servus Nick, schön, dass du da bist.
naturgegeben oder haben wir uns das doch selber konstruiert? Das ist nämlich die grundsätzliche Frage, die dann auch im Raum steht. Wir haben also im Prinzip eine bestimmte Moral, die wir annehmen, umsetzen. Die kann eventuell auf einer bestimmten Ethik fußen, die man als Grundlage nehmen kann. Das könnte fußen auf irgendwelche bestimmten Menschenrechte, Tierrechte oder Rechte allgemein. Aber woher kommen denn jetzt diese Rechte? Und das muss man sich ja dann am Ende wirklich überlegen. Wer hat denn diese Rechte überhaupt ins Leben gerufen oder woher kommen die? Sind das jetzt natürliche Rechte, die ich in irgendeiner Weise habe oder nicht? Oder sind das eben konstruierte Rechte? Und dann kann man natürlich dann seine eigenen Rechte entsprechend auch konstruieren. Und da muss man dann eben am Ende sagen, wenn das der Fall ist, muss man eben andere Meinungen akzeptieren, muss man sagen, okay, true deine story. Entsprechenden Richtungen sind anders, meine sind die und dementsprechend gucken wir uns das mal an. Wenn wir uns jetzt da mal... Also jetzt kommt die geniale visuelle Aufbereitung von Daniel Pugge, wie er sich das Ganze, versucht seine mit Verlaub verqueren Ansichten über Leiden ist ganz, ganz schlimm, aber Töten ist vollkommen legitim zu erklären mit diesen wunderbaren bildlichen und inhaltlichen Analogien. Danke. Angucken. Wir haben auf jeden Fall nicht das Thema, dass Ethik, Moral oder ähnliches in irgendeiner Weise auf Naturgesetze beruht. Es gibt also keine natürlichen Vorgänge oder irgendwas in der Natur, wo man jetzt sagen würde, das ist moralisch richtig, das ist moralisch falsch, das ist ethisch richtig, das ist ethisch falsch, weil das gibt es eben einfach nicht. Das ist von uns gemacht. Eine Katze interessiert das überhaupt nicht, ob sie mit ihrem Essen spielt oder ob sie das Essen dann tötet, ob sie das Essen dann einfach halbtot dort liegen lässt. Genauso wie bei vielen anderen Tieren, die einfach mit dem Essen dann machen, was sie wollen. Einige lassen es noch ein bisschen länger am Leben, einige töten es sofort. Und die Orcas, die spielen dann auch mit irgendwelchen anderen Fischen und. Also das Ganze geht darauf zurück nochmal. Also erstmal sagt er jetzt, dass Moral und Ethik keine natürlichen Vorläufe hat, so gesehen. Also dass in der Natur, im Naturrecht, was ich ja sehr oft hier benutze und zitiere, in der Vergangenheit auch schon öfter getan habe, dass das da nicht vorkommen würde. An der Stelle erstmal Daniel Pugge Glückwunsch für diese großartige neue Erkenntnis. Ich meine, damit hast du wahrscheinlich Millionen von Menschen die Augen geöffnet. Mir auch. Wer hat denn jemals behauptet, dass eine Ethik und eine Moral aus einem Naturrecht stammen würde? Also allein die Aussage, das nochmal zu erwähnen, wirkt ein bisschen verzweifelt auf mich. Natürlich hat das nichts mit der Natur in der Form zu tun. Die Beispiele, die man jetzt hier bringt, sind natürlich dann auf einer anderen Dimension sehr am Arsch, leider, mit Verlaub nochmal. Eine Katze und so weiter. Also jedes Tier, was von Menschenhand domestiziert worden ist, ist generell kein gutes Beispiel, um ein Naturrecht irgendwie zu belegen. Dann das Orca-Ding habe ich so noch nie wirklich viel von gesehen oder gehört, dass Orcas in ähnlicher Weise wie Katzen mit Mäusen Ping-Pong spielen und so weiter und so weiter. Aber, der Punkt ist ja genau der, dass Moral, Ethik und in dem Fall auch Sitte und so weiter nur daher überhaupt da sind, weil wir doch die Krone der Schöpfung sind, Daniel Pugge. Wir haben als einziges Lebewesen, zumindest mal bis dato bekannt, das Thema hatte ich ja auch gestern versucht mehrfach darzulegen, haben die Möglichkeit, unser Handeln zu reflektieren. Wir können über die Folgen unseres eigenen Handelns reflektiert nachdenken. Wir können absehen, was passiert. Wir können uns daraus Gedanken machen und unsere Verhaltensmuster korrigieren, anpassen, was auch immer. Das sieht übrigens The Volume Shock genauso. Mein Freund, vielen, vielen Dank, The Volume Shock, für deine 200 Moralbits hier im Terrorverein. Also genau das, was elementar uns als menschlich oder zum Menschen macht, mit der zugehörigen Menschlichkeit, ergibt sich daraus, aus diesem Prinzip, dass es eben nicht natürlich ist. Aber wie gesagt, wir wollen nicht anfangen, uns mit der Natürlichkeit zu vergleichen. Dann kannst du so viel anfangen, da hört man nicht mehr auf. Ne? Was ist natürlich noch in der Welt, in der wir uns hier befinden? Hör auf, deine Videos zu machen, mit Computern, mit Telefonen zu arbeiten. Fange deine Tiere demnächst selber mit deinen eigenen Händen und Füßen, ohne Werkzeuge. Alles unnatürlich. Alles unnatürlich. Selbst jeder Speer, den du bauen würdest, wäre unnatürlich. Also beiß mit deinen Reißzähnen, die du nicht hast, in ein totes Tier rein, was du niemals fangen wirst, und kau auf dem toten Gewebe rum. Das wäre natürlich. Ja? Also das
gerade du oder jemand wie Pugge mit Naturrecht an die Ecke kommen will, ist mal wieder der nächste wirkliche katastrophale Witz in dem Kontext. Und nochmal vielen Dank, The Volume Shock, für die 100 nachgeschobenen Moralbits. Und dementsprechend ist das Ganze zumindest von der Natur definitiv nichts vorgegeben, ja, was wir dann irgendwie schon anwenden können. Es die ist Erkenntnis. Also kein Naturgesetz, dass man in gewisser Art und Weise ethisch oder moralisch handeln muss. Jetzt stellen wir uns vor, ich bin ein Mensch oder ein Affe, der ganz alleine irgendwo auf einer einsamen Insel oder alleine einsam in dem Wald ist, ohne irgendjemand anderes aus seiner Art. Dexi Maxi fragt gerade, was hältst du von der Positionierung von Rittenau von Simon Teichmann? Das wäre eigentlich mein Thema heute gewesen, aber leider kam mir Herr Pugge zuvor. Mal gucken, wenn wir Bock haben, wir haben ja Freitagabend, wir haben ja alle keine Freunde, dass wir hier zu Hause rumsitzen. Vielleicht können wir uns sogar beides anschauen, je nachdem, wie meine Stimme mitmacht heute. Aber, Und er kann theoretisch dort eben machen, was er möchte. Er kann auf den Bäumen klettern, kann die Bäume kaputt machen, kann andere Tiere töten. Er macht, was er möchte, weil er eben keine bestimmte Grundlage hat von Ethik, Moral. Und weil er eben dann auch selbstständig natürlich dann lernen muss in der Evolution. Habe ich damit dann irgendwelche Konsequenzen zu erwarten? Tue ich mir selber weh? Bringe ich mich selber in Gefahr? Das sind halt die Urinstinkte, die eine Rolle spielen, wenn ich dann eben die einzelne Person betrachte und die einfach irgendwo reinsetze. Das heißt, alles andere ist eigentlich erstmal egal, das gibt es nicht. Und die Person ist natürlich dann auf sich gestellt. Jetzt ist natürlich das Problem, was er natürlich hat. Er hat ein paar Probleme, die er an sich selber, die Evolution, den Überlebensdrang. Also nochmal, wir hören gerade Herr Pugge zu, wie er mit einem Affen und Lebewesen, also Affen in dem Fall, sein eigenes Weltbild quasi aufbauen und erklären will. Ich will auch dazu gar nicht viel sagen. Stellen muss. Alleine hat er eben alle Möglichkeiten, aber er muss eben abwägen, was dem Affen jetzt am meisten nützt, in der Natur irgendwie zu machen und was er vielleicht sein lassen sollte. Sollte er beispielsweise Nashorn jagen? Wahrscheinlich nicht. Das wird ihm nicht viel nützen, weil er dafür zu viel Aufwand treiben muss. Deshalb muss er andere kleinere Tiere vielleicht jagen, irgendwelche Hasen oder ähnliches, wenn er die dann essen möchte. Der Aufwand... Genau, aus dem Grund jagen Affen keine Nilpferde, weil es nur aus der reinen Überlegung her keinen Sinn für sie macht, ein Nilpferd zu jagen oder irgendein größeres Nashorn zu jagen. Darum jagen sie Hasen. Mhm. Also abgesehen davon, dass Affen typischerweise nicht jagen, auch wenn mir jetzt Pugge mit einem einzigen YouTube-Video antworten würde, hier guck mal da essen Affen auch Tiere, andere Tiere und sogar ein Reh isst irgendwie ein Vogel am Boden und so weiter und so weiter. Kann ja alles sein, dass das irgendwie aus Einzelfällen aufgenommen worden ist, aber in der Regel, in der absoluten Regel, essen Rehe, Pferde, auch die meisten Affenarten keine Lebewesen und jagen und töten die zum täglichen Konsum oder nicht mal ansatzweise. Es geht dabei auch immer wahrscheinlich sehr stark um die Quantität als um die Ausnahme. Und Kosten und Nutzen ist natürlich dann für ihn ein persönliches Verhältnis. Wie viel Energie muss ich da reinstecken? Das ist keine moralische Frage, sondern einfach eine natürliche Frage. Was muss ich dafür aufbringen und was bekomme ich am Ende? Ist es vielleicht einfacher, auf dem Baum zu sitzen und jetzt die Blätter von rechts und links zu fressen den ganzen Tag, weil ich sowieso nichts anderes zu tun habe? Oder ist es für mich eben dann vielleicht besser, andere Tiere zu jagen, die dann zu fressen, weil sie dann entsprechend besser schmecken, weil sie mir mehr Protein geben, weil ich dann eben nicht so viel essen muss. Das wird die Erklärung sein. Also Affen und andere Tiere haben in der großen Konferenzsitzung der Affen darüber befunden, entschlossen, was am meisten Sinn für sie machen würde. Ja? Also weil es Sinn macht, auf dem Baum zu sitzen und so zu leben, wie wir leben und Blätter zu essen, darum machen wir das. Nicht eben, weil wir von Natur im sogenannten Instinkt reden, sondern weil das eine aktive Entscheidung von den Affen gewesen ist oder jeden Tag passiert anscheinend. Dass es, obwohl sie könnten ja eigentlich, aber sie machen es doch lieber nicht, weil es eben zu viel Aufwand bedeuten würde. Also lieber Daniel, du kommst mittlerweile wirklich einem anderen Vertreter dieser Kategorie sehr, sehr nah, namentlich Hagen Prell, der Vermisste wird, oder auch anderen Kollegen mit dem sogenannten Bauen von Strohmännern. Ne? Das Wort Instinkt in deinem versuchten Erklärungsmodell zu verwenden, ist auch eine ziemliche, eine gewagte Sache auf jeden Fall, dass du von Instinkt redest, denn der Instinkt, den wir als diesen definiert haben oder bezeichnen, genau den,
der ist so komplett unerforscht und nicht belegt wie nur irgendwas. Es gibt dafür keine wirkliche Erklärung nach wie vor auf unserem sogenannten wissenschaftlichen Modell, woher denn der Instinkt von Tieren eigentlich, wie das überhaupt passieren kann. Dass jedes Säugetier automatisch weiß, dass es zum Beispiel an der Brust trinken muss und so weiter. Was ist, dass es, wie es sich bewegen muss am Anfang oder eben auch so Geschichten, wie es sich ernähren muss vor allen Dingen. Das sind nicht nur alles abgeguckte Szenarien. Man hat auch da Experimente natürlich gemacht, obwohl, wenn es traurig ist, noch und nöcher, aber man hat dafür sehr Erkenntnisse versucht zu sammeln, dass eben auch Tiere, die das nicht sehen von ihren Eltern oder wem auch immer, Verhaltensweise nachahmen, sondern die wissen einfach irgendwie instinktiv, aus welchem Code oder wie auch immer das funktioniert. Wie gesagt, man weiß es nicht genau, dass da einfach Sachen ablaufen, die dann über den Dingen stehen, wie wir sie wahrscheinlich begreifen, mit reiner Intelligenz und Verstand und so weiter. Also genau aus dem gleichen Grund wissen die meisten oder alle Tiere eigentlich in der sogenannten freien Wildbahn, in dem sogenannten Kontext des Naturrechtes, ich bin da einfach über, was ihre natürliche Ernährung ist. Und so ernähren sich ja auch die meisten Lebewesen. Und jetzt guck dir mal, die meisten Lebewesen sind eben Pflanzen. Ich möchte, dass jedes Schulkind lernt zu blühen. Ich möchte, dass es Seniorenkurse dafür gibt. Genau. Die meisten Lebewesen wissen halt einfach, was sie zu essen haben. Und die essen halt den ganzen Tag das Zeug, aus Blätter, Gräser oder sonstige Geschichten sind, irgendwelche Gemüse- und Obstsorten. Und denen geht's im deutlich, deutlich besser als den unseren Menschen so im Vergleich dazu. Also der Begriff Instinkt ist eine ziemlich, ziemlich gewagte These. Vielleicht noch Zeit habe für irgendwelche anderen Dinge. Das muss der Affe dann eben für sich entscheiden. Am Ende ist es also der Instinkt, die natürliche Selektion, die sich daraus natürlich ergibt. Wenn du irgendeinen Blödsinn machst, du greifst ein Nashorn an als Einzelner, bist du tot, dann kannst du dich natürlich nicht weiter. Da kannst du deine Gene natürlich nicht weitergeben, dann ist die Selektion hier für dich entsprechend beendet. Genau, das haben sich die Affen gedacht oder die abstrakte Evolution hat sich dabei so Gedanken gemacht, lieber keine Nashörner angreifen als Affe, sondern lass dir mal lieber die Blätter essen. Das genau aus der Handlungsidee her kam das Ganze. Dann haben wir natürlich den Darwin Award, wenn du irgendwie Lust hast, einfach mal vom Baum zu springen, bist du eben tot. Das heißt, die Instinkte, die du grundsätzlich hast, die bewahren dich davor, entsprechend irgendeinen Blödsinn zu tun, weil sich das so evolutionär entwickelt hat. Irgendwann haben die Affen eben gelernt, dass man jetzt nicht unbedingt von einem hohen Baum springen sollte, dass man eben bestimmte Tiere nicht angreift. Und das ist dann einfach nichts, was man mit Moral oder ähnlichen zusammenhängend oder Ethik zusammenbringen kann, sondern einfach nur der Instinkt des einzelnen Affen. Auch da die ersten 10 Minuten oder die ersten 7 Minuten gelabert, Daniel, für eine Erkenntnis, die so alt ist wie die Menschengeschichte da. Also, ich hoffe, du hast mal Kant gelesen in deinem Leben oder irgendein Werk von Kant gelesen oder einem anderen Philosophen. Diese ganzen Prinzipien von Moral, Ethik, Sitte, a priori Wissen, mal bekannt zu bleiben. Natürlich, nochmal wiederholt, ist das ein menschengeschaffenes Konstrukt. Das macht uns doch zu dem, was wir uns andichten. Nochmal, die Krone der Schöpfung. Das kann kein anderes Wesen, von dem wir wissen zumindest mal. Jetzt ist natürlich das Problem, dass der Affe sich auch nicht alleine weiter fortbilden kann. Das heißt, Affenbeispiel funktioniert leider eben nur mit mindestens 2. Also einem Männchen und einem Weibchen. Jetzt hat er die Möglichkeit, wenn ein anderer Affe in sein Revier eindringen würde oder auf seiner einsamen Insel kommen würde, dann kann er natürlich sich entscheiden, töte ich diesen anderen Affen? Arbeite ich mit den anderen Affen zusammen, habe dadurch aber bestimmte Vor- und Nachteile, die ich eventuell in Kauf nehmen muss. Das heißt, ich muss den anderen eventuell auch was zu essen abgeben. Ich muss mein Revier natürlich teilen. Ich muss auf den Menschen bezogen, ich muss mich in gewisser Weise benehmen mit diesen anderen Menschen. Oder wie mache ich das Ganze? Also diese zwei Möglichkeiten bestehen ja eigentlich da nur. Entweder ich gehe eine Kooperation ein oder ich bleibe für mich alleine oder töte eben den anderen Affen. Das klingt beim Daniel Pugge so, als würden alle Sachen, die er so macht, also auch wer hat er gerade beschrieben hier, also alles, was er so tut oder nicht tut, nur damit sich begründen, dass er da Angst vor Konsequenzen hat. Also ich muss jetzt mit anderen zusammen in der Gruppe leben, also muss ich mit denen lieber vertragen. Also mache ich irgendwie nichts Doofes, bin immer der Mitspieler, Mitläufer, und so weiter und so weiter. Also auch da, es gibt doch wohl ein intrinsisches Verlangen danach. Ich unterstelle mal bei den meisten Lebewesen, besonders bei uns Menschen, die eben über die
Reflexionsmöglichkeiten verfügen, nicht einfach ohne Grund irgendeinem anderen Lebewesen oder einem anderen Menschen irgendwie aufs Maul zu hauen, ohne jeden Sinn und Verstand, oder noch schlimmer umzubringen, oder, das ist mein beliebtes Beispiel, ein Weibchen, ja, um es mal rein biologisch zu formulieren, gegen dessen Willen sexuell zu missbrauchen. Das ist doch wohl intrinsisch verankert, wenn wir mal von Instinkt bleiben oder Instinkt reden. Da muss ich doch keine Angst haben vor irgendwelchen Konsequenzen der Gruppe, also nur das deswegen nicht zu machen. Das ist ja das gute Beispiel, man ist irgendwo alleine auf einer Insel und keiner sieht, was du machst. Würdest du dann deswegen alle diese Grundzüge aufgeben? Wohl kaum. Also, oder du hättest davon nie gehört. Das ist ja, es wäre jetzt eine rein hypothetische Geschichte, weil natürlich gibt es kein Experiment, was so funktioniert. Aber jedes, wenn man die Möglichkeit hat, sein Handeln zu überdenken und zu reflektieren, dann ist das eigentlich ausgeschlossen, irgendeine sinnlose, brutale, abartige Tat zu vollbringen. Also ich verstehe aber nicht, was der damit auch vorgestern oder gestern 2 Stunden lang erzählen wollte, dass alles sich darauf fußt, dass man nur aus Angst vor den Konsequenzen irgendwas nicht macht. So. Also kommt es auch zwangsläufig, dadurch, dass man eine Zusammenarbeit hat und Vor- und Nachteile eben dann miteinander abwägt, auch dazu, dass sich bestimmte Hierarchien bilden, wenn dann entsprechend mehr Personen in diesen Kreis eben mit reinkommen. Weil der eine, Aufgabenteilung, eben solche Sachen sind natürlich dann der Vorteil davon, wenn man mit mehreren zusammen ist. Und dadurch kann man eventuell die Nachteile, die man hat, dass man seine Ruhe nicht hat oder was auch immer, kann man da natürlich dann entsprechend mit abwägen. Schwierig wird beispielsweise, wenn es nicht genug Nahrung gibt für ausreichend Affen auf dieser Insel. Dann ist natürlich wieder der Vorteil des eigenen Überlebens quasi. Dann müsste ich vielleicht andere Affen töten, damit ich genug Nahrung habe für die bestimmte Menge an Affen, die dann auf dieser Insel leben. Also ihr seht, das Ganze entwickelt sich eben dadurch, dass andere gleiche Säugetiere oder eben Säugetiere, die da vorhanden sind, die Umwelteinflüsse, dass die eben dann Einfluss nehmen, und dadurch entwickelt sich natürlich eine bestimmte Richtung, was auch der Affe dann macht oder was er der eben Affe nicht macht. Wie gesagt, alles, was Daniel hier bis jetzt versucht, mit irgendeinem auf Krampf zu begründen oder zu erklären, fußt auf einem biologischen Lebewesen ohne die empathischen und mentalen Möglichkeiten, die eben ein Mensch besitzt. Ne? Sobald du nicht dieses selbstreflektierende Vermögen hast, könnte man ihm noch irgendwo zustimmen. Aber sobald das da ist, ist alles, was er hier gerade von sich gegeben hat, im wahrsten Sinne des Wortes, für die Katze, für den Affen. Dass er das nicht versteht oder dass er das überhaupt sich da traut rauszudonnern als Erklärung für seine moralisch-ethischen Ansichten, die ja anscheinend kaum vorhanden sind, ich weiß es ja auch nicht. Also wie man das überhaupt nehmen kann als Erklärungsgrundlage. Daniel, das ist wirklich peinlich. Heißt aber noch lange nicht, dass er jetzt eine Moral haben muss. Wenn natürlich ein Affe hat keine Moral. Natürlich nicht. Dann ist es so, dass sich da auch Hierarchien bilden. Das heißt, irgendeiner muss das Sagen haben. Irgendeiner muss ja was vorgeben. Es kann nicht so sein, dass dann, wenn alle eben die Vorteile nutzen möchten, muss auch irgendwie Arbeitsteilung geschehen. Einer muss eben sagen, okay, wir gehen jetzt alle zusammen erstmal jagen oder wir machen dies oder wir machen das. Weil wenn jeder natürlich dann wieder sein eigenes Ding macht, dann ist es natürlich so, dass die Gruppenvorteile verloren gehen. Und dann bringt es natürlich... Ich spreche nicht von Intelligenz, Master P2K oder Gabenschwanzhaft. Ich würde keinem Tier Intelligenz absprechen wollen. Aber eine Moral und Überlegungen, weiterführende Überlegungen dahinter. Wie gesagt, das ergibt sich ja alles erst. Ethik, Moral, Sittlichkeit, Menschlichkeit aus diesem Konzept. Nichts. Das heißt, man muss bestimmte Absprachen treffen, es muss bestimmte Hierarchien geben, damit das Ganze eben möglichst effektiv und vorteilhaft für die Spezies durchführbar ist. Reflektiertem Denkvermögen. Und gegenüber anderen Lebewesen habe ich das natürlich auch. Das heißt, ich stelle andere Lebewesen nicht auf meine Stufe, deshalb würde ich sie nicht nutzen, deshalb würde ich sie nicht jagen etc. Es gibt ja viele Tiere, die entsprechend andere Lebewesen auch nutzen und beispielsweise angefangen von irgendwelchen Raupen oder sowas, die dann in den Köpfen von den Schnecken drin sind, die fremdsteuern, die Parasiten und solche Sachen, bis hin eben zu oder Pilze, Lebewesen, die dann andere Lebewesen entweder nutzen oder eben auch ausbeuten und so weiter und so fort. Das heißt,
es entsteht dann generell eine Hierarchie, nicht nur innerhalb der Spezies, sondern natürlich auch gegenüber anderen Tieren. Und dann kann es auch dazu kommen, dass man bei seiner eigenen Spezies irgendwann auch so weit geht und sagt, wir müssen bestimmte Leute ausschließen, die sich vielleicht nicht mehr an unsere Gesellschaft, an unsere Normen, die wir jetzt entwickelt haben, so langsam, damit wir die Vorteile haben. Wenn die sich daran eben nicht halten, wenn die zu alt sind, wenn die uns irgendwie zurückhalten oder sowas, dann ist es natürlich so, dass solche Tiere dann auch ganz leicht ausgestoßen werden. Und so ergibt sich dann natürlich auch ganz natürlich, weil es der Vorteil der Gruppe dann eben ist, eine solche Aussonderung der Leute. So, okay. Irgendwann haben wir das aber auch so, dass sich natürlich verschiedene Stämme bilden können. Das heißt, wenn so eine Affenherde groß genug ist, dann wird sie vielleicht irgendwann zu groß. Er bleibt bei den Affen konsequent. Es sind zu viele Leute dann eben dabei. Dann gibt es irgendwo Affen, die vielleicht dann abwandern, die dann einen eigenen Clan bilden. Genauso wie es bei den Menschen eben ist. Es gibt sehr viele Stämme und Völker. Und die verschiedenen... ja, das ist ja echt der wahnsinnige Vergleich. Es gibt bei den Menschen auch Stämme und Völker, bei Affen vielleicht auch. Und das ist dann die Korrelation, warum man das vergleichen kann oder was. Also, Daniel. Tieren oder verschiedenen Grundsätze, die man dann in irgendeiner Weise entwickelt unter diesen verschiedenen Völkern, können völlig unterschiedlich sein. Die einen machen etwas ganz anderes oder halten etwas ganz anderes für normal als die einen. Die einen sitzen halt die ganze Zeit im Baum, fressen die Blätter. Die anderen von der gleichen Art gehen halt die ganze Zeit auf die Jagd in Gruppen, dann so etabliert haben, weil es für sie eben den meisten Vorteil bringt, in dieser Gruppe zu jagen. Sie haben damit eben keinen Nachteil und die einen sitzen die ganze Zeit nur auf dem Baum und fressen die Blätter. Sie haben dafür keinen Nachteil. Das ist ja echt der Punkt, auf den man immer wieder abhebt. Sie haben keinen Nachteil davon und deswegen machen sie das. Ich glaube, ein Punkt, Daniel, ich nehme an, du wirst es vielleicht mal irgendwann hier sehen, was ich hier sage, weil das irgendeiner von deinen Zuschauern irgendwie mitteilt, den du auch in unserem Gespräch nicht mal fassen wolltest oder nicht fassen konntest. Und ich habe das so oft erwähnt, auch gestern. Ich habe es versucht, so oft zu erwähnen, mit Beispielen, aber auch direkt mit Wörtern. Du verkennst hier A, was ich gerade schon alles gesagt habe, dass man Affen und alle Tiere, alle Lebewesen, die nicht über reflektiertes Handlungsvermögen verfügen, überhaupt keine Relevanz haben, aufs Thema Ethik und Moral bezogen. Aber noch entscheidender, wenn du jetzt das Thema Menschen hier reinbringen willst, in Bezug auf Affen irgendwie, dass sich verschiedene Völkergruppen anders entwickeln und so weiter und andere Dinge tun, was ihnen halt keinen Nachteil bringt, wie du es nennst, ist die verschissene Notwendigkeit, um die alles sich dann in letzter Konsequenz dann irgendwo dann dreht. Ob mit oder ohne Verstand oder reflektiertem Denkvermögen. Notwendigkeit bestimmt das Handeln von jedem Lebewesen. Ist das denn wirklich so schwer zu verstehen, Daniel Pugge? Wenn du die Notwendigkeit hast, um zu überleben, dann würdest du, dann würde ich, dann würde jeder andere zu allen Maßnahmen greifen, die notwendig sind, um das eigene Überleben zu sichern. Das ist so einfach. Ich verstehe einfach nicht, wie man das einfach nicht einfach nur abnicken kann und sagen kann, ja, du hast recht, Andreas. Und sich das irgendwelche Affenbildchen aufzuschreiben, da zu malen und dann sie wieder irgendwie versuchen, sein Hirngespinst irgendwie aufrechtzuerhalten. Wir haben keine Notwendigkeit, andere Geschöpfe, andere Lebewesen sinnlos abzuschlachten. Und zwar nicht nur in deiner kleinen, irrsinnigen Traumwelt, ohne jeden Schmerz, ohne jedes Leid. Schwupps, sind sie tot und im Hundehimmel oder im Kuhhimmel gelandet. Und dann ist das vollkommen okay, sie zu töten, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber abgesehen davon, wir haben einfach keine Notwendigkeit. Und da waren wir uns doch eigentlich einig. Einer der ersten Punkte, die ich bewusst am Anfang gemacht habe mit der Studie und dem ganzen AHS2 und den Erkenntnissen der letzten Jahrzehnte, dass eben Menschen wunderbar, wirklich noch wahrscheinlich deutlich besser mit einer pflanzenbasierten, natürlichen Ernährung zurechtkommen, als eben mit dem ganzen Müll von wegen Tierkadavern und anderen Erzeugnissen von Tieren. Aber selbst, ihr habt ja zugestanden, selbst wenn es nur pari wäre, wenn es vollkommen egal wäre, ob ich das mit oder ohne Tieren mache, also dass es keinen Grund gibt, da waren wir uns ja einig. Es gibt keine Notwendigkeit. Da habe ich zwar wieder im Nachgang auf deinem eigenen Videokanal habe ich gesehen, sofort eine Stunde nach unserem Gespräch kamst du wieder mit dem Spruch um die Ecke, ja, aber da müsste man ja auf wahnsinnig viele Dinge achten. Das hast du mir komischerweise im Gespräch nie gesagt, ja, weil es wahrscheinlich dir zu peinlich wäre, mir oder jemandem wie mir, der seit fast 10 Jahren sich so ernährt und so lebt und zwar sehr erfolgreich, auch körperlich sehr erfolgreich und sehr gesund, sowas zu sagen. Es ist wahnsinnig schwer, dich pflanzlich zu ernähren, obwohl du selber eben keine Ahnung hast, selber nie gemacht hast für einen nennenswerten Zeitraum.
Das muss man dann wieder seinen Zuschauern, seinen dummen Zuschauern erzählen und um ihre eigenen schlechten Angewohnheiten zu bestärken, um sich wieder als Populist darzustellen. Also Notwendigkeit. Ne? Wenn Ethik und Moral leitet sich ab von reflektiertem Denkvermögen und das Handeln eines jeden Lebewesens handelt oder geht immer auf die Notwendigkeit zurück. Also ich weiß nicht, an dem Punkt, wenn man da immer noch weiterredet und dann ein Ja-Aber von dir kommt, was hier gekommen ist, oder du hast mir so oft auch gestern zugestimmt, du hast immer gesagt, ja, richtig, und dann trotzdem mir die nächsten 10 Minuten über irgendwas dagegen irgendwie erzählt. Also auch da sehr merkwürdig eigentlich. Nochmal, also an den beiden Punkten gibt es eigentlich kein Ja-Aber mehr. Ne? Wenn wir hier in der Antarktis oder in arktischen Temperaturklimazonen leben würden, es gäbe keine Vegetation, wir könnten kein Essen anbauen aus unseren natürlichen Nahrungsquellen, wie eben Pflanzen, irgendwas, dann, und es gäbe keine andere Möglichkeit, uns physikalisch zu ernähren, außer mit Fischen oder mit meinetwegen auch mit Robben, was auch immer, würden wir wahrscheinlich versuchen, damit zu überleben. Geschenkt. Also die Erkenntnis bringt ja auch ein Dreijähriger zustande. Aber nochmal, sobald du deine Möglichkeiten findest, die dir als Spezies, als Lebewesen natürlicherweise vorgegeben worden sind, und das hat jedes Lebewesen der Welt. Jedes Lebewesen der Welt hat irgendwo eine natürliche Umgebung. Und so lebt es eben auch. Da kannst du die Gazelle nehmen, die sich eben von Gras oder irgendwelchen Blättern ernährt, die Giraffen, die sich von Blättern ernähren, die Elefanten, die sich von Blättern ernähren, von Bäumen ernähren. Die leben halt da, auch von der Klimazone, von den Temperaturen her, wo ihr natürliches Umfeld ist. Nur der Mensch, ja, wir haben uns halt, ich will jetzt nicht keinen bösen Begriff in den Mund nehmen, wie andere das tun würden, aber wir haben uns halt ausgebreitet, unnatürlicherweise ausgebreitet und leben eben auch in Zonen, die komplett nicht mehr für uns natürlich sind. Und wenn da andere Notwendigkeiten bestehen, um das Überleben zu sichern, dann ist das nun mal so. Ist zwar immer noch traurig, aber dann ist das halt legitim in der Richtung, auch ethisch vertretbar, wenn man das da einmal mit vertretbar und legitim kombinieren will. Nur nochmal, mit dem Punkt nochmal, ich versuche ja, dass ich weiß ja nicht, ob ich hier mit einem Doofen rede, ja, aber das immer wieder deutlich zu machen, Notwendigkeit bestimmt das Handeln und Moral, Ethik und Sitte bestimmen sich aus der reflektierten Denkmöglichkeit, das eigene Handeln zu hinterfragen. Ich wiederhole dir das Thema auch noch 5000 Mal, wenn es sein muss, bevor du das verstehst. Aber eben dann seine eigene Handlung auf Affen und auf keinen Schaden und keine Folgen zurückzuführen und töten ist okay, aber Hauptsache kein Leid. Ich muss nicht mehr wiederholen, was das eigentlich, was das ist, was du da machst. Das heißt, für beide funktioniert das gesamte Konstrukt entsprechend, ohne dass sie da irgendwo eine Moral oder Ethik dann entsprechend haben, sondern es geht einfach nur darum, dass dieses Zusammenleben der verschiedenen Völker oder Affen oder wie auch immer eben dann funktioniert. Und wer dann am Ende sich weiterentwickelt und den größten Nutzen innerhalb dieser Gesellschaft, innerhalb dieses Stammes dann entwickelt hat, der ist natürlich dann evolutionär bevorteilt. Das bedeutet, dass die Affen, die den ganzen Tag im Baum sitzen und nur Blätter fressen, dass die eventuell in der Eiszeit dann ziemlich blöd dastehen und aussterben werden, wohingegen die anderen natürlich alle Möglichkeiten haben, dann weiterhin Fleisch zu jagen, weil sie das auch effektiv gelernt haben, was die anderen nicht gelernt haben, und sich dann somit weiterentwickeln können und solche Eiszeiten eben überstehen können. Die Eiszeit. Und so entwickelt sich natürlich auch dann im Laufe der Jahrmillionen der Mensch oder Milliarden, wo er natürlich dann lernt, ach guck mal hier, wir können ja kochen und Million, wir können ja dies, schon. Wir können ja Speere machen und so weiter. Und da sind wir natürlich dann, bis wir heute sind, das nennt man dann eben Evolution, weil wir als beste Spezies... Falsch, das hat nichts mit Evolution zu tun. Das ist der nächste große, ja, einer der größten Strohmänner aller Zeiten, die ja aus der Ecke ganz gerne kommt, wenn man sein eigenes falsches Handeln rechtfertigen will. In dem Fall, auch das habe ich gestern nie im Gespräch erwähnt, ist natürlich Daniel Pugge sehr, sehr vorbelastet. Er verdient sein Geld direkt mit dem ganzen Thema, also mit dieser extremen Form, sogar noch, wie er es selber nennt, Low Carb. Ja, kein Anglizismen-Bingo hier, das heißt nun mal so. Also wenig Kohlenhydrate isst. Er ist sehr, sehr großer Befürworter von einer tierisch erzogenen Ernährung. Verkauft Ernährungspläne, Coachings und so weiter. Also das ist natürlich auch eine starke Geschichte, wo man auch wieder... Was man durchaus anbringen könnte, habe ich nicht gemacht in der Diskussion, aber wenn so jemand zurückrudern würde und sagen würde, ich habe mich geirrt, kann man sich ausmalen, was das für sein Geschäftsmodell bedeuten würde.
Jetzt habe ich den Faden verloren, mal kurz zurückspulen. Wir heute sind, das nennt man dann eben Evolution, weil wir... Genau, Evolution, ne? Es hat nichts mit Evolution zu tun, in dem engsten Sinne, dass sich der Mensch irgendwann mal in seinem zerebralen Stirnlappen hier oben intelligenterweise dazu durchgerungen oder die Möglichkeit hatte, Speere zu bauen, ne? Oder sonstige weitere Schritte eben auf reiner Intelligenz basierend einzuleiten. Das wird zwar gerne vermischt, das Wort Evolution, aber bei einer Evolution reden wir doch hoffentlich primär erstmal nur von der rein biologischen, von dem rein biologischen Gehweg quasi von der Zelle bis zum Lebewesen und dann darüber hinaus meinetwegen auch noch, aber doch nicht mehr, also ab dem Moment, wo du quasi selber diese Möglichkeit hast, reflektiert nachzudenken, dein eigenes, wer bin ich, sein oder nicht sein, wie du immer das sagen willst, hört die Evolution, die reine biologische Evolution auf für dich. Natürlich kann man immer noch sagen, man entwickelt sich weiter auf biologischer Ebene, aber das ist ja immer das beliebte, wichtige Beispiel zu sagen, du kannst eben rein biologisch gesehen, sind wir niemals dazu befähigt gewesen und sollten wir niemals befähigt sein, Tiere zu jagen. Wir haben keine Beine, um irgendeinem Tier hinterher zu rennen für so lange und so schnell, dass wir das fangen könnten. Wir haben keine Reißklauen hier, wir haben witzige, lächerliche kleine Fingernägel. Wir haben keine Reißzähne, wir haben lächerliche, stumpfe Kauteile hier im Mund, um zu mahlen. Unser Gebiss mahlt ganz nebenbei. Und alles andere, was biophysisch dagegen spricht, also rein evolutionär, sind wir nicht befähigt, Tiere zu jagen und damit auch logischerweise, konsequenterweise nicht dazu geeignet, Tiere zu essen. Das haben wir gemacht. Mit Kraft unserer eigenen hier Intelligenz hier oben haben wir es ausgedacht. Aber das mit Evolution in einen Topf zu werfen, ist einfach grob falsch, fahrlässig oder fast schon generalverbrechermäßig. Als beste Spezies uns eben dann durch alle Widrigkeiten oder allen Widrigkeiten beste Spezies dann entwickeln konnten. Sind wir wirklich die beste Spezies, wenn wir ohne jeden faktischen Grund andere Lebewesen umbringen? Das ist die beste Spezies? Und die Moral oder Ethik, die hat bei dieser ganzen Sache eben überhaupt gar keinen Einfluss gehabt. Das ist völlig egal. So. Also, wir lernen, grundsätzlich gibt es im Tierreich oder naturmäßig oder wenn wir alles Mögliche von uns jetzt als Menschen mal ablegen würden, gibt es keine Tierrechte, es gibt keine Naturrechte, es gibt keine Menschenrechte, es gibt keine Moral und es gibt keine Ethik. Alles das gibt es. Die gibt es grundsätzlich nicht. Die entwickeln sich eben dadurch, dass die entsprechenden Leute dann zusammenleben wollen, die Vorteile daraus haben wollen und dass natürlich dann entsprechend irgendjemand das auch niederschreiben muss. Im Gegensatz zu den Tieren haben wir natürlich auch unser Gehirn, unser Leben so weit entwickelt, dass es so komplex geworden ist, dass wir so viele Einflussfaktoren auch um uns herum haben. Wir wollen eben noch mehr Vorteile. Wir haben sehr, sehr große Auswahl, eine sehr große Auswahl an Vorteilen. Wir haben beheizte Häuser, wir haben Handys, wir haben die Möglichkeit zu fliegen, wir haben dies, wir haben das. Das heißt, wir haben extrem viele Sachen, die wir... Das haben wir aber mal ein paar Schritte übersprungen auf der Evolution, oder? Bis zum Fliegen und den Häusern. Als Vorteil sehen, wo wir eventuell noch mehr Kompromisse eingehen würden und dann eben sagen, okay, ich nehme diese bestimmte Ethik, Rechte, die eben dann sich entwickelt haben, nehme ich an, damit ich diese ganzen Vorteile eben haben. Ich könnte auch als Mönch irgendwo in den Tempel gehen, könnte dann, wenn ich damit ethisch eben besser zurechtkomme, könnte ich natürlich dann die ganze Zeit in so einem Tempel leben und den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwelche Fliegen von meiner Schulter klopfen. Aber dann habe ich eben diese ganzen Vorteile nicht. Also die Vorteile überwiegen dann anscheinend dem, was dann vielleicht die Nachteile für mich persönlich sind. Und was hat denn das damit zu tun? Also ich höre ja nur wirklich, wirklich sehr verwirrtes Zeug. Und das meine ich jetzt nicht böse, weil ich hier irgendwie einen Punkt irgendwie überlegen oder ad hominem rumagieren will. Es ist komplett verwirrt. Was hat denn das damit zu tun, dass ich keinem anderen Lebewesen bewusst unnötigerweise Schaden zufügen will und dann deswegen nicht fliegen können oder kein Haus bauen darf oder irgendwie sonst allen Fortschritten aufgrund unserer Intelligenz, die wir halt entwickelt haben, zu genießen? Also das ist so ein Punkt, das hat er ja gerade gesagt. Also ich gehe lieber in ein Kloster als Mönch und will keinem Lebewesen irgendwie schaden und klopfe mir die Fliegen von der Schulter und dafür habe ich die Nachteile, habe ich dann Nachteile, weil ich dann eben nicht...
ein Haus haben darf oder ich kann sogar fliegen. Auch wenn man jetzt sagen könnte, ja, deswegen auf dem Prozess dahin müssen ja auch Tiere irgendwie wahrscheinlich irgendwie leiden und sterben, meinetwegen. Also indirekt. Aber das Thema hatten wir ja auch gestern. Leben in der Welt heißt, du hast immer Interaktion. Du kannst dich nicht davon rausnehmen. Du bist immer irgendeinem bewusst oder sehr unbewusst wahrscheinlich Schaden zufügen. Das kannst du nicht verhindern. Das ist das Ding, auf das man sich leider einlassen muss, wenn man hier existent sein will. Ansonsten muss man sich tatsächlich aufhängen oder einfach sterben. Das ist der einzige Weg, um keinen negativen Einfluss zu nehmen, im Sinne von unfreiwilliger negativer Einfluss. Aber darauf kann man noch lange nichts sagen, nach mir die Sinnflut, dann ist ja alles egal. Ich kann sehr aktiv und willentlich und aufgrund meines eigenen verkommenen Egos und weil ich das gerne will, ohne Grund, ohne Verstand, andere Lebewesen aktiv schaden, ja sogar so weit gehen, ich will einfach dieses Leben beenden, weil ich das fressen will. Ja, also von dem logischen, von der Konsequenz am Anfang dahin zu gehen, ja, in dieses komplett, in diese Hölle, in der wir uns momentan bewegen, das ist wieder mal, es ist generalverbrechermäßig, ja, wenn man das irgendwie versucht herzuleiten mit der Begründungsargumentationslinie. Deshalb entscheide ich mich dann, hier zu wohnen und nicht irgendwo in Spanien oder in Indien oder sonst wo, wo vielleicht andere Grundsätze herrschen, aber ich eben dann weniger Vorteile habe als hier. Grundrechte herrschen. Also aufgrund der komplexen Lebensumstände ist es eben so, dass bestimmte Rechte auch entwickelt werden müssen. Also Hierarchien in diesem Fall auch, genauso wie bei den Affen in ganz simpler Form, dass der eine eben das macht, der andere macht das. Und man sollte sich eben innerhalb dieses Affenstammes nicht gegenseitig abmurksen, weil sonst ist der Stamm nicht mehr in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und dann ist die Evolution für diesen Stamm zu Ende. Deshalb benötigt es eben dann bestimmte Regeln, damit das nicht passiert. Und der Mensch hat das eben als Rechte dann ausgedrückt und hat dann eben gesagt, okay, wir haben jetzt, wir entwickeln Menschenrechte, dass wir uns eben gegenseitig nicht ausrotten, dass wir uns gegenseitig eben nicht umbringen. Und daraus entsteht dann natürlich auch weitergedacht, verschiedene Formen der Ethik, die man natürlich jetzt auch dann mit diesem Verstand und den Grundrechten entwickeln kann, was aber dann eben auch sehr individuell ist, von der jeweiligen Person und von dem jeweiligen Volk oder Stamm abhängig, je nachdem, wie man das sieht, was sichert entsprechend das eigene Überleben. Also es ist sehr verwirrt und zusammenhanglos irgendwie, was er hier von sich gibt. Es ist sehr schwer, dir zu folgen. Also nochmal, das entwickelt sich nicht einfach so, was verschiedene Menschen, Gruppen, Gruppierungen, Völker irgendwo entwickeln, sondern immer aus der, nochmal, Gott, ich will nicht sagen, kein Wort hier reinbringen, aus der grundgegebenen Notwendigkeit der aktuellen Lebenslage. Punkt. Das ist kein, wir haben da Bock drauf, wir machen einfach. Und nochmal, in dem Kontext, in deinem eigenen Kontext, hast du hier keine Notwendigkeit. Also dein ganzes Argument kann man dir selber wieder unten reinschieben, ja? Und dann kommst du mit deinem Spruch in die Ecke, ja, ich habe aber meine eigenen Vorteile daraus und ich glaube daraus, meine eigene Leistung zu optimieren, bla 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 bla. Also nur Ego, 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 ich, ohne jede echte Vernunft dahinter zu stehen zu haben. Das ganze andere Prinzip, was du gerade erzählt hast, Stand und den Grundrechten entwickeln kann, was aber dann eben auch sehr individuell ist von der. Also, dass wir unsere Gesetze quasi aufbauen, nur aus den Prinzipien, dass man sich nicht gegenseitig töten soll. Da kann man dir teilweise recht geben, natürlich, auch wenn es sehr traurig ist. Und ich bin zumindest mal, das ist meine Meinung, das ist meine Ansicht. Ich bin der Meinung, dass es nicht notwendig wäre, in einer Welt mit Vernunft einfach nur, also mit dem, was wir als Menschenverstand bezeichnen, was von allen Menschen mal zugestehen sollte eigentlich, da muss dir niemand aufschreiben auf einem Blatt Papier oder auch nicht in den Stein reinmeißeln, dass du kein anderes Lebewesen töten sollst. In Klammern ohne Grund. Aber einfach mal generalisiert gesagt, du sollst nicht töten, sollte man dir nicht in Stein hauen sollen. Ich glaube fest daran, dass ein Mensch das einfach weiß. Ja. Unter den ganz einfachsten Minimalkonzepten, die ich gerade mehrfach erörtert habe, ne? Klar, wenn man angegriffen wird und sein eigenes Leben in Gefahr ist, dann wird dir niemand sagen, hey, du darfst aber dich nicht wehren oder du darfst nicht töten. Nein,
unter den ganz normalsten Annahmen, die man treffen kann, neutrale Sachen, muss man das nicht aufschreiben. Es muss dir keiner aufschreiben, dass du keine Frauen vergewaltigst. Es muss dir keiner aufschreiben, dass du nicht einfach irgendwelche Sachen dir aneignest und damit anderen grob schädigst und so weiter. Also wenn, das ist ja genau der Punkt, den ich dir auch mehrfach so sehr um die Ohren gehauen habe gestern. Ein Gesetz oder nur weil du selber daraus keinen Schaden nimmst, weil das niemand aufgeschrieben hat oder weil die Gesellschaftsstruktur, die du immer erwähnt hast, diese dubiose, abstrakte Gesellschaft, ich habe ja auch ein paar Mal gefragt, wer ist eigentlich die Gesellschaft ohne Antwort von dir, weil die das irgendwie nicht verachtet oder verpönt, nur deswegen etwas nicht zu tun, auch das geht leider wieder, ich muss es immer wieder zusagen, das geht in die Richtung Psychopath. Also wenn man das nicht selber einfach in sich drin verspürt, solche Dinge nicht zu machen, ohne Grund. Ich kann es nicht deutlicher formulieren, glaube ich, befürchte ich. Also ich habe wirklich da große, fast schon größere Sorgen um dich, Daniel. Ich will nicht sagen, geh mal zum Arzt, aber wenn man so sein Handeln wirklich, ich bin dir immer noch, ich gestehe dir ein, ich glaube wirklich, dass du das nicht alles so wirklich meinst, wie du das sagst, nur weil du eben nicht zurückrudern willst, weil du eben dein Gesicht da behalten willst, auch vom Geschäftssinne und so weiter. Aber das alles, deine eigene Handlungsgrundlage auf diesen Dingen zu begründen, ist kritisch. Also ist wirklich kritisch, weil dann müsste man dir wirklich erstellen, du bist jemand, der quasi selber zugibt, er würde wie ein Fähnchen im Wind mit allem mitschwimmen, alles mitmachen, wahrscheinlich auch die Hand gehoben haben vor 70 Jahren, was man mir quasi unterstellen würde, wenn es alle gemacht hätten. Und anstatt seinen eigenen Apparat oder das sogar hier zu benutzen, was jetzt wieder eine spirituelle Seele man nennen würde. Und auch das habe ich dir versucht zu erklären, gestern in unserem Gespräch mehrfach zu erklären, auch bei dem Thema Sklavenhaltung, was dein Beispiel war, was ein super Beispiel ist da in dem Kontext. Menschen, die Gesellschaftsordnung vor 300, 400 Jahren war, genauso wie heute eingestellt. Das ist komplett unbestraft, vollkommen okay, vollkommen normal war, Menschen zu halten, die einem selber dienen. Aber selbst da gab es Menschen, viele Menschen, die gesagt haben, das ist nicht korrekt. Das ist moralisch, ethisch einfach falsch, verwerflich. Genau wie heute Menschen wie, kann ich mich mit zuzählen, Menschen wie dir erklären, es ist falsch. Es kann ich sogar begründen mit diesen und jenen Herleitungen, von wegen Sittlichkeit, also eigene Anstrengungen, es macht keinen Sinn, keine Notwendigkeit und so weiter und so weiter. Hör auf damit, lass es sein. Du schädigst damit andere, die ein Recht, die genauso ein Recht haben, hier zu sein, hier zu leben, wie du selbst meinetwegen. Also das Beispiel kann man nicht besser vergleichen. Und ich verstehe noch immer nicht ganz genau, wie du das nicht akzeptieren konntest, diesen perfekten Vergleich. Da hast du halt nur darauf geantwortet, soweit ich mich erinnern kann, ja, irgendwie hast du ja recht damit, aber dann wird sich ja vielleicht mal irgendwann das auch ändern, wie damals mit den Sklaven quasi. Also du hast mir mehrfach gesagt, du bist dann derjenige, der darauf wartet, dass sich die Gesellschaft, also die meisten anderen Menschen, sag ich mal einfach jetzt so, dazu entscheiden, das Richtige zu tun und dann würdest du dann auch aufhören. Und dann würdest du auch, wenn du dann da rein geboren würdest, dann würdest du dann auch so denken. Aber willst du nicht lieber einer von den Menschen sein, die selber ihr reflektiertes Denkvermögen einsetzen für das korrekte Handeln und nicht einfach zu dem Strom der Masse gehören, die einfach nur stumpf das macht, was die wenigen denkenden Menschen in ihnen quasi dann irgendwann mal vorleben und vorzeigen? Also, pah. Entwickeln kann, was aber dann eben auch sehr individuell ist, von der jeweiligen Person und von dem jeweiligen Volk oder Stamm abhängig, je nachdem, wie man das sieht, was sichert entsprechend das eigene Überleben. Und es ist ja auch so, dass gerade diese Rechte, diese Grundrechte, die man dann annehmen möchte, oder auch Rechte allgemein, die für das Zusammenleben dann eben entsprechend gelten, dass die ja auch nur von sehr wenigen Leuten eben definiert werden. Es gibt dann eben irgendwelche Könige oder die Kirche oder was auch immer, die dann einfach mal sagt, du hast nicht das Recht zu töten oder ähnliches. Das ist kein Naturrecht. Du scheißt dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ja, genau. Wir bedanken uns für deinen Einsatz. vielen Dank. Vielen Dank an die Tiere. Die Tiere bedanken sich für meinen Einsatz. Liebe Tiere, gern geschehen. Ja? Gern geschehen, liebe Tiere. Dafür nicht. Wer auch immer, vielen Dank dafür.
Recht. Das hat einfach sich jemand ausgedacht und hat das niedergeschrieben, damit es anscheinend besser funktioniert, wenn wir uns so evolutionär weiterentwickeln. Das ist aber nicht richtig oder falsch. Es könnte ja auch richtig sein, dass man sagt, okay, ihr könnt euch ruhig gegenseitig die Köpfe einschlagen, möge der Bessere am Ende gewinnen. Aber dass wir dann als Spezies Mensch uns wahrscheinlich auch nicht weiterentwickeln würden, dass das wahrscheinlich ein ziemlich blödes Leben ist, weil die Nachteile dann unterliegen gegenüber den Vorteilen, sollte, denke ich mal, jedem auch irgendwie auf der Hand liegen. Also im Gegenteil, lieber Daniel, im Prinzip wäre dieser von dir beschriebene Sozialdarwinismus genau das perfekte Modell, um eine Spezies auf den schnellsten Wege noch mehr voranzutreiben. Ja? Das ist ja genau das, was ich dir mehrfach gestern erklärt habe, dass deine Denkstruktur dahinter, die du nur auf Tiere beziehst momentan, die armen Tiere, die anscheinend irgendwie andere, die komplett andere Regeln gelten, die für uns ja anscheinend nicht gelten, unterhalb den Menschen, dass genau die Prinzipien dich genau dahin führen würden. Zur totalen, zum hundertprozentigen Sozialdarwinismus, also das Recht des Stärkeren. Aber andere auf der anderen Seite, das ist abartig, das ist komplett brutal. Dann würden, weiß ich wie viel, hunderttausende Millionen Menschen dahin gerafft werden, die einfach ausgeraubt, ermordet, in die Ecke verbluten oder verhungern würden, weil sie kein Essen mehr kriegen würden, keine Frauen mehr bekommen würden und so weiter. Aber das ist der garantiert beste Weg, um eine Spezies, wie auch immer, auf dem maximal schnellsten Weg nach oben zu bringen. Wenn nur die Stärksten der Starken überleben und dann die anderen Stärksten nochmal platt machen und so weiter, dann hast du irgendwann nach einer relativ kurzen Zeit die ultimative, die stärkste Form der Spezies, die man sich vorstellen kann. Aus genau dem Grund. Und genau aus dem Grund, wie du schon selber wunderbar beschrieben hast, haben wir uns aufgrund unserer Möglichkeiten, die wir hier oben haben, dazu entschieden, zumindest mal per Gesetzes- oder Rechtsgrundlage, die dann auch von Menschenhand niedergeschrieben wurde, so Dinge aufzuschreiben, ja? Obwohl man sie eben nochmal nicht aufschreiben müsste. Das hat damit nichts zu tun. Es geht immer wieder um das Thema, dass man muss so Sachen nicht aufschreiben, du sollst nicht töten, du sollst nicht vergewaltigen und so weiter und so weiter. Aber wir haben es halt gemacht, aus dem Grund, warum auch immer, um halt eine Möglichkeit haben, Leute zu bestrafen, sinnvollerweise, die sich da dagegen irgendwie dagegen verstoßen, warum auch immer. Aber wenn du das gerne haben möchtest, bitte. Also darum verstehe ich nicht, dass du das, wenn du das auch selber irgendwie, du verstehst es ja anscheinend. Du verstehst das doch anscheinend, das Konzept. Warum gilt es dann nicht für andere Lebewesen, die genauso Leid empfinden können, die genauso leben wollen? Das ist die Frage, habe ich dir mehrfach gestellt gestern und du hast es einfach immer wieder mit irgendeinem Geschwurbel von wegen, wir haben keine Konsequenzen, wir können es, Ego, Ego, Ego und so weiter beantwortet. Da. Tut mir leid, da fehlen mir dann irgendwann tatsächlich die Worte, um das noch zu beschreiben. Diese Sachen, die dann definiert werden, sind ja auch bei jedem Volk entsprechend unterschiedlich. Es gibt zwar bestimmte Grundrechte, die natürlich bei allen gelten müssen, weil man sich sonst eben gegenseitig umbringen müsste. Aber wenn man sich dann noch viel weitere Rechte anguckt, gibt es da deutliche, deutliche Unterschiede. Bei dem einen musst du halt dann religionsbedingt auch jeden Tag beten oder was auch immer. Bei dem anderen ist es halt verpönt, dieses zu tun, bei dem anderen dieses. Das heißt, du hast natürlich dann Rechte auch sehr individuell entsprechend auf die Gesellschaft angewendet. Also hier haben wir aber auch Hierarchien entsprechend und man kann auch dieser ganze Quatsch immer, alle Menschen sind gleich und Männer und Frauen sind gleich, ist einfach völliger Bullshit, weil zum einen biologisch bedingt und zum anderen auch psychisch bedingt, weil man eben bestimmte Dinge besser kann oder schlechter kann als der andere, ist völliger Quatsch, weil jeder hat eben seine individuellen Stärken und Schwächen und deshalb sind nicht alle Menschen gleich. Die einen können sich eben besser einbringen, weiterbringen, uns weiterbringen und so weiter als andere. Das heißt aber. Du kommst immer wieder darauf zurück, was ich ja auch in dem Gespräch gestern mehrfach versucht habe zu vermitteln, auf diese Kernaussage von Vernunft, Moral, Sittlichkeit, wie ist das? Der Imperativ, kategorische Imperativ, den Kant einfach nur sehr gut formuliert hat. Er hat es nicht erfunden, er hat es nur sehr gut formuliert. Habe ich dir auch gesagt. Handle nach der Maxime, die sich selbst zugleich zum allgemeinen Gesetze machen lässt. Ja? Punkt. Nochmal in vereinfachter Form. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist das einzige Gesetz, was eigentlich man bräuchte. Wir könnten ein Gesetzbuch haben mit genau dem Satz drin und dann, danach wäre alles andere geklärt. Von diesen elementarst wichtigsten Zusammenlebensregeln.
Jetzt würdest du mir wieder als wirklich in sehr unredlicher Form, hast du ja auch gestern getan, entgegnen. Ja, genau. Mit deinen großen Augen. Ja, genau. Du hast recht. Du hast ja doch was in der Birne. Mit deiner komischen, anmaßenden, da hast du wahrscheinlich zum ersten Mal gemerkt, wie leicht man deinen Schwachsinn widerlegen kann. Also, dass du dann gesagt hast, ja, ich bin damit einverstanden, dass ich selber getötet werde, wenn ich davon nach meiner Definition nichts mitkriegen würde. Wenn ich nicht leiden müsste, dann ist es vollkommen okay, dass ich dann einfach sterben würde. Ja, da habe ich nichts dagegen. Dann weiß ich ja davon nichts mehr, dass ich tot bin. Ja, also, aber nochmal, wenn du das damit begründen willst, ist es nicht nur es übertrifft das Wort unredlich um einen Faktor, den ich gar nicht quantifizieren kann. Weil, wie gesagt, die Weiterleitung davon, die du ja irgendwie nicht einsehen kannst oder einsehen willst, dass man das auch mal auf alle dann ab- oder umlegen muss, um das in einem Kontext zu bewerten, der realistisch ist, sagst du damit nochmal, du kannst jedes Lebewesen einfach nach deinen Ideen töten, das Leben beenden, wenn es dir beliebt, nach deinen abgefahrenen Vorstellungen von Leid oder Nicht-Leid. Aber an dem Punkt meinst du ja, wir haben uns immer im Kreis gedreht. Ich habe dir dann mehrfach auch da wieder gesagt, dass die höchste Form der Gewalt das gewaltsame Beenden eines anderen Lebewesens darstellt. Was anscheinend auch nicht angekommen ist bei dir. Dann kam immer wieder zurück, ja, Leid ist wichtiger. Nein, es ist nicht wichtiger. Leid ist ein ziemlich grausamer Faktor, der meistens in allermeisten Fällen immer davor sein wird, bis heute davor sein wird. Es ist egal, was Pugges bunte Märchenwelt vorsieht. Auch deine Kuh, die auf der Weide steht und den Bolzen in die Birne bekommt, wird nicht immer perfekt sofort tot sein in einem Bruchteil der Millisekunde. Aber selbst wenn, das ist absolut undenkbar. Warum das undenkbar ist, habe ich dir auch erklärt. Ne, so viel Fläche hast du nicht mit 7 Planeten Erde. Also wie gesagt, dass man das nicht hinbekommt, diese eigene Handlungsmaxime auf alle umzulegen und dann zu bewerten, wie das sein könnte oder sein würde, ist einfach wirklich, wirklich unredlich. Aber nicht, dass wir dann nicht sagen können, wir können die anderen ja auch irgendwie mitziehen oder sowas. Also dieser Quatsch ist ja auch nochmal eine Sache für ein Extra-Video. Also, mit welchen Rechten oder mit welcher Rechtsannahme wir natürlich dann aufwachsen und so weiter, das spielt natürlich die Rolle. Das hängt vom jeweiligen System ab, wo wir reinwachsen. Da bekommen wir diese Rechte eben als Kind schon mitgeteilt und können natürlich dann, weil wir eben in diesem gesellschaftlichen Konstrukt drin sind, können wir da eben sehr schlecht ausbrechen und uns jetzt einfach sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal andere Rechte an, dann bekommt man nämlich Ärger mit der ganzen Sache. Und dann habe ich natürlich wieder einen Nachteil. Ich habe mit Konsequenzen zu rechnen. Und das ist natürlich... Das ist wirklich, warum er sein eigenes Weltbild fußt. Auf Konsequenzen durch andere. Durch die Gesellschaft, oder egal wie. Durch Konsequenzen, die andere ihm quasi dadurch oder durch sein Handeln quasi verursachen. Das ist anscheinend seine wirkliche... Das ist per Buchdefinition Psychopath. Ne? Ohne Empathie, ohne eigenes intrinsisches Handeln, nur weil es irgendwo vielleicht niedergeschrieben wurde von einem anderen, muss ich gehorchen oder muss ich befürchten, es lieber nicht zu tun. Also andersrum. Ich mach's lieber nicht, weil ich dann ne, so, oder weil ich deswegen halt so irgendwie beeinflusst worden bin aufgrund meiner Kindheit, mache es dann lieber doch nicht. Also alles immer nur auf andere bezogen, aber niemals auf, in dem Punkt komischerweise niemals auf sich selbst, dass es aus dir selber rauskommen sollte oder müsste eigentlich, gewisse Dinge einfach nicht zu machen. Natürlich die Sache, die ich dann entsprechend vielleicht nicht möchte, die ich dann auch indoktriniert bekommen habe und so weiter. Und genau, XGit. Übrigens, so, Grüße, XGit. Schön, dass du da bist. Auslegungen von Rechten, von Ethik, Moral und so weiter gibt, weil das Ganze natürlich dann darauf fußt, dass das wenige Leute eben bestimmt haben, definiert haben. Auch die Ethik wurde ja irgendwann von jemandem mal definiert. Da gibt es ja auch unterschiedliche Auslegungen und so weiter.
und fertig. Und da muss man auch nicht sagen, dass das Ganze unbedingt konsistent sein muss und so weiter. Eine Konsistenz gibt es auch in der Natur überhaupt nicht. Die Konsistenz hat überhaupt gar keine Grundlage. Wie wir schon gesehen haben, die Katze macht, was sie möchte. Ob sie dann mit der Maus entsprechend spielt oder nicht, das ist für uns, weil wir so eben entsprechend denken und die Sachen eingepflanzt bekommen haben, ist das natürlich eine blöde Sache mit dem ganzen Leid. Aber es ist nicht grundsätzlich irgendein Recht, was wir befolgen müssen, damit wir entsprechend in irgendeiner Form natürlich oder wie auch immer sind. Wir haben auch immer die freie Wahl, dieses System dann zu verlassen, wenn es uns überhaupt nicht gefällt. Viele wandern aus, viele nehmen eine andere. Also nochmal, er versucht wieder irgendwie diese Natur, angebliche Natur und so weiter und am besten die Affen heranzuziehen. Obwohl, habe ich am Anfang jetzt schon tausendmal gesagt, das hat mit Ethik, Moral und Verhaltensgrundlagen, die wir uns aufgrund unserer Möglichkeiten eben auferlegt haben oder auf die wir gekommen sind selber, absolut nichts zu tun. Nichts zu tun. Andere Religion an. Viele gehen in den Tempel, möchten als Mönch leben. Viele leben einfach nur als Bushcrafter irgendwo im Wald ohne irgendwelche Zivilisation. Das bedeutet, wenn uns irgendwas nicht gefällt, die Nachteile bei uns einfach überwiegen, habe ich natürlich immer noch die Möglichkeit, etwas daran zu ändern. Und wenn ich das dann nicht tue, wenn ich das nicht ändere, dann akzeptiere ich das aktuelle System natürlich auch entsprechend der Rechte und der Ethik. Wenn ich auswandere auf einer einsamen Insel, bin da ganz für mich alleine, habe dann die ganzen Tiere, kann ich machen, was ich möchte, dann gibt es... Das ist genau die Einstellung von Daniel Pugge. Nochmal, das ist leider... Ja, pathologisch. Und ich würde ihm auch sogar glauben, dass es bei ihm so wäre. Er würde machen, was er wollte. Wenn er eben auf der einsamen Insel wäre, wo ihn keiner sieht, wo ihn niemand bestrafen könnte, wo es keine Regeln geben würde, dass er dann wirklich die abscheulichsten Dinge machen würde. Ja? Tut mir leid, im Gegensatz zu dir, Daniel. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, die meisten anderen normalen, moralischen Menschen, weil sie einfach menschlich handeln, würden das trotzdem nicht machen. Obwohl keine Vorschriften bestehen, obwohl keine Regeln bestehen, würde man nicht einfach losgehen, ach, da vorne läuft irgendwie eine Schnecke am Boden, mal drauftreten, ja, weil es kann. Ne? Würde man einfach nicht machen. Und das muss dir keiner erklären, das muss dir keiner aufschreiben, da muss es keine gesellschaftliche Doktrin oder sonst irgendwas für geben. Das ist einfach, was die meisten Menschen wahrscheinlich benennen würden als Herz, Menschlichkeit, Normalität. Ich würde es jetzt ein bisschen anders formulieren, wie gesagt, als moralische Grundlage, als Konzept, was einfach Sinn ergibt. Nochmal, es gibt einfach nicht nur Sinn, sondern es ist eben auch die korrekte Handlung, irgendein anderes Leben, was genauso da ist wie du, nur weil du es kannst, zu beenden. Ich komme mir echt mittlerweile so Banane, dämlich dabei vor, das wieder und wieder hier offensichtlich erklären zu müssen, besonders jemandem erklären zu müssen, der doch anscheinend gar nicht so intellektuell doof ist, ja, das habe ich ja nie, würde ich niemals behaupten, aber dass man das nicht fassen und begreifen kann, darum sage ich ja so oft, ich glaube ihm das einfach nicht, dass er das wirklich so sieht, wie er das von sich gibt. Kein richtig und kein falsch. Ich hoffe es zumindest. Ist nicht richtig, die Tiere zu töten. Es ist aber auch nicht falsch, die Tiere zu töten. Doch, es ist falsch. Wie kann es denn nicht falsch, was kann es denn sonst sein? Also wenn es nicht das eine oder das andere nicht gibt, was ist es denn dann? Es kann niemals korrekt sein, diese Tat zu vollbringen. Mit welcher Konsequenz? Warum? Das müsste man beantworten dann. Warum? Weil es keine grundsätzliche natürliche Annahme dafür gibt, sondern nur darauf basiert, wie entsprechend ich keine das Annahme Ganze. Da gibt. Was redest du da, Pugge? Was redest du da? Die Annahme ist, dass diese Welt schon ein paar Milliarden Jahre vor uns und vor dir da war und du nicht darüber zu entscheiden oder befinden hast, welches Lebewesen jetzt da sein und da bleiben darf und welches nicht. Das muss man doch nicht wirklich aussprechen, oder? Mir zurechtgeschustert habe im Endeffekt. Also, ich denke mal, ihr versteht so im Grunde, worauf das Ganze dann hinauslaufen soll. Auch wenn mich einige dafür jetzt wahrscheinlich wieder als, auch er hier, als Weichei und was ich was benennen würde. Ich habe ja auch, das war ja auch, habe ich ja öffentlich gemacht vor ein paar Sendungen. Ich rette sogar meine Tiere hier. Warum soll ich irgendeine Spinne ohne jeden Grund töten? Oder ich habe hier zuletzt eine Raupe, die ich gefunden habe in einem Salat, aufgepäppelt und die ist dann als Motte quasi, als Nachtfalter dann irgendwann hier weggeflogen quasi. Also welchen Vorteil habe ich davon? Welches Recht habe ich denn, irgendein anderes tatsächliches Lebewesen
zu töten. Oder dem nicht die Existenz zu gewähren. Aufgrund eigener, niederer oder am besten gar keiner Motive. Weil es ja geht am Ende ja immer nur auf diese Grundsatzdebatte raus, ist das jetzt rechtlich in Ordnung, ist das jetzt Menschenrecht, habe ich dieses Menschenrecht, habe ich dieses Recht, irgendein anderes Leben zu beenden? Das habe ich natürlich, weil es eben keine grundsätzlichen Regeln dafür gibt, ob etwas Recht ist oder nicht. Diese Regeln gibt es nicht, die haben wir uns selber eben gesetzt, damit wir eine funktionierende Gesellschaft haben. Und das kann ich dann aber nicht als Begründung nehmen, wenn ich dann entsprechend selber meine Entscheidungen darauf basiere. Also, wenn ihr dazu natürlich gerne Kommentare, gerne auf Discord kommen. Ich biete es auf jeden Fall an, darüber zu diskutieren. Ihr müsst es natürlich nicht und in den weiteren Videos werde ich das Ganze dann entsprechend gerne erweitern. Wie gesagt, es ist halt das gleiche Thema wie mit allen anderen, die das ähnlich versuchen zu argumentieren. Am Ende des Tages kommt er darauf zurück, ich, mein Ego, ich kann machen, was ich will. Es gibt dafür keine Grundlage und alles nur von Menschen gemacht. Darum gibt es kein richtig und falsch und bla bla bla. Also man versucht sich immer quasi der Verantwortung zu entziehen. Und dann immer auf einen Standpunkt zurückzuziehen, wo einen keiner mehr angreifen kann. Man immer sagen kann, ja, aber das ist alles nur, weil ich das so, weil andere das wollen und so weiter. Es gibt keine ultimatives, kein überliegendes Gesetz. Aus genau dem Grund ist natürlich jemand wie er auch immer Atheist. Das hatten wir auch schon mal festgestellt. Lustiger, interessanterweise sind all die Menschen, die das so von sich geben, immer Atheisten. Also kommt, also egal wie, die an nichts glauben. Also an nichts. Also auch mal eine spannende Frage, auch mal vielleicht ein interessantes Thema, Daniel Pogge, über das wir auch mal reden könnten. Die Schöpfungsgeschichte, was deine Ansichten sind, wie, wo diese Welt eigentlich herkommt, ja? Wie das alles angefangen hat oder warum diese Existenz überhaupt da ist und so weiter und so weiter, wie man sich das erklären kann. Ne? Da kann man ja auch nur hoffen und beten, dass es eben keine dahinterstehende Intelligenz wie auch immer gegeben hat, die das Ganze gemacht hat, sondern es muss irgendwie passiert sein. Ne? Kein Mensch weiß, warum, wieso, weshalb. Aber anders darf es ja am besten nicht sein, weil sonst könnte das ja dann doof werden, irgendwann mal, irgendwie mal. Aber auch das ist eine sehr interessante Korrelation, ne, von den sogenannten Korrelationsstudien, dass all diese Leute, all diese Menschen, die diese für meines Erachtens verqueren Ansichten und Behauptungen in den Raum stellen, immer mit Glaube, Spiritualität nichts zu tun haben. Ne? Anscheinend muss man das, ist das eine Grundvoraussetzung dafür. Jetzt habe ich hier einiges im Chat verpasst. Für nur 200 Euro, Ernährungscoach für nur 200 Euro. Achso, waren es gerade die Anspieler von Daniel Pogge. Ja, wie gesagt, er verkauft halt, das ist sein Lebensunterhalt. Ja, das, dafür ist er bekannt, dafür ist er als Experten quasi dargestellt oder ist ein vermeintlicher Experte für das Thema, auf dieser ohne Kohlenhydrate oder mit wenig Kohlenhydraten sich zu ernähren. Und natürlich geht es da immer großteilig um Fleisch oder tierischen Konsum, auch wenn er sagt, auch er würde vegane Ernährungspläne aufstellen. Also den Typen will ich sehen oder die Frau, der als pflanzlich ernährter Mensch zu ihm geht und sich einen veganen Ernährungsplan aufstellen lässt. Aber gut, also natürlich hat man da ein sehr starkes Interesse, auch wirtschaftlich gesehen. Und daher, auch da würde ich es verstehen, würde ich es ihm nicht übel nehmen, wenn er da Dinge sagt, die er nicht unbedingt bis ins letzte hundertprozentige Detail so meint, wie er es sagt. Davon gehe ich immer noch aus, zu seinen Gunsten wohlgemerkt, um sich da nicht selber quasi ins Abseits zu schießen. Ja. Agavenschwanzhaft meint gerade, der Lichtblick hat auch langsam Mangelernährung. Warum? Was hat der Lichtblick schon wieder gemacht? Lichtblick, Mangelernährung. Boah, meint Rebeckerchen offizial. Rebeckerchen offizial, die nicht mehr Teil ist hier im Meinungsverbrechen e.V. Da hätten 2 Minuten gereicht für den Inhalt. Naja, nicht ganz. Das war ja schon. Also, er hat es ja, klar, du hast recht, er hat es wieder und wieder ähnlich wiederholt, mit immer anderen Herleitungswegen. Aber, ja. Im Prinzip hast du recht. Andererseits hat er schon ein paar Sachen genannt. Hochkant Kantholz meint, hört sich alles sehr solipsistisch an. Was? Wie bitte? Hört sich alles sehr solipsistisch an von dem Kerl. Das ist ein Wort, das habe ich noch nie gehört. Und das ist krank und geistesgestört.
Also per Definition hochkant Kantholz. Das habe ich ja gerade schon mehrfach genauso bestätigt. Per Definition ist es geistesgestört. Das ist die Definition von Psychopath, so empathielos zu sein, sich überhaupt nicht in die Lebensrechte, Empfindungen und Genöte von anderen Leben reinzuversetzen zu können anscheinend. ja. Und ihr Corona24 hat gerade darf man nichts mehr sagen hier, oder? Hat gerade meinen Ausspruch, meine Erschüttertheit geändert und hat gerade den Zustand von der Nummer 1 Verbrecherin geändert. Wenn Herr Dr. Professor Klein das radikalste Element ist, ist sie mit Sicherheit das weibliche Gegenstück dazu. Willkommen zurück, Rebeccachen, offiziell im Sumpf. Warte mal, ich muss mal eben wieder zurückscrollen hier einiges. Im Wald wachsen genug Kräuter zum Essen, nur kennt sie keine. Auch da bin ich 100% bei dir, Gabenspannsaft. Kein Mensch hat mehr das Wissen, was unsere eigenen Vorfahren vor wenigen Generationen hier einfach hatten. Ne? Dass man genau wusste, was man fast so gut wie jedem deutschen größeren Wald einfach essen kann. Sei es Früchte, meinetwegen auch Pilze, aber auch an ganz normalen Pflanzen, die man da wirklich ausbuddeln und essen, Knollen und so weiter essen kann. Oder von Eicheln, man kann wunderbar Eicheln konsumieren, auch roh. Schmecken wie Nüsse, ähnlich, ja, kann man essen. Also viele Leute würden gar nicht glauben, dass man auch tatsächlich in kalten Jahreszeiten ohne den illusionären Pfeil und Bogen sich selbst bauen kann und die Fallen, die man dann bauen würde und und dann die Tiere jagen könnte. Ich würde gerne Pugge mal sehen, wie er das im echten Zustand macht alles. Ich würde mich da eher auf das verlassen, was einfach da ist. Das funktioniert. Das hat Jahrhunderte, Jahrtausende funktioniert. Rebeccachen offiziell mag die Sonnenbank. Alles klar. Xkid hat übrigens geschrieben, dass er aber länger weg war und wieder da ist mittlerweile. Schön, dass du wieder da bist. Xkid auch für dich. Morgen, hoffentlich klappt das morgen um 14 Uhr, eine Diskussion mit David Banana über das Thema libertäre Gedanken, Libertarismus. Gucken wir mal, ob das hoffentlich hinhaut. Meinst du, es gibt aber leider auch einen Haufen Christen, die sagen, ich darf Tiere töten, weil Bibel und so weiter. Ja, X geht keine Frage. Aber das Thema kannst du natürlich bei Daniel Pugge nicht bringen, weil er hat ja mit denen gar nichts am Hut, ne? Von wegen, was mal in die Bibel aufgeschrieben worden ist und so weiter. Macht ja keinen Sinn, den Punkt da anzubringen, aber du hast recht. Mir Samir, der ist nach Bayern. Aber am dümmsten sind die Männer. Das ist bei den Affen nicht so. Würde ich nicht unbedingt bestätigen, mir Samir, dass die Dümmsten die Männer sein sollen. Also ich kenne eine ganze Menge Frauen, die ähnlich indoktriniert, verblendet, verblödet, eingenordet sind wie Männer. Also da gibt sich das nicht viel die Waagschale irgendwie. Rebeccachen haut nochmal raus, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, aber das würden wahrscheinlich die meisten Menschen auf der Seite von Herrn Pugge mir oder Leuten wie mir oder uns in dem Fall genauso an den Kopf werfen, das ist so ein... Okay. Genau, Nico Rittenau gegen den Lichtblick, das würde ich glaube ich noch hinterher schieben jetzt, weil es auch eine sehr spannende Sache ist, was dieser Nico Rittenau da von sich gegeben hat. Es geht mir dabei gar nicht so sehr um Lichtblick, um da irgendjemanden in Schutz zu nehmen, großartig. Es geht mir eher darum, klarzumachen, dass was der sogenannte Nico Rittenau, der mittlerweile ja auch sowas geworden ist, wie ein zweiter, wie heißt nochmal der andere Typ, der mittlerweile hier Porsche fährt und in jeder ARD, ZDF Talkshow zu Gast ist oder Kochshow zu Gast ist, komm nicht drauf. Der Vorzeige-Veganer, ne? Der typisch deutsche Attila Hildmann, genau. Mit seinem Porsche und so weiter und so weiter und der totale Mainstream-Typ geworden ist. So kommt mir der Rittenau auch mehr und mehr vor. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Ich muss mal ganz kurz eine Pause einlegen, weil ich habe zu viel Mittelstrahl konsumiert und muss jetzt von dem eigenen Mittelstrahl wieder was auffangen in meinem Glas. Und das werde ich mal tun jetzt. Ich bitte um eine kurze Pause und dann werden wir uns nochmal den Beitrag vornehmen von diesem Nico Rittenau, wo er einen anderen Veganer, einen YouTuber sehr hart angegangen ist und auch Simon Teichmann, den beliebten Simon Teichmann, quasi in Schutz nimmt. Von daher, ich bin zurück in Pi mal Daumen 2 Minuten. Ihr könnt jetzt hier quasi machen, was ihr wollt. Aber natürlich mit Anstand, Moral und Sitte.
Hagen Prell. Ich suche so zu mit meinem Geld, dass du keine Ruhe mehr unter mir hast. Ich mach, was ich will. Vegan, vegan, go vegan, go vegan. Ich bin ein solcher Söldner, der für eure Freiheit kämpft. Der Mangel ernährte Germane, der Drops ist gelutscht. Okay, alles klar, wieder da. Alle benommen, alles sittlich geblieben und moralisch. Ach hier, ne? Alles klar. Störenfried, vielen Dank Störenfried für die 5 Euro während meiner Abwesenheit. Ich mache, was ich will. Vegan, vegan, go vegan, go vegan. Ja, ne? Natürlich eine unfassbar störerhafte Meldung hier. Aber danke dir, mein Freund. Alles klar. Wo ist er? Wo ist er? Ach ja, genau. Witziger Einspieler am Rande. Auf dem tagesspiegel.de. Deutsche Forscher entwickeln Impfstoffe gegen den Corona oder gegen Coronaviren. Ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie auch das wahnsinnig überraschend wäre oder nicht einige Menschen sich schon gedacht hätten oder vermutet hätten. Aber es wäre natürlich ein guter, ein witziger, trauriger, eine traurige Fortführung der ganzen Geschichte nach eben H1N1, der Schweinegrippe, der Vogelgrippe. Und wie es alles heißt, alles klar, Hex, eine gute Nacht, Hex bis zur nächsten Gruppentherapie. Also das hat mich schon fast zum Schmunzeln gebracht. Aber ja, ich nehme an, es wird wohl so sein, dass wir nicht mehr lange warten müssen. Ach ja, SARS gab es auch noch, danke, The Volume Shock. Es wird nicht mehr lange dauern, bis man sich halt dagegen impfen lassen kann. Aber wir warten mal ab. Wir warten mal ab. Widmen wir uns dem guten alten Nico. Einziges geht. Heute das Video. So, also Nico Rittenau. Seinerseits ein YouTuber mit knapp 50.000 Abos. Also jetzt nicht mal, ne, kann man schon mal nennen. Gerade wenn es um das Thema Ernährung, besonders um das Thema einer pflanzenbasierten Ernährung geht. Der sich halt auch ultimativ auf die oder sich selbst so darstellt und das auch so versucht umzusetzen, von wegen vernünftig, rational,
evidenzbasiert, wie man so schön sagen würde, wissenschaftlich, komplett sachlich. Andere würden auch sagen, der ist glatt wie ein Aal, ja, so von seiner ganzen, auch wie er sich gibt und so weiter und so weiter. Und der hat jetzt etwas dazu gesagt mit diesem kleinen YouTube-Drama, wie man das so schön sagt, einem Streit zwischen Herrn Simon Teichmann, ne, seinerseits einer der größten Kanäle im Bereich Sport, Fitness im deutschsprachigen Raum und auch Ernährung irgendwo, also dieser Herr, den man hier sehen kann, und dem Lichtblick, Eugen Lichtblick, seinerseits eben Veganer, ja, Schubladenbegriff mal zu bedienen hier, der immer wieder vorwirft, dass der Simon Lichtblick hier, Simon Teichmann natürlich auch sehr, sehr verquere Ansichten hat, was das Thema Tierrechte, Ernährung und so weiter angeht, sich selber quasi auch darstellt und gezeichnet hat in seinen Videobeiträgen als Tierfreund. Also er hier hat sich als Tierfreund dargestellt, dass er mit seinem Kanal mehr Menschen mit dem ganzen Thema gebracht hätte, also einer pflanzenbasierten Ernährung, Tierrechte und so weiter, als ein Lichtblick, der halt rein einen veganen Kanal betreibt. Und selber verkauft der Teichmann halt seit vielen, vielen, langer, langer Zeit, sagen wir mal genauer so, Milchprodukte, also Proteinshakes, die auf dem sogenannten Molkeprotein basieren, also Kuhmilchprodukte. Er ist selber natürlich kein Pflanzenesser, er macht in allem, was er sagt, von sich gibt, zwischen den Zeilen oder auch direkt sehr deutlich, sehr stark klar, dass er von dem Thema auch nicht wirklich viel hält, sich ganz, um Himmels Willen, bloß nicht komplett pflanzlich zu ernähren. Also das gleiche Gelaber wie bei einem Daniel Pugge, in dem Kontext zumindest. Oder es wäre halt so wahnsinnig kompliziert, sich pflanzlich zu ernähren und hin und her und so weiter. Um mal ein bisschen Kontext euch zu geben dafür. Mir Samir sagt, ja genau, Andreas, was ist mit den Nachrichten los? Sind die mittlerweile alle total verblödet? Was meinst du denn, Mir Samir? Welche Nachrichten meinst du denn damit? Meinst du jetzt die offizielle Propagandashow, die Propagandathemen oder welche Nachrichten? Oder meinst du jetzt allgemein hier Zeitungen und so weiter und so weiter? Also ihr habt ungefähr die ganz grob den Kontext, worum es zwischen den beiden ging hier und so weiter. Und jetzt sagt eben Herr Nico Rittenau, der Ober... Lehrer, würde ich fast sagen wollen, seinen. Also ihr werdet sofort merken, was ich meine, wenn ich sage, der ist glatt wie ein Aal. Ja? Das ist auch nicht böse gemeint, aber ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ihr noch nie ihn gehört oder gesehen habt, warum ich das sage. Hören wir mal gemeinsam hier rein. Hat den Titel Zerstörung der... Upsasser. Jetzt. Der Veganer. Und ich möchte die Veganer nicht zerstören in dem Video, überhaupt nicht. Es geht um die Zerstörung von mir, von den Veganern. Ein Kanal heißt nämlich Lichtblick. Hallo und herzlich willkommen zur Reaktion zum Video Zerstörung der Veganer von Simon Teichmann. Ich finde es schon mal, ich kann mir den Kommentar nicht kneifen gerade. Ähnlich wie wenn man ein dickes Sportauto fährt, ja, ähnlich finde ich es verwerflich oder bezeichnend, wenn man sich vor einem großen Bücherregal darstellt. Ja? So als... Ne? Egal, ich will es nicht weiter ausführen. Also... den zahlreichen Videos von Lichtblick, die dazu geführt haben, dass der YouTuber Simon Teichmann dieses Video gemacht hat. Im heutigen Video besprechen wir einige Details aus beiden Videos. Ich wünschte... Der Ingenieur meint, letztens habe ich Nico Rittenau noch gelobt. Ich wüsste gar nicht genau, was ich gesagt habe. Also ich kenne den Mann auch nur so am Rande, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir jetzt noch nie wirklich großartig lange Beiträge von ihm angehört. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich weiß ungefähr, was er so macht. Aber selbst wenn ich ihn gelobt habe, heißt es ja nicht, dass ich ihn jetzt nicht kritisieren darf für das, was er hier von sich gegeben hat. Weil der Punkt, auf den ich gleich zu sprechen kommen werde oder will, ist... Ich muss wirklich davon ausgehen, dass so jemand wie er sich damit ziemlich, ziemlich geoutet haben als, wie würde man das mittlerweile benennen, als U-Boot. Also, als ob der das nicht wirklich ernst meinen würde. Also, dass er nicht wirklich dahinter steht, hinter dem ganzen Prinzip und Konzept. Das habe ich so ein bisschen Sorge drum, ne? dass sich damit quasi rauskristallisiert. Aber das könnt ihr selbst bewerten gleich, wenn ihr das von ihm hört. SR85, mein Freund, vielen, vielen Dank für deine Mitgliedschaft hier bei uns im Meinungsverbrechen e.V. Willkommen.
bei den schlimmsten der schlimmen, moralversifften Terroristen, die ihre Hass, nee, Quatsch, die ihre Moraltiraden öffentlich aussprechen. Alles klar, SR85, ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß hier bei uns im Chat und den Möglichkeiten, die da bestehen. Erstmal eben hier den Nico. Ich kann mich aus der ganzen Angelegenheit heraushalten. Allerdings fehlen im Laufe des Diskurses so viele falsche Informationen, dass es unverantwortlich wäre, mich da komplett rauszuhalten. Deswegen stellen wir einige der Kernpunkte richtig. Mir geht es dabei gar nicht darum, mich auf eine oder auf die andere Seite zu stellen. Im Laufe des Videos werden wir beide Seiten kritisieren, wenn es notwendig wird, beziehungsweise aufzeigen, wenn eine der beiden Seiten etwas Richtiges und Korrektes sagt. Und wir gucken uns an insgesamt, warum es so wichtig wäre, wenn man über den Veganismus spricht, eine rationale, höfliche und evidenzbasierte der Herangehensweise an das Thema zu haben, Falschaussagen nicht zu treffen und einfach immer ehrlich zu sein und den Veganismus nicht besser dastehen zu lassen, als es sein muss, aber auf der anderen Seite natürlich auch den Veganismus von veganen Kritikern nicht schlechter dastehen zu lassen. Erstmal ist die Aussage ja nicht verkehrt natürlich, aber der erste Satz, wo ich so meine Schwierigkeiten hätte damit, ist, den Veganismus nicht besser dastehen lassen, als er ist. Ich hoffe mal, dass er das noch näher begründen oder benennen wird, weil es gibt erstmal keinen großen Sinn, die Aussage. Als er eigentlich ist. Das Video ist das erste von einer zweiteiligen Serie. In diesem ersten Video geht es mehr darum, wie man den Veganismus aus meiner Sicht evidenzbasiert, rational und höflich kommunizieren sollte, damit wir den maximalen Erfolg, nämlich die Minimierung des Tierleids, vorantreiben können. Im zweiten Video geht es dann mehr um das Was, wo wir uns angucken, welche Fehler inhaltlicher Natur gemacht wurden und werden, die dem Veganismus am Ende des Tages einfach schaden. Also er ist Österreicher, darauf können wir uns, glaube ich, verständigen. Aber den Punkt, den er hier gerade gesagt hat, man muss diesen sogenannten, diese Ernährungs-, diese Lebensweise, dieses, oder ist eigentlich schon fast, ist es schon fast falsch formuliert, diese Grundeinstellung für Lebensrechte aller Lebewesen, ne? Dass man die auf eine möglichst höfliche, verständnisvolle und so weiter Art und Weise kommunizieren müsste. Das hat er quasi gefordert damit. Das Thema hatten wir auch schon mal bei uns, hier in einer länger älteren Gruppentherapiesitzung. Und diesen Satz habe ich vor 8, 9 Jahren auch noch ziemlich ernst genommen und mir genauso gedacht, ne? Also am Anfang meiner gesamten, meiner Lebenswandels quasi. Nur nach fast 10 Jahren mittlerweile muss man leider zu dem Schluss, oder bin ich zu dem Schluss gekommen, dass 86 Milliarden leidensfähige Lebewesen, die pro Jahr ohne Grund sterben müssen, Qualen leiden müssen und sterben müssen, keine verschissene Zeit mehr haben für Höflichkeit, Verständnis und buntes Drumherum getanzt, um dann mal irgendwann zu hoffen, dass irgendwie in 50 Jahren auch ein Pugge auf die Idee kommt, dass seine Handlungen katastrophal falsch und fast schon verbrecherisch sind. Wie lange will man das noch machen? So die Frage, die ich Herrn Rittenau stellen würde an der Stelle. Dieses Verständnis, oh ja, jeder muss machen, was er will und so weiter. Und ich verstehe vollkommen, wie gesagt, ich will das nicht verwechseln mit dem Punkt, dass ich selber auch quasi vor 10 Jahren so gelebt habe oder mich so ernährt habe. Nur sobald einem die Fakten vor die Nase gehalten werden und man das alles gesagt und gezeigt bekommt und man versteht ja hoffentlich irgendwann auch die dahinterliegenden Konsequenzen und so weiter, wenn man dann nicht nur die Konsequenzen daraus zieht, sondern eben auch noch sich öffentlich hinstellt und vor 70, 80 oder sogar 200.000 Menschen, wie in dem Fall von Simon Teichmann, das Gegenteil erzählt und Menschen dazu aufruft, weiterzumachen oder sowas, also in die Richtung, wie sie ihr Leben bis jetzt gelebt haben, dann gibt es hier keinen Höflichkeitswettbewerb mehr und vertätscheln und verhätscheln und so weiter und so weiter. Das ist auch lange, lange vorbei. Also, wie sagt man so schön, die Zeit für halbe Sachen und Gerede sind lange, lange, lange vorbei. Wie lange will man noch warten? Worauf will man eigentlich noch warten? Ne? Jedes noch hier, 3.000, 6.000, 9.000, 12.000, 15.000 und so weiter. Tiere, leidensfähige, lebensbejahende Wesen sind gerade getötet worden. Pro Sekunde, 3.000 plus minus. Also worauf will man noch warten mit Freundlichkeit und Tam-Tam-Tam, wir haben uns alle lieb im Kreis und trinken unseren Jasmin-Tee. Wie Lichtblick in seinem gleichnamigen Video, warum hat Simon Teichmann meine Videos nicht angeguckt, gesagt hat, und auch Simon bestätigt es in seinen Videos, hat er sich die Videos von Lichtblick nicht zur Gänze angeguckt. Warum? Darüber kann man natürlich spekulieren. Mir Samir sagt, mach mal was, Andreas, die Welt spielt verrückt. Mir Samir. Ich brauche die, wie würde das Herr Hagen-Grell formulieren, gib mir die Millionen Euro oder wie teuer ist so ein eigener Radio-Fernsehsender, ne?
oder irgendwas, um wirklich was zu bewegen, um viele Menschen quasi gegen ihren Willen zu erreichen, muss man fast schon formulieren, brauchst du halt richtig viel Kapital. Und das Kapital haben eben nur die Kräfte, die das fundamental andere quasi propagieren. Oder du weißt, was ich meine. Ne? Dann kann man wirklich was machen. Bis dato kann man nur das machen, dass man die Menschen, die von sich selber auf die Idee gekommen sind, dass irgendwas prinzipiell an dem ganzen Kasperhaus hier nicht stimmt, nicht nur bei der Ernährung, wohlgemerkt, nicht nur bei der Ernährung, und dann irgendwie vielleicht mal über Umwege zu jemandem wie mir finden, der ähnliche Sachen findet, denkt und ausspricht. Andersrum brauchst du in unserer verkommenen Welt leider richtig, richtig viel Geld. Und wenn du es hast, wenn du es bekommen würdest und dich dann wagen solltest, einer sehr großen Anzahl von Menschen solche Ideen und Gedanken in die Köpfe zu pflanzen, auch nicht so richtig eine tolle Idee meistens, was da mit dir passieren könnte. Auch da gibt es so ein paar Belege in der Geschichte, die bei mir Samir, ne, Kennedy, einer von den Leuten, die es vielleicht noch irgendwo ernst gemeint haben, kam irgendwie auf eine natürliche Art und Weise um mit einer Kugel im Kopf. Auch ein Michael Jackson könnte man dazu zählen, der doofe Aussagen getroffen hat über die Weltgeschichte und die Geschichte als solches. Wenn man so bekannt ist, so viele zig, 10 Millionen Menschen erreichen könnte quasi potenziell, hat man meistens komischerweise sehr schnell ein Ableben nach solchen Äußerungen. Oder sogar ein Steve Jobs, würde ich damit reinzählen. Ja? Steve Jobs, der öffentlich gesagt hat, dass die Milch- und Eierindustrie und die Milchindustrie alle Menschen nach Strich und Faden belügt. Ja, belügt. Das hat ein Steve Jobs, ja, der Erfinder von Apple und iPhones, gesagt, öffentlich, im Fernsehauftritt, dass die Milchindustrie die Menschen von A bis Z bescheißt und betrügt und kein Mensch den Scheiß braucht. Und komischerweise hat auch der dann eine sehr, sehr natürliche Krankheit entwickelt, ein paar Monate danach, und ist dann auch daran verstorben irgendwie. Ich weiß, alles die übelsten Verschwörungstheorien, aber ich darf es ja sagen. Man kann auf jeden Fall die Korrelation herleiten, dass alle Menschen mit wirklich, wirklich, wirklich viel Einfluss und Kapital meistens irgendwie komisch danach verschwinden, wenn sie sowas machen. Beziehungsweise Simon tätigt dazu auch eine Aussage. Allerdings hat auch Lichtblick so seine Ideen, warum er das nicht gemacht hat. Ich will da inhaltlich gar nicht auch so tief rein. Und ich konnte mir das Video auch nicht angucken. Deswegen tut es mir sehr, sehr leid. Ich habe es gelesen. Ich werde es mir auf jeden Fall auch mal durchlesen gleich, wie gestern auch, wenn es im Discord steht. Keine Sorge, ich lese so einiges. Ich kann auch nicht jetzt drauf eingehen, weil es einfach für mich absolut blöd ist. Und zwar hat ja der Simon Teichmann gesagt, er hat meine Videos nicht geguckt. Okay. Warum hat er meine Videos nicht geguckt? Ich habe das so ziemlich hart im Gefühl, dass es so ist, dass das der Grund ist. Er konnte meine Videos nicht gucken, weil er weiß, dass ich recht habe. Nachdem ich mir mehrere Stunden von den Lichtblick-Videos über Simon Teichmann angeguckt habe, glaube ich ehrlich gesagt, dass es eher zwei andere Punkte sind. Zum einen, wie gesagt, sind die Videos einfach sehr lange und es ist streckenweise sehr mühsam, sich die anzugucken. Es wird vieles auch immer wieder wiederholt und insgesamt zieht sich eine starke, passiv-aggressive, unhöfliche Art durch das gesamte Video, was es für den Zuschauer, vor allem wenn man Simon Teichmann selbst ist, einfach sehr unangenehm macht, das Ganze anzugucken. Insgesamt zieht sich einfach diese unhöfliche Art durch viele der Reaktionsvideos von Lichtblick, auch zu anderen YouTubern, und wie wir im zweiten Video noch sehen werden, sind einfach einige Informationen schlichtweg falsch. Vielleicht hat er da auch so durchgescrollt, so ein paar Mal reingeklickt und gesehen, dass ich halt für alles, was ich dort sage, Beweise habe. Ja, es sei mal dahingestellt, ob die stimmen oder nicht, das interessiert ja gar nicht, aber dass ich Beweise habe. Doch, das interessiert sehr wohl jede Person, die an einer ernsthaften Diskussion interessiert ist. Ich meine, Beweise sind nur dann als Beweise wirklich aussagekräftig, wenn sie der Wahrheit entsprechen. Natürlich, man kann auch irgendwelche Studien, die dem eigenen Weltbild entsprechen, heraussuchen. Man wird da auf jeden Fall unter der Vielzahl an Beweisen in was finden, was der eigenen Weltanschauung entspricht. Aber so arbeitet man nicht wissenschaftlich. Es geht darum, den sogenannten Balance of Evidence, die Gesamtheit der Daten, im Blick zu behalten, wenn man Aussagen trifft. Und da kommen wir auch schon zum Kernproblem der Arbeit von Lichtblick, das zieht sich durch viele Videos durch, dass er ganz einfach Daten verfälscht, wenn sie seinem eigenen Weltbild nicht entsprechen, und damit haben sie einen sehr geringen Wert in der ganzen Diskussion. Das Ganze würde es zu weit führen, wir sprechen ja ausführlich über das Was dann im zweiten Video, aber hier nur ein kleines Beispiel, damit man weiß, worum es geht. Lichtblick wird nicht müde, immer wieder... Also das einzige Beispiel, was ich kenne, also was er jetzt bringt, das vermeintlich ein Beispiel von denen, wo dieser Lichtblick Daten verfälschen würde, zeigt er jetzt, aber ich kenne außer diesem Beispiel kein weiteres Beispiel. Also ist die Aussage auch mal
Die erste Kritik an hier an dem Herrn Rittenau in extremstem Maße verwerflich und unredlich, sowas von sich zu geben. Wieder in Video nach Video zu sagen, dass Veganer ja immer in jeder Untersuchung die gesündeste Gruppe wäre, dass alles andere ja gar nicht logisch wäre, weil die vegane Ernährung sei nun einmal die gesündeste und jede Menge an tierischen Produkten wäre automatisch ungesund. Das ist einfach nicht haltbar, selbst an den eigenen Taten, die er zitiert, es sei denn, man biegt sie so hin, dass sie das eigene Weltbild widerspiegeln. Zum Beispiel Daten aus der Adventist Health Study 2. Er spricht oft von der Adventist Health Study, wobei man sagen muss, die Adventist Health Study hat Daten geliefert, die in einer Vielzahl an wissenschaftlichen Veröffentlichungen aufgearbeitet wurden. Das stimmt soweit. Wenn er eine Veröffentlichung aus der Adventist Health Study 2 zeigt, ist das nicht die eine einzige Adventist Health Study. Das sei aber mal dahingestellt, auch das im zweiten Video dann mehr. Worüber wir sprechen wollen, ist jene Tabelle, die er oft in den Videos einblendet. Die zeigen, laut seiner Darstellung, dass vegan lebende Menschen in sämtlichen Bereichen besser abschneiden als Vegetarier, als Pesketarier, Flexitarier und Mischköstler. Warum sind die Veganer am gesündesten von allen? Vielleicht, weil die keine Butter essen und keine Milch und keine Eier und kein Fisch. Und kein Fleisch. Ja, ihr kennt das aus meiner Grafik hier, die ich euch immer zeige. Ja, die Vegan-Studie, die zeigt, vegan ist die gesündeste Ernährung von allen. In der von ihm gezeigten Version der Tabelle aus einer der Veröffentlichungen der Adventist Health Study 2 schneiden tatsächlich die Veganer in sämtlichen Punkten am besten ab. Allerdings, wenn man die Originalveröffentlichung kennt, dann wird einem schnell auffallen, dass hier ein wichtiger Punkt fehlt, nämlich die sogenannte Gesamtsterblichkeit. Die Wobei er sich hier gerade selbst widersprochen hat irgendwie. Also er widerspricht sich in dem Fall selbst. Er hat ja festgestellt, es gibt keine Originalveröffentlichung. Es gibt halt immer wieder Veröffentlichungen der Datenlage aus dieser gesammelten Studienlage, also aus den gesammelten Daten von den Siebentags-Adventisten. Und jetzt tut er so, als ob es eine hundertprozentige Originalveröffentlichung geben würde, wo alles immer wieder quasi nur da gezeigt werden würde. Aber egal. Mortality. In dieser schneiden die Veganer nämlich nicht am besten ab, sondern die Pesketarier sind hier die Gruppe, die am besten abschneidet. Ist das etwas, was Lichtblick vielleicht einfach übersehen hat? Das stimmt. Diese Aussage habe ich auch mehrfach hier schon mal, oder diesen Tatbestand habe ich schon mehrfach hier in unseren Gruppentherapiesitzungen erwähnt. Sogar gestern im Gespräch mit Daniel Pugge nochmal erwähnt, dass ein Ergebnis dieser 7-Tags-Adventisten-Meta-Studie eben die ist, dass in dem einen einzigen Punkt, nämlich bei dem All-Cause Mortality, also alle Sterblichkeitsraten, also in anderen Worten die Lebenslänge von Menschen, wo nicht die Veganer am besten abschneiden, sondern die Pesketarier, also die Menschen, die sich pflanzlich ernähren, aber eben noch Fisch dabei, wie auch immer, oft konsumieren. Die leben am längsten in der Statistik. Aber natürlich immer noch deutlich, deutlich besser. Also sie sind die Zweitbesten in der Gruppe, ja. Die langlebigsten sind die Pesketarier, die Zweitbesten sind die Veganer. Danach kommen die Vegetarier und dann eben als allerletztes kommen die Omnivore, die eben ne, Fleisch, Käse, Milch, Eier, alles konsumieren. Also das ist beim besten Willen ist das keine Manipulation. Man lässt halt einen Punkt weg, der noch nicht mal irgendwie jetzt krass wäre. Also wenn es jetzt so wäre, dass die Veganer katastrophal abschneiden würden bei diesem einen Punkt, dann wäre es ja noch eine andere Nummer. Aber sie kommen knapp dahinter. Ja, knapp hinter den sogenannten Pesketariern kommen die Veganer. Und wenn man das jetzt nicht mit einbezieht, obwohl bei allen anderen Punkten, also alle Krebsarten, alle Diabeteserkrankungen, alle anderen hier metabolischen Stoffwechselstörungen, also über Blutdruck und so weiter. Also die meisten, Übergewicht steht ja auch noch bei. Also alle anderen Punkte, die man gemessen hat, da schneiden die Veganer am besten ab. Und zwar drastisch am besten ab im Vergleich zu den Omnivoren und auch deutlich besser teilweise als zu den Pesketariern und Vegetariern. Und der eine Punkt, ja, den lässt man halt weg, obwohl der knapp, sehr, sehr knapp ausgegangen ist. Wenn man das mit dem Wort öffentlich in einem YouTube-Beitrag mit 50.000 Abonnenten als Manipulation darstellt, also einen anderen Menschen hart diskreditiert, der auch 20.000 Abonnenten sein eigen nennt auf YouTube, dieser Umstand würde 100-mal mehr dem Tatbestand der Verleumdung gleichkommen, als alles, was ein gewisser Hagen Prell jemals über meine Äußerungen oder sowas dargestellt hat. Das ist verleumderisch, ja, aus so einem Umstand jemanden als Manipulator öffentlich zu benennen. Also an der Stelle, Herr Rittenau, beste Grüße, aber das ist abgehalftert, unredlich.
die Gruppe, die am besten abschneidet. Ist das etwas, was Lichtblick vielleicht einfach übersehen hat? Nun, das können wir nicht glauben, denn in früheren Videos hat er die Tabelle noch in ihrer Gesamtheit. Servus, Dr. Professor Klein, der mittlerweile auch angekommen ist an der Alster mit stabilem WLAN aus dem wahrscheinlich Hotel. Schöne Grüße, Tommy. Gezeigt und erst als er dann selbst im Video draufkam, dass das doch gar nicht. Rebecca, ich will es nicht sagen, ob ich ihn schon angezeigt habe wegen Verleumdung. Vielleicht kommt danach heraus, dass ich es doch nicht getan habe. Wäre nicht so clever. Sein Weltbild entspricht, hat er sich dafür entschieden, das dann in zukünftigen Videos nicht mehr so anzuführen, denn sonst würde es ja seinen eigenen Überzeugungen widersprechen. Zwar alle Krebsformen haben die Veganer natürlich die niedrigste Wahrscheinlichkeit von allen. Ist ganz klar, wie soll es auch anders sein? Sie essen den ganzen Tag nur Antikarzinogene, ja. Und die Nicht-Veganer und Nicht-Vegetarier natürlich den allermeisten Krebs von allen. Und All-Cause-Mortality sind die nicht auf Platz 1, sondern da sind die Pesco-Vegetarier auf Platz 1, warum auch immer. Ergibt eigentlich nicht so viel Sinn, wenn die. Also, falls es jemand interessieren sollte, ich habe mir diese Datenlage schon mehr als einmal angeschaut und durchgelesen über diese 7-Tages-Adventisten-Studie. Mal ganz kurz umrissen, warum die Veganer an diesem einen einzigen Punkt der Lebenserwartung knapp auf Platz 2 gelandet sind, liegt eigentlich nur an dem katastrophalen Abschneiden der veganen Frauen in der Studie. Also die Mädels unter diesen paar tausend Veganern, wo die Daten erhoben werden, immer noch, also läuft immer noch die Studie, die schneiden in diesem einen Punkt einfach katastrophal scheiße ab. Muss man leider mal so feststellen. Es ist gar nicht so einfach zu begreifen, warum das so ist, warum nur die Frauen da so in dieser Studie so schlecht dastehen. Ob die da irgendwie, was auch immer da passiert, also kein Mensch kennt die genauen Gründe dafür. Aber die Männer, die veganen Männer, reißen es quasi wieder raus. Also das Gegenteil der Fall. Die vegan männliche Population dieser Adventisten hat einen sehr, sehr großen, sehr, sehr guten Plus-Aspekt, auch bei der Lebenserwartung. Aber die Frauen halt nicht. Und die reißen die Gesamtquote runter, zumindest mal so weit runter, dass man eben auf Platz 2 hinter den Pesketariern landet. Das ist die echte Erklärung dafür. Aber den Grund dafür, wie gesagt, ist natürlich eine super spannende Frage, warum die Frauen in dem Punkt so schlecht abschneiden, obwohl sie auch weniger Krankheiten haben, obwohl sie auch weniger Volkskrankheiten wie Diabetes, Übergewicht und so weiter haben, ist ihre Lebenserwartung deutlich, also wir reden jetzt nicht von, die werden nur 70 Jahre alt, aber im Schnitt werden die halt nicht so alt, wie schon gar nicht so alt wie die Männer. Und eben auch weniger alt als die, in dem Beispiel hier, in der Studie, als die pesketarischen Frauen. Genau, das kann jetzt tausend Gründe dafür geben, die kein Mensch da untersucht hat, vielleicht, wie sie das 90 gerade meint, ob die veganen Frauen alle irgendwas anders machen, vielleicht nehmen davon viele tatsächlich die Antibabypille oder sind alle, keine Ahnung, oder die, kann man auch, ob man das jetzt auf die Ernährung schieben kann und muss. Das ist, sagt ihr, als würden die alle jetzt wieder widerlegen und sagen, ja, ist ja nur Korrelation, kein Mensch weiß, warum das so ist. Aber ich wette darauf, all die ganzen Pappnasen, die immer sagen würden, hier kann man ja nicht genau sagen, also wenn Studien pro vegan ausfallen über Korrelationsebene, dann gibt es ja tausend Erklärungen, warum das so ist, kann man nicht ernst nehmen. Aber jetzt würden sie alle sagen, ja, guckt her, wir haben es doch gewusst, die veganen Frauen, die leiden alle an Eisenmangel, da sieht man es, da ist es bewiesen und so weiter. Komm, hört mir auf. Aber wie gesagt, den Grund dafür kennt bis dato kein Mensch. Man kann nur die Statistik entnehmen, dass dem so ist, bis jetzt zumindest mal. Wir werden ja sehen die nächsten Jahre, wie sich die Zahlen entwickeln, weil wie gesagt, die Studie läuft noch, die läuft ohne Ende erstmal, es gibt kein Enddatum momentan, wie sich das Verhalten da oder die Zahlen vielleicht verändern werden noch. Die ganzen Werte am niedrigsten sind, müsste das auch hier am niedrigsten sein, aber wie auch immer. Ja, wie man sieht, ist ihm dieser Umstand durchaus bekannt. Er tut das im Video aber einfach mit wie auch immer ab. So sollte man nicht mit Datensätzen umgehen, die dem eigenen Weltbild nicht entsprechen, sondern man sollte fragen, ob es vielleicht irgendwelche Gründe dafür gibt. Und die Gründe dafür im Speziellen besprechen wir dann erneut im zweiten Video. Weil es dann stirbt die weibliche Zuschauerschaft hier aus. Na, früher aus. Das ist ein wichtiges Kernproblem. Aber ganz ehrlich, ich glaube da nicht ganz der Datenlage. Ein Vertreter von vielen, die einfach im eigenen... Also kurz Pause, ich glaube der Datenlage natürlich schon, die da erhoben wird, aber die Gründe dafür sind höchstwahrscheinlich nicht die Ernährung.
Weil sonst würden ja alle anderen Punkte nicht so katastrophal positiv abschneiden, auch bei den Frauen in der Gruppe und im Vergleich zu allen anderen Vegetariern, Pesketariern und natürlich Omnivoren. Das gibt ja überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach nur komplett sinnlos, dass es damit was direkt zusammenhängen könnte. Eigenem Weltbild entsprechend Daten so drehen, dass sie immer ihren eigenen Aussagen sprechen. Das weiß ja eben keiner, wenn Becky. Es gegensätzliche Daten gäbe, die werden dann einfach ignoriert oder noch schlimmer manipuliert. Und als er dann in den Kommentaren auch auf diesen Umstand aufmerksam gemacht wurde, hat er Folgendes geschrieben. Ein Benutzer hat hier zu Recht aufgezeigt, dass die Tabelle, über die wir gesprochen haben, hier in Minute 18.2 unvollständig sei, denn es fehlen die Angaben zur Gesamtsterblichkeit. Und es wird gefragt, warum Lichtblick diese weggeschnitten hat. Daraufhin antwortet er, dreimal darfst du raten. Als dann nachgefragt wurde, ob es daran läge, dass hier die Veganer schlechter abschneiden, antwortet er genau. Als dann noch weiter nachgefragt wurde, antwortet er schließlich noch, wenn Veganer in einer Untersuchung beispielsweise eine höhere Sterblichkeit an Darmkrebs hätten, dann zeigt es in seiner Welt nicht, dass etwa die Veganer hier schlichtweg schlechter abschneiden, sondern es bedeutet bei ihm, dass diese Ergebnisse einfach nicht stimmen können. Wie gesagt, mehr Details dazu, wie das zustande kommen könnte und ob man. Also auch hier, er versucht, warum auch immer, versucht dieser Nico Rittenau diesen Eugen Lichtblick auf Teufel komm raus hier zu diskreditieren. Natürlich ist die Aussage in dem Kontext, wie er es jetzt dargestellt hat, natürlich sehr negativ und so weiter. Aber unter dem Aspekt, den ich gerade geschildert habe, den ja auch dieser Nico Rittenau kennen wird, dass er hat ja im Prinzip das Gleiche geschrieben, was ich auch gerade gesagt habe. Also Lichtblick. Er glaubt einfach nicht, dass das irgendwas im direkten Zusammenhang damit zu tun haben könnte, wie sich diese Frauen oder diese Gruppe ernährt hat. Weil alle anderen 7, 8 Punkte ultimativ signifikant besser dastehen als bei den anderen Gruppen. Es ist immer noch unredlich und ich würde es auch natürlich nicht machen, diesen Punkt dann irgendwann nicht mehr zu zeigen. Aber nochmal, erstens war das keine katastrophale Abweichung. Das war Platz 2 von den 4 Gruppen. Die war verdammt knapp. Und war deswegen jemanden hinzustellen als, wie gesagt, als Lügner, als Manipulator, als was, die ganzen Begriffe, die er benutzt da. Also, das ist in meiner Definition um ein Vielfaches dramatisch schlimmer, Nico Rittenau, als dieser Umstand. Und ich kenne die Beweggründe nicht dafür, warum er da so abgeht, aber gut. Was ich jetzt wirklich Sorgen machen muss, besprechen wir im zweiten Video. Kleiner Spoiler muss man nicht, aber es ist einfach wichtig, mit solchen Daten ehrlich umzugehen. Denn, und das ist eigentlich der Kern der ganzen Aussage hier, wenn man als vegan lebender Mensch und noch mehr als Vertreter der veganen Bewegung online über das Thema Veganismus spricht, auch vor allem mit Leuten, die weniger überzeugt sind vom Veganismus, dann ist es so wichtig, dass man keine Daten manipuliert, dass man die Wahrheit sagt und dass man ganz einfach offen mit diesen Punkten umgeht. Denn sonst schadet man am Ende des Tages jenen am meisten, die man eigentlich schützen möchte, nämlich den Tieren, die man mit der veganen Ernährungsweise ja beschützen möchte. Leider nicht. Also es gibt keine Erhebungen in dieser Studie, Untersuchung, wie, woran die einzelnen Menschen, obwohl, na gut, doch klar gibt's die, es gibt zumindest mal die beobachteten Sachen, also Herzinfarkte, Übergewicht, aber lustigerweise sind ja auch die veganen Frauen in den ganzen anderen Punkten deutlich stehen die besser da. Also gibt's eigentlich keinen großen Grund, keinen großen Sinn, was ich gerade schon mehrfach versucht habe zu erklären. Vom unnötigen Leiden und Sterben. Wenn allerdings vegan lebende Menschen in der Außenwahrnehmung als irrationale Datenverfälscher angesehen werden, naja, dann kann man sich ausrechnen, wie viel Gehör unsere wichtigen Inhalte finden werden unter der mischköstlichen Bevölkerung. Er hat ja seine ganze Welt aufgebaut auf dem, was er dort promotet. Wie gesagt, vom Grundprinzip hat er natürlich recht mit den Aussagen, nur die Herleitung ist natürlich schon. Du scheißt dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Bin zugeschissen worden. Geht das Ding jetzt? Dr. Professor, der radikalsten, der radikalen Hamburger Elemente. Ja, das Ding geht jetzt, zumindest mal für den Moment. Als Übergangslösung ist das wunderbar geeignet. Was bleibt mir zu sagen? Dr. Professor Klein, anscheinend tut ihr die Alsterluft sehr, sehr gut und ist sehr, sehr gönnerhaft. Nein, obwohl, das ist ja nichts Neues. Vielen, vielen Dank, mein Freund VfB Stuttgart alias Dr. Professor der anerkannten Meinungsverbrecher und Moralterroristen Wissenschaften Klein für die mit Abstand größte Unterstützung der heutigen Gruppentherapiestunde. Vielen Dank. Jetzt kann ich nichts anderes mehr sagen als ich hoffe doch sehr, obwohl mein Herz noch so ein bisschen in Hamburg wohnt, dass ihr da morgen gewinnt. Krass, Tommy, oder? Da steht echt,
Da steht ein radikaler Verbrecher in der Nordkurve, Südkurve oder wie kann man sich das vorstellen? Mal kurz mal am Rande nochmal zusammengefasst. Der radikale Veganer steht dann mit seiner Soja-Bratwurst in der Südkurve, Nordkurve, wie die Schalker auch. Haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich war auch mal in meinem Leben in der Nordkurve. Ganz früher, ne? Als mein Herz noch blau-weiß schlug. Aber das ist noch länger her, als ich mich pflanzlich ernähre. Ne? Und wenn er jetzt herausfindet, dass das falsch ist, danke, Tommy, was er dort promotet hat, sein ganzes Leben lang, ne? Was macht man dann? Das ist eine berechtigte, wichtige Frage. Allerdings könnte man dieselbe Frage auch. Jetzt habe ich es falsch gesagt, oder? Was wäre denn, wenn sich herausstellen würde, dass einige seiner Ernährungsempfehlungen oder generell sein Konzept der veganen Ernährungsweise, das sich ja doch merklich von anderen veganen Ernährungsweisen unterscheidet, als falsch herausstellt oder zumindest als nicht optimal? Auch er müsste dann einiges korrigieren, was ihn vermutlich einiges an Follower kosten würde, vor allem weil er ja seine Ernährungsweise so sehr strikt, ohne andere Meinungen zu akzeptieren oder auch nur in Betracht zu ziehen, vertreten hat. Und natürlich würde es dann einiges an Kredibilität kosten. Allerdings sollte auch das nicht dazu führen, dass man an seiner eigenen Meinung festgefahren hängen bleibt, wenn Daten einfach was anderes zeigen. Denn natürlich betrifft auch das Thema mich als Ernährungs-YouTuber, aber wenn es Daten gibt, die etwas anderes zeigen... Wie gehen Stefano für Teespring nur normale Überweisungen oder geht PayPal? Also wenn du was bei Teespring, also dem Klamottengeschäft oder dem Kissen-Tassen-Online-Geschäft des Meinungsverbrechen e.V. kaufen willst oder würdest, es ist vollkommen egal. Wie du bezahlst, spielt keine Rolle. Das Auszahlen von Teespring an meine Wenigkeit, das ist eine andere Sache. Aber das ist ja mein Problem. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten außer PayPal. Ihrer Summe, wie das, was sie bis jetzt empfohlen haben. Also keine Sorge, das ist, dir kann es egal Meinung sein. Anzupassen, denn meine Meinung beruht nicht auf irgendeinem Dogma, auf irgendeiner Glaubensrichtung oder irgendeinem Glaubenssystem, sondern einfach anhand der mir bekannten wissenschaftlichen Datenlage. Und wenn die sich ändert, ändern sich auch meine Empfehlungen. Und das Hauptproblem an der ganzen Meinungsbildung und den verschiedenen Glaubensrichtungen in Ernährungsfragen ist ja vor allem eine, nämlich diese selektive Wahrnehmung von neuen Informationen. Wir wissen, dass wir alle, inklusive mir, nicht frei davon sind, entsprechend unserer Vorbildung, unserer Glaubenssätze, Informationen selektiv wahrzunehmen und tendenziell eher jenen Informationen mehr Gehör und mehr Glauben zu schenken, die unsere eigene Meinung verstärken und diese unterstreichen. Genau das gleiche Thema hatten wir auch schon im Video zu Coach Burak angesprochen. Hier noch eine kleine Einblendung, die das nochmal zusammenfasst. In der Wissenschaft kennen wir das als das sogenannte Confirmation Bias, auf Deutsch auch den Bestätigungsfehler genannt, und es beschreibt eine Tendenz, dass Menschen dazu neigen, die eigene Meinung immer wieder selbst zu bestätigen, indem sie selektiv Informationen suchen, die die eigenen Ansichten bestätigen und andere Punkte ausblenden, die eben gegen die eigene Meinung argumentieren würden. Und das sehen wir vor allem auch in Online-Diskussionen, wo sehr oft sehr selektiv diskutiert wird. Denn es ist auch zutiefst menschlich und verständlich, dass sobald die eigenen Werte, die eigene Persönlichkeit in Frage gestellt wird, wenn man nämlich mit neuen Informationen konfrontiert wird, dass man dann sehr schlecht objektiv und rational argumentieren kann. Wohingegen, wenn wir als Außenstehender auf eine Situation blicken, die weder uns selbst noch unsere Freunde und Verwandten betrifft, wir sehr gut darin sind, sehr rational zu argumentieren. Oder, um es zum Einstieg mit den Worten von Leo Tolstoy zu sagen, wir können selbst die schwierigsten Dinge dem einfachst denkenden Menschen beibringen, wenn die Person noch keine Vorbehalte gegenüber dieser Thematik hat. Auf der anderen Seite können wir selbst die simpelsten Dinge auch dem intelligentesten Menschen nicht beibringen, wenn die Person denkt, dass sie bereits alles über den Sachverhalt weiß. Das ist also, auch wenn es jetzt böse in die Richtung oder in die Beschuldigung mir gegenüber kommt, ad hominem zu argumentieren und dann was zu sagen. Also ich finde der... Haha, die Gen Stefano, beim Thema. Alter, kann ich nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. Was steht da? So klein. Ich kann den Spruch dabei nicht lesen. Aber wie Gen Stefano hat gerade seine Drogen zur Tat gemacht. Er hat gerade die geilsten, besten oder eine der besten Motive aus dem wunderbaren... Der Grund, ja. Und aus dem wunderbaren, der vegane Germane Klamottengeschäft sich zugelegt. Ja? Die kann ich euch nicht vorenthalten. Wenn ich es richtig gerade gesehen habe. Der mangelernährte Germane. Stimmt, irgendwas ist mit dem Ton komisch, ne? Das hat so ein bisschen hier verpuckt, verprellt, abgehalftert. Das habe ich übrigens auch. Das Tanktop Sport. Sportversion vom Moralterroristen. Ja. Unserem kleinen Bananen-Moral-Terroristen, der seine Earthlings-DVD oder Blu-ray nach oben hält. Ja? Beste.
Vielen Dank, Vigen Stefano. Ich möchte, dass jedes Schulkind lernt zu lügen. Ich möchte, dass es Seniorenkurse dafür gibt. Du wirst damit die Aufmerksamkeit in deinem Kraftraum Fitnessstudio auf dich ziehen. So, war ich jetzt stehen geblieben? Verdammte Axt. Nico Rittenau, der Mann hört sich anscheinend wirklich selber sehr gerne reden. Und das sage ich, ne? Auch ich bin hier natürlich leicht extrovertiert zur Schau, mache hier Palaver. Aber der Mann redet so wahnsinnig viel und er sagt so wenig. Also, um einen einfachen Sachverhalt darzustellen. Das Thema gerade von wegen, wenn sich die Studienlage und die Informationslage ändert, ändert sich auch seine Meinung, beziehungsweise seine, was er weiterreicht. Halte ich für eine schwierige Aussage, auch wenn er damit toi toi und so weiter kommt und die ganzen philosophischen Ansätzen und so weiter, auch wenn es sehr vernünftig klingt. Bei dem Thema Ernährung, Schubladenbegriff Veganismus um die Ecke kommt, ist es ja fast schon eine puggische Vorgehensweise. Also wenn jetzt morgen irgendjemand beweisbar oder studienmäßig sagen würde, hier ist es doch ziemlich fatal, keinen toten Tierkadaver zu konsumieren, macht mal lieber wieder, dann würde das mit seinen Worten, der gerade erklärt hat, würde dann ein Nico Rittenau auch dann seine Meinung ändern, würde das wieder so propagieren, dass man auch besten wieder alle Fleisch essen sollten. Das geht ja in eine ganz andere Richtung bei diesem speziellen Fall, oder? Das hatten wir gerade schon bei Pempugge sehr, sehr deutlich durchgekaut, dass es nicht nur auf irgendwelche Papiere und Untersuchungen ankommen kann, sondern eben auf eine ganz, ganz andere Ebene sich eigentlich abspielt. Nicht zuletzt der Ebene, dass es schon seit Menschengedenken immer wieder eine Gruppe oder eine große Gruppe von Menschen gegeben hat, die sich dagegen verwehrt hat, erfolgreich dagegen gewehrt hat. Und bis zum heutigen Tage reden wir von im schlimmsten oder im schlechtesten Fall für das Pro-Argument 28, 30 Millionen Menschen, die sich weltweit so ernähren. Also anscheinend kann da nichts so dran falsch sein, wo man seine Meinung nochmal ändern müsste, egal wie die Studienlage aussieht. Was ist denn im Sound los? Aber wie dem auch sei, ein weiterer Verbrecher hat sich den besten Tanktop für die eigene Fitnessbude gerade zugelegt. Der Moralterrorist nimmt seine Runden, ähnlich damals wie der Abgehalfterte, obwohl der Moralterrorist dem Abgehalfterten deutlich zu überlegen ist. Vielen Dank und viel Spaß mit den Teilen. Ich habe da sehr viel Herzblut und Leidenschaft reingesteckt, die Dinger zu designen. Ich hoffe, ihr benutzt die auch regelmäßig, wie meiner einer. Bohne, Servus an Bohne, dass du zur späten Stunde noch hier einschaltest, zur Gruppentherapie, Bohne. Du hast dann die Pugge-Nachbetrachtung verpasst für jetzt, aber wir sind gerade dabei, uns Nico Rittenau anzusehen, wie er gerade versucht oder ja, warum auch immer, einen anderen YouTuber ziemlich in den Dreck zu ziehen, mit bis jetzt, finde ich, sehr, sehr dünnen Argumenten, aber wir hören mal eben weiter rein. Und kein anderer. Endlich Feierabend. Warum er das nicht geguckt hat. Zu denken, dass eine Reaktion oder... Ja, Corona meint, ich benutze Windows. Das ist das Problem. Also das hat Windows bislang noch nie gemacht. Diesen komischen Effekt, diesen Drrrr-Effekt von den Soundeffekten. Verstehe ich gerade ehrlicherweise nicht so ganz. Aber ich werde es rausfinden zu gegebener Stelle, ohne dass ihr dabei seid. Irgendein Umstand nur auf eine einzige Sache zurückzuführen ist, ist in den allermeisten Fällen zu kurz gedacht. Und in dieser Aussage spiegelt sich auch ein Stück weit Lichtblicks Weltbild wider, das geprägt ist von Absolutismen und Schwarz-Weiß-Denken. In so komplexen Fragestellungen wie der Ernährungswissenschaft muss man aber deutlich differenzierter an das Thema rangehen, denn die Sache ist einfach zu komplex, um eine einzige Ursache für eine Wirkung auszumachen. Glückwunsch. Das war der erste Satz, den ich vollkommen unterschreiben würde, den ich selber schon x-mal so genannt habe, auch gestern übrigens im Gespräch. Und natürlich hat er nicht gänzlich Unrecht, dass es sicherlich ein Faktor sein kann, dass Simon, genau wie die meisten Menschen, natürlich ungern Dinge ansehen, die sie selbst oder ihr Weltbild hinterfragen. Ich würde aber, wie schon früher gesagt, auf jeden Fall sagen, die größten Gründe dafür sind einfach die schiere Länge seiner Videos und seine unhöfliche, passiv-aggressive Art, die außerdem noch von vielen unhöflich Informationen gespickt ist, was das Ganze noch deutlich unangenehmer macht, anzuschauen, wenn man die Informationen wirklich kennt. Und das ist einfach logisch. Also er bringt natürlich, also dafür, dass er sich so in seiner Weise darstellt, ne, als großen, vernunftgetriebenen Wissenschaftler und vor einem ganzen Bücherregal voller Bücher, bringt er da eine ziemlich lange Liste von voreingenommenen, manipulativen Meinungsäußerungen rein. Also dass es unangenehm war und so weiter. Das ist nicht sachlich, Nico Rittenau. Also wenn du schon so kleine, so winzig kleine Korinthenkörner scheißt, ja,
dann kannst du dich nicht hinstellen und andere als unangenehm und manipulativ und bla bla bla. Das ist ja eine direkte, harte Manipulation deiner Zuschauer und deiner komplett eigenen Meinung ohne jede Objektivität dahinter. Also wenn man so ein Ding raushaut, dann muss man entweder, also kann man, klar, kannst du machen, aber es passt nicht mit der gesamten anderen Art zusammen, wie du dich gibst. Ja, von deiner ganzen so sachlichen und vernünftigen Art und Weise und so weiter als Saubermann. Wir würden hier sagen, abgehalftert. Macht es sogar Sinn. Nicht nur per Wissenschaft gibt es da hunderte von Studien zu, nein, ist auch noch logisch extrem, kann man so. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ich will hier keinen in Schutz nehmen, das kann Eugen sehr gut selber machen, soweit ich weiß, hat er mittlerweile auch ein eigenes Video hochgeladen, wo er das darauf eingeht. Mich stört nur daran, dass, was mir gesagt wurde, was ich noch hören werde, wahrscheinlich gleich mit eigenen Ohren, ist ja sogar im Gegenteil, sich für jemanden wie Simon Teichmann da irgendwie einsetzt oder ihn da als positiv in diesem Kontext dastehen lässt. Und dann wird es nicht mehr so ganz witzig. Super leicht erklären, mit Logik, ohne Wissenschaft. Auch hier weiteres Beispiel für die vielen Fehlschlüsse, die sich durch seine Videos ziehen. Etwas als logisch zu betrachten und daraus abzuleiten, dass es auf jeden Fall richtig sein muss, birgt viele Gefahren, wie wir dann gleich noch besprechen. Aber zuerst noch zu der Sache mit den Studien, über die er immer wieder spricht. Zum einen übertreibt er in vielen Fällen, wenn er sagt, es gäbe für irgendetwas hunderte Studien. Und vor allem, wenn er von Studien spricht, meint er oft unterschiedlichste Arten von wissenschaftlichen Veröffentlichungen und schmeißt die einfach in eine Schublade als Studien. Er zitiert manchmal Leitartikel, manchmal Case Studies, manchmal Kohortenstudien, randomisierte Interventionsstudien, manchmal Meta-Analysen und wirft das alles als Studien in einen Bottich. Und das funktioniert auch nicht, weil sie unterschiedliche Evidenzgrade haben. Ohne jetzt zu sehr ins wissenschaftliche Arbeiten zu gehen, hier noch kurz anhand dieser Abbildung die unterschiedlichen Evidenzgrade. Man sieht hier, ganz unten mit dem geringsten Evidenzgrad befinden sich Leitartikel und Fallberichte. In der Mitte der Evidenzhierarchie mit mehr Aussagen. Matthias Dahlmann gerade, ich habe mich nochmal ein bisschen über die Simon Teichmann-Affäre beschäftigt, Stichwort 170 Kilogramm, ja genau. Aber wie gesagt, das Thema hatten wir schon mal. Ne? Jemand, der seine Zuschauer sehr, sehr wahrscheinlich vor laufender Kamera wirklich hart anlügt und auch noch betrügt und sich so als darstellt, als Superman, der mehr kann, als er eigentlich kann, mit tatsächlich manipulierten Gewichtsscheiben. Und der dann sich so abfällig äußert über diese ganze Geschichte mit Ernährung und so weiter und das sogar ins Lächerliche zieht teilweise. Also dieser Mensch ist nicht, also es gibt die Kategorie abgehalftert und da fällt er einfach drunter. Aussagekraft finden sich die Fallkontroll- und Kohortenstudien und weiter oben dann die randomisierten kontrollierten Untersuchungen, die systematischen Übersichtsarbeiten und die Meta-Analysen dann ganz oben, die höchste Evidenz besitzen. Und insgesamt ist die Tatsache, dass einem etwas logisch erscheint. Ich würde nicht sagen, also er redet hier von Evidenz, das ist ein blödsinniger Ausdruck. Ein passenderer Ausdruck wäre eine wissenschaftliche Gewichtigkeit. Von solchen Analysen ist höher, also die Stärke, das Gewicht von solchen Untersuchungen ist stärker höher als von eben, wo Leute selber quasi angeben können in Papieren, was sie gemacht haben und so weiter und so weiter. Aber ich nehme an, das hast du dich nur versprochen, ne, mit der Evidenz. Die Servus an Hoaxland, schöne Grüße. Höchste Evidenz besitzen. Und insgesamt ist die Tatsache, dass einem etwas logisch erscheint, noch keine Begründung für etwas. Denn viele Menschen finden Dinge logisch, wenn sie von einer Sache nicht genügend Sachkenntnis haben. Ich meine, in früheren Zeiten schien es Menschen logisch, dass die Erde flach wäre, denn wenn wir einen Blick auf den Horizont werfen, sehen wir auch, dass der Horizont flach ist. Wenn man Grundverständnis hat, wie unsere Welt aufgebaut ist, scheint es natürlich absurd zu denken, dass die Erde flach wäre. Aber in früheren Zeiten war das durchaus gang und gäbe für einige Menschen und selbst heute gibt es ja noch Vertreter der Flat-Earth-Theorie, die sagen, die Erde sei flach, weil ihnen offensichtlich Verständnis fehlt und für sie scheint es vielleicht auch logisch zu sein. Um mal einen Satz zu bringen von einem Menschen, den ich auch nicht so wirklich jetzt in meine Bettdecke holen würde, Oliver Janich, der Aussage über die flache Erde, juristisches Glatteis. Oder beziehungsweise in dem übertragenen Sinne gewagte Aussage mit einigen Leuten in dem Spektrum über die Form der Erde. Aber ich habe das schon mal in einem Videobeitrag von mir benutzt als super, super Analogie. Wobei ich selber nochmal niemals sagen, denken, behaupten würde, dass die Form der unserer Welt so eine Zigarre wäre oder irgend sowas. So flach wie eine Flunder. Aber das Beispiel ist perfekt dafür geeignet, weil, wie sage ich es am besten, am einfachsten, am schnellsten jetzt, die wenigsten Menschen, die 99,999 irgendwas Prozent aller Menschen, können das niemals für sich selbst beweisen, belegen, wie die Form der Erde aussieht.
Selbst mathematisch kann man immer sagen, das ist ja auch nur eine abstrakte Form von dem, was wir glauben, die Wirklichkeit repräsentiert, auf dem Papier. Und selbst dann, wer hat schon die Möglichkeit, über hunderte Quadratmeter irgendwelche Vermessungen vorzunehmen, die man bräuchte, um irgendwas zu triangulieren oder sonstigen Sachen zu tun? Also von der rein faktischen Evidenz kann so gut wie niemand beweisen, wie die Form der Erde aussieht. Außer er müsste sich irgendwie so circa 150.000 oder 100.000 Kilometer von der Erde wegbewegen, um dann mit seinen eigenen Augen zu beobachten, wie das Ding aussieht, von dem er da weggeflogen ist. Dann, das ist die Antwort. Haben nicht so viele gemacht. Alles andere ist nur Theorie. Es bleibt Theorie, These und abstraktes Denkvermögen. Auch wenn wir natürlich sagen, jetzt, das ist Mathematik und so weiter, wir haben andere Vorhersagen damit auch getroffen, also ist es wahrscheinlich, dass es irgendwie stimmt. Aber ihr wisst, ihr hoffentlich versteht, wo auf den Punkt hinausläuft. Falls nicht, guckt auf meine Webseite der veganegermane.de. Ich habe über genau das Thema, ich glaube, bei dem Video Beitrag, wie war das nochmal? Ich glaube, am Rande der Erkenntnis. Am Rande der Erkenntnis würde ich dann sehr empfehlen, auf der veganegermane.de, um den Punkt zu begreifen, warum das Beispiel der flachen Erde so ein schlechtes ist, wenn man irgendwas mit Evidenz in Verbindung bringen will unbedingt. Wenn man eine umfassende Kenntnis der Ernährungswissenschaft hat, gibt es einige Punkte, die nicht logisch erscheinen und trotzdem korrekt sind. Das heißt, die Frage. Die Webcams, Agavenschwanz sagt, von der ISS auf die Erde bringen dir nicht viel, weil die ISS schwirrt gerade mal irgendwie ein paar hundert Kilometer in der Atmosphäre rum. Also die Gesamtheit, die abgeschlossene Form des Körpers, auf dem man sich hier bewegt, da musst du, glaube ich, irgendwie 70, 80, 90.000 Kilometer weit weg, um das wirklich in Gänze als Observation beobachten zu können. Die Frage ist nicht, ist das logisch oder unlogisch, sondern ist es korrekt oder nicht korrekt nach allem, was... Ich komme hier gar nicht zum Reden, Chat, ihr Moralterroristen. Es terrorisiert ihr mich hier mit euren Chat-Gedöns. Nein, um Himmels Willen, nichts lieber als das. Der Ingenieur, der Stream mit Herrn Banana wird hoffentlich, wahrscheinlich morgen um 14 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Ungewohnte Zeit, aber wir haben Samstag, wir haben ja alle nichts, wir haben ja keine Freunde und nichts zu tun. Da ist es bei ihm halt 8 Uhr abends, in dem, wo er sich gerade aufhält. Und dann werden wir uns hoffentlich über das Thema libertären Ideen, libertäres Weltbild und so weiter unterhalten. Was wir bis jetzt über den jeweiligen Sachverhalt wissen. Er steht auf dem Krebs nicht drauf. Ich bin durch Fleisch entstanden. Ich stehe um 15 Uhr. Krebs nicht drauf, deswegen kann man Fleisch verkaufen. Auch wenn es Krebs auch. Übrigens schade, dass kein Anwesender heute meine Bitte, Aufforderung nachgekommen ist, endlich mal den Discord-Kanal zu besuchen und mal sich zu melden, dass er mal irgendwie sich jetzt zu Wort melden will. Ja, ihr feigen Hühner. Aber wir warten mal ab, ob sich das Ganze in Zukunft etablieren wird, wenn ich das noch mehr hier mehr nach vorne bringe. Auslösen, dass es dazu 10.000 Studien gibt, die eine Korrelation zeigen, ne? Adjustiert nach Faktoren, alles was du willst. Ne, zeigt immer das gleiche Bild, immer das gleiche. Und ja, für alle Menschen, die halt ehrlich sind, das ist solche Studien. Ach so, war das gemeint. Für ehrliche Verdammt Menschen. Ne, nur für diese Menschen. Diese Menschen glauben das natürlich, weil sie klug sind und sagen, ja, diese Korrelation gibt es nicht aus Langeweile. Das ist erneut nicht so korrekt und auch nicht der Grund hierfür. Insgesamt auch neigt er hier wieder zu Übertreibung. Mir wäre kein Sachverhalt bekannt, zu dem zehntausende Studien existieren. Vor allem nicht, wenn man etwas dann als Studie bezeichnet, wenn es auch wirklich im engeren Sinne eine Studie ist und nicht einfach nur ein Leitartikel in einem wissenschaftlichen Journal. Und der zweite Punkt ist auch noch kritischer, denn nur weil eine Beobachtungsstudie oder auch mehrere Beobachtungsstudien immer wieder auf dieselbe Art der Korrelation hinweisen, muss das noch immer nicht heißen, dass diese Korrelation, dieser Zusammenhang wirklich einen kausalen Hintergrund hat, dass das wirklich Ursache-Wirkungsprinzip aufweist. Ich meine, wir haben das in der Vergangenheit gesehen. Es gab einige Fragestellungen, zu denen eine ganze Reihe an Beobachtungsstudien immer und immer wieder dieselbe Art der Ergebnisse gebracht hat. Wenn man dann allerdings andere, hochwertigere Studiendesigns verwendet hat, um diese Hypothesen, die wir daraus ableiten konnten, näher zu untersuchen, haben wir gesehen, die Korrelationen, die wir in diesen Beobachtungsstudien gesehen haben, sind genau das, was sind. Zusammenhänge, allerdings ohne einen kausalen Wirkungszusammenhang. Ein gutes Beispiel hierfür ist, ja gut, aber irgendwie widerspricht sich der Mann ja gerade selber. Ich meine, dass dieses tolle Beispiel, was er gerade genannt hat, was ja mittlerweile auch dem letzten Doofen klar gemacht werden sollte oder geworden wurde, dass dieser Satz, mit dem man sich so wunderbar klug vorkommen kann, Korrelation ist keine Kausalität, Doktor, Professor der offiziellen, ne, und so weiter, ist ja genau das, was er selber gesagt hat, nochmal, ne, Ernährungswissenschaften, es gibt keine Kausalzusammenhänge, die wird es niemals geben. Also
wenn er dann doch so darauf abhebt, warum er überhaupt sich dann auch auf Studien so sehr zu beziehen, weil es niemals Kausalzusammenhänge geben wird. Es gibt niemals diese Gewichtung von Kausal, beim Sinne von, was kommt hier oben rein und was passiert dann mit dem Rest, außer eben der Beobachtung, der Observation, der Korrelation. Und dann auch den Kontext zu nehmen mit der Form der Erde, wie gesagt, dafür gibt es auch keine so direkten Kausalzusammenhänge. Also außer man definiert es garantiert, dass Mathematik in der Form, wie wir sie halt vorfinden, mit den Berechnungsformeln, Grundlagen etc. pp. 100% der Wahrheit, der Realität, der Wirklichkeit entsprechen würde, was die Leute anzweifeln können, weil es eben nur abstrakt, alles abstrakt ist. Die wirkliche Evidenz, habe ich ja gerade erklärt, die wirkliche Kausalität wäre die Beobachtung aus einem genügend großen Abstand zu dem Körper, auf dem du dich selbst bewegst. Das ist die einzige, der richtige Kausalzusammenhang. Auch den wird es faktisch niemals geben für so gut wie jeden Menschen. Also, schwierig. Glatteis. Glatteis, würden einige sagen. Die zwar eigentlich veraltete, aber in der veganen Community immer noch verbreitete Hypothese, dass der Konsum von Kuhmilch nicht nur nicht genügend Kalzium für starke Knochen liefert, sondern den Knochen sogar mehr Kalzium entzieht, da die hohe Menge an Protein sozusagen säurebildend wirkt. Das wird unter anderem damit begründet, dass in Korrelationsstudien gezeigt wurde, dass Länder mit einem hohen Milchkonsum, zum Beispiel skandinavische Länder, eine höhere Frakturrate haben als andere Länder mit weniger hohem Milchkonsum, wie zum Beispiel asiatische Länder, die eine niedrigere Frakturrate haben. Das schien damals auch vollkommen logisch, wie Lichtblick immer wieder sagt, weil man glaubte, dass eben durch die erhöhte Säurelast, durch das tierische Protein, zum Abbuffern einfach Kalzium aus dem Knochen entzogen wurde und somit erklärte sich dann auch die höhere Ausscheidung an Kalzium über den Urin, wenn man Probanden in Untersuchungen höhere Mengen an Protein gegeben hat. Das heißt, selbst in Fragestellungen, die wirklich auch für alle Wissenschaftler damals... Danke die Bohne für die verschenkte Mitgliedschaft an Mirsan Mir, unseren verbrecherischen Bayern hier. Mirsan Mir, ich weiß gar nicht, in wie viel Monat du bist, das sehe ich leider in den Angaben hier gar nicht, aber willkommen zurück im Sumpf des Moralterrors, mein Freund. Vielen Dank an Bohne. Also logisch klangen, wo wir eine Beobachtung haben, wo wir einen biochemisch plausiblen Mechanismus haben und auch noch Beobachtungsstudien, die genau das bestätigen, zeigt sich dann in anderen Untersuchungen, die zum Beispiel durch sogenannte so guten Kommentaren war ich getriggert. Genau den Weg des Nahrungskalziums und den Einfluss gibt dir recht, der Chat hier ist wirklich teilweise vorbildlich und lustig. Die Beobachtung nichts anderes ist wie eine Korrelation, ein Zusammenhang, allerdings ohne einen kausalen Wirkungsmechanismus. Denn zum einen gibt es einmal abseits des Milch- und Kalziumskonsums noch dutzende weitere Nährstoffe, die für unsere Knochengesundheit wichtig sind und sie alle können einen Einfluss auf die Frakturrate haben. Außerdem haben unterschiedliche Länder unterschiedliche Mengen an Sonnentagen und damit haben sie eine unterschiedliche Menge an endogener Vitamin-D-Synthese, die wichtig ist für die Knochengesundheit. Außerdem spielt eine unterschiedliche Körpergröße zwischen unterschiedlichen Bevölkerungen eine Einflussgröße in Bezug auf das Frakturrisiko. Die Genetik spielt eine Rolle. Und ich glaube, ich müsste mir mal echt noch ein paar Sachen anhören von dem Nico Rickenau, Rickenau, was eigentlich seine Begründung ist, also dass er Bücher schreibt, außer Geld verdienen, also was seine moralische Grundlage ist für den Einsatz für eine pflanzenbasierte Ernährung. Also wie er das wirklich selber quasi sieht. So, er macht ja quasi das Gegenteil momentan, er widerlegt ja seinen sogenannten vermeintlichen Kollegen auf diesem Weg dahin, versucht ihn zu diskreditieren, wirklich unredlich darzustellen, ist teilweise in seinen eigenen Aussagen sehr, sehr inkonsistent dabei. Mal gucken, ob ich sowas finden kann von ihm. Also so ein Statement, wo er einfach mal sagt, hier so und so ist das aus dem Grund, bla 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 bla. Würde mal sehr, sehr interessant sein, wahrscheinlich in dem Zusammenhang. Vieles Weitere wird in der Beobachtung oft übersehen, wenn man einfach nur die Frage stellt, wir sehen durch mehr Kuhmilchkonsum höhere Frakturraten, all das wird da einfach übersehen. Durch die zuvor angesprochenen Kalzium-Isotop-Studien konnte letztendlich nicht nur gezeigt werden, dass es hier keinen kausalen Zusammenhang gibt, sondern es konnte auch erklärt werden, welcher Mechanismus wirklich dahinter steckt. Denn man hat gesehen, Protein wirkt ganz einfach aufnahmefördernd auf Nahrungskalzium und so wird in Lebensmitteln wie Kuhmilch einfach durch das Protein in der Milch. Ja, das Freddy meint gerade, Trollalarm. GM Twitzy, gerade frisch angemeldet, seit, was bist du denn für ein Mensch, seit wann wünscht man einem Krebs? Ich nehme an, du meinst damit Agavenschwanzsaft, ja, den Generalverbrecher. Ich kann nicht lesen, dass irgendjemand irgendeinem anderen jemanden hier Krebs gewünscht hat. Er hat gesagt, wahrscheinlich, wir unterstellen mal eine sarkastische Ausdrucksweise dabei, viel Spaß mit Krebs. Das ist halt auch eine Konsequenz, die eben so große Kohortstudien, wie es Nico sagen würde, die AHS2 eben benennt,
dass eine nicht pflanzenbasierte Ernährung ein enorm größeres Risiko hat für Krebserkrankungen als eben andersrum. Sarkasmus kennt keiner, doch, den kennt schon jemand, aber die meisten wollen keinen Sarkasmus verstehen, wenn man wirklich lostrollen will. Und ah ja, es ist passiert. Jetzt muss ich auch noch, jetzt muss ich jedes halbes Jahr einmal mich bücken quasi und vielen Dank sagen. Nein, Quatsch. Vielen Dank an Nick für die Twitch Prime Mitgliedschaft. Auch verraten, auch Nick ist Kunde bei Amazon. Also auch unterstes moralisches Niveau eigentlich. Nein, Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank, Nick, dass du uns hier im moralversifften Verein beehrst mit deiner Mitgliedschaft. Vielen Dank, mein Freund. Das Kalzium extrem gut aufgenommen und dann gelangt einfach so viel Kalzium in die Blutbahn, dass darüber einfach mehr über den Urin dann, über die Nieren ausgeschieden wird, aber es ist nicht Kalzium aus dem Knochen. Korrelationsstudien sind also nicht Studientypen für ehrliche Menschen, sondern sie sind ganz einfach als das zu werten, was sie sind, nämlich eine Art der Untersuchung, die wichtig ist, um Hypothesen zu generieren. Wenn wir eine große Menge an Personen über viele Jahre hinweg beobachten und sehen, wir sehen eine Korrelation, einen Zusammenhang zwischen Lebensmittel X und Krankheit Y, dann können wir, wenn es biochemisch Sinn machen würde, eine Hypothese daraus ableiten, können dann in randomisierten Untersuchungen und anderen Studiendesigns besser forschen, ob es hier tatsächlich einen kausalen Zusammenhang gibt. Deswegen hier nochmal auch der Verweis auf das Modell mit den unterschiedlichen Evidenzgraden. Also den habe ich nicht verstanden. Den Satz habe ich nicht verstanden. Also Moment. Nico Rittenau. In randomisierten Untersuchungen. Jetzt redet er sich aber gerade um Kopf und Kragen. Untersuchungen und anderen Studiendesigns besser forschen, ob es hier tatsächlich einen kausalen dann können wir, wenn es biochemisch Sinn machen würde, eine Hypothese daraus ableiten, können dann in randomisierten Untersuchungen und anderen Studiendesigns besser forschen, ob es hier tatsächlich einen kausalen Zusammenhang gibt. Also Herr Rittenau, Herr Ober, korrekter Studienforscher, du sagst gerade wirklich, man kann also mit Kohortstudien, wie zum Beispiel der Adventist Health Study 2, ja auch nur eine Observationsstudie ist, zugegebenerweise eine der größten, aber auch das ist nur Korrelation, die würden keine wirklichen Kausalzusammenhänge natürlich rausfinden können, das habe ich dir gerade bestätigt, das ist natürlich nicht im Sinne von Ernährungswissenschaften, aber dann, wenn man irgendeine eine Tendenz findet statistisch, könnte man in besseren Studien, in randomisierten Kontrollgruppenstudien, da könnte man dann Kausalzusammenhänge rausfinden. Bei aller Liebe, Nico Rittenau, also waren wir uns nicht gerade eben noch einig, dass das Thema bei den Ernährungswissenschaften es niemals diese Form von Kausalzusammenhang geben kann und geben wird, wie man zum Beispiel in einem echten physikalischen Experiment davon reden muss und dann reden kann. Also entweder du wirfst komplett die Begriffswelt durcheinander, Nico Rittenau, oder du hast keine Ahnung von dem, was du da eigentlich von dir gibst oder was du da redest. Aber egal, ob du eine Studiendesign mit randomisierten Kontrollgruppen aufbaust, alles, was um das Thema Ernährung geht, kannst du in letzter Konsequenz nicht mal im Ansatz mit dem Wort Kausalzusammenhang in Verbindung bringen. Es geht einfach nicht. Der Komplex, die Maschine, der Metabolismus eines Menschen ist so abgefahren, von jedem Lebewesen so gesehen, was nicht gerade ein Einzeller darstellt, dass du doch nicht mehr feststellen kannst, oh, die haben jetzt aber irgendwie da 50 Gramm Fleisch pro Woche gegessen oder auch nicht. Und deswegen ist dieser Krebsstoffwechsel da und so wie jetzt irgendwie anders verlaufen. Nicht mal im Ansatz. Das wäre ein Kausalzusammenhang, wohlgemerkt. Also nochmal, kurz mal hier, Schwenk in die Wissenschaft. Ja, wenn man schon so Begriffe verwendet, Herr Nico Rittenau, ein Experiment ist sowieso, Nummer eins, immer eine sogenannte Vergewaltigung der Natur. Man erzwingt einen kleinen Bruchteil der Wirklichkeit, der Physik, in dem Fall von der Materie, in einen Zustand und kann diesen Zustand beliebig oft am besten wiederholen, also mit einer Vorhersage wiederholen, die dann auch zutrifft. Das wäre ein per Definition Kausalzusammenhang. Und das ist nach der Logik, nach der Definition vollkommen unmöglich bei dem Thema, ich esse irgendwas hier oben und dann kann ich irgendwo in der Zelle von dem ganzen Bio-Lebewesen irgendwas kausal in Verbindung bringen. Also nochmal, du wirfst quasi einem anderen quasi vor, er würde irgendwie doof sein, im Sinne von, er würde unsachlich handeln, er würde wissenschaftliche Studien durcheinander bringen, die Begriffswelt verwirren und so weiter. Und danach kommt so ein Fauxpas von dir. Also wunder dich nicht, wenn du dann selber dafür quasi angegangen wirst, Herr Nico Rittenau. Das ist nämlich, das ist peinlich. Das ist, finde ich, peinlich, sowas zu bringen.
Aber wer bin ich schon, nicht wahr? Deswegen hier nochmal auch der Verweis auf das Modell mit den unterschiedlichen Evidenzgraden, an die wir uns halten sollten. Und ja, Korrelationen entstehen natürlich nicht aus Langeweile, aber es können immer wieder dieselben Korrelationen in Untersuchungen festgestellt werden, ohne dass die zwingend einen kausalen Zusammenhang haben, wie das Beispiel vorhin ja schon zeigte. Ich möchte, dass ihr bei diesem Video wirklich diskutiert, also, weil es bei diesem Video wirklich um Meinung geht, um eure Meinung, um meine Meinung. Nun auch noch einige Worte zu den Ausschnitten aus dem Video von Simon Teichmann. Ohne Frage hat auch er einige Punkte angesprochen, die so einer kritischen Betrachtung der wissenschaftlichen Literatur nicht standhalten. Allen voran in seinem Video über Kohlenhydrate, das der Lichtblick auch angesprochen hat. Das besprechen wir dann im zweiten Video in der nächsten Woche. Aber was auf jeden Fall mal auffällt, wenn man sich seine Videoausschnitte aussieht, er punktet zumindest einmal auf jeden Fall durch Sympathie. Und das ist insofern interessant, weil in erster Linie sind mir grundsätzlich natürlich Lichtblicks Weltanschauungen insgesamt etwas näher als die von Simon. Würde man zumindest auf den ersten Blick meinen, weil er sich Mischköstler ernährt, während sich ja Lichtblick vegan ernährt. Tatsächlich finde ich mich aber in vielen seiner Aussagen deutlich mehr wieder, weil sie einfach deutlich rationaler sind. Und er ruft zu einem Dialog auf, zu einem Austausch von Meinungen, was grundsätzlich super ist. Er öffnet diesen Dialog, schafft den Raum dafür, allerdings führt die ohne eine gewisse Moderation, findet nicht wirklich ein Austausch von fundierten Meinungen statt, sondern ganz einfach ein Austausch von vorgeformten, unhaltbaren Vorurteilen, die sich Menschen gebildet haben. Was man kurzer Einspieler, kurzer Zwischenstopp. Ja, Corona24 hat es gerade nochmal dankenswerterweise auf den Tisch gebracht. Es gab kein Update, aber auch das wäre jetzt hier natürlich gerade nochmal hier live auf Sendung. Aber ich glaube dir mal einfach, das ist verständlich. Nee, sieht nicht so aus. Es gibt kein Update von Freihoch 3. Lass mich mal kurz nochmal einen anmelden hier, um das nochmal wirklich zu verifizieren. Nein, es bleibt bei der sogenannten Beta 042. Auch dieses Wort wurde leider gebrochen von Hagenprell, aber nun ja. Das war jetzt nicht so interessant oder überraschendsmäßig. Überraschendmäßiger finde ich die Aussage auch hier von Herrn Nickenrau, wie heißt der hier nochmal? Nico Rittenau, dass er sagt, dass er sich mit den Aussagen von Herrn Simon Teichmann in einem unfassbar schlecht geschauspielerten, populistischen Videobeitrag, wie ihn sich jeder Politdarsteller, Politiker nicht besser hätte ausdenken können, beziehungsweise deren Berater und deren Schreiberlinge, von Herrn Teichmann, dass er sich darin deutlich mehr wiederfindet, weil er ihm anscheinend ja glaubt, was er da so von sich gibt. Da muss ich dann leider auch ein bisschen unsachlich werden und ihm unterstellen, dass das Thema Menschenkenntnis ziemlich unterbelichtet ist oder unterentwickelt ist bei Herrn Nico Rittenau. Wenn dieser Beitrag bei ihm auslöst, dass er eben sich da wiederfindet und ihm das alles abkauft, was er da so erzählt hat. Ah ja. Davor auch schon besprochen haben. Aber zumindest der Ansatz geht definitiv in die richtige Richtung. Ich habe versucht, das Video zu gucken und als dann so Aussagen kamen am Anfang schon, wie kein Mensch hat einen Proteinmangel und dann irgendwie im Nebensatz, ja, außer kleine, vielleicht außer Kinder in Afrika oder so, da dachte ich schon, das kann man doch nicht ernst meinen jetzt. Also Punkt Nummer eins ist, es gab noch nie ein Problem mit Protein. Das ist so extrem wichtig zu verstehen. Ja, welcher Mensch hat Proteinmangel? So etwas hat niemand jetzt von den normalen Menschen. Ich rede nicht von irgendeinem Kind in Afrika. Sind das keine Menschen oder wie? Also so, solche Sachen. Trotz des so schlecht insgesamt oder? An seiner Herangehensweise, das ist definitiv einer der Kritikpunkte. Und hier ist er einfach unfair Lichtblick gegenüber. Und ich denke, er weiß das auch. Immerhin. Denn wenn man sich das Video von Lichtblick, nicht einmal in der Gänze, aber zumindest diese Aussage in der Gänze anguckt, dann versteht man das auch, wie es gemeint war. Man muss auch fairerweise dazu sagen, wenn ich richtig informiert bin, ist Eugen in Kasachstan geboren. Das heißt, Deutsch ist auch nicht seine Muttersprache. Man sieht aber, er hat natürlich sehr gut Deutsch gelernt. Aber gerade wenn dann vielleicht die eine oder andere Formulierung nicht zu 100% ist. Was? Also wenn ich sowas sagen oder machen würde, dann wäre ich aber auf der ganz großen Skala rübergefallen. Welche Bewandtnis hat denn das in dem Kontext, dass Eugen aus Kasachstan kommt? Und wie gesagt, dieses schlechte, bestürzte Gesicht von Teichmann, als er das gesagt hat, wie der gesamte Rest von dem Videobeitrag, ist sowas von offensichtlich verlogener Populismus. Wer das nicht sieht, der hat leider schon lange die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber immerhin gibt er auch in dem speziellen Punkt, der nun mal extrem krass ist, sagt er es wenigstens auch.
kann man doch einfach erst so. Hochkant, Kantholz, alles klar, guten Nacht, mein Freund, bis zum nächsten Mal. Zuhört. Was er damit meinte, ist ganz einfach: Es gibt in westlichen Ländern im Rahmen einer durchschnittlich ausgewogenen Kost, auch wenn die rein pflanzlich ist, einfach kein Problem mit Proteinmängeln im Rahmen einer isokalorischen Ernährungsweise, und damit hat er grundsätzlich auch recht. Grundsätzlich. Was er dann darüber hinaus meint, ist ganz einfach, immer, dass in ärmeren Gebieten, wo insgesamt einfach auch die ausreichende Nahrungszufuhr ein Problem ist, natürlich auch die mangelnde Proteinzufuhr ein Problem sein kann. Daraus jetzt irgendeine Aussage zu drehen und zu sagen, ah, Eugen meint, Menschen in ärmeren Ländern in Afrika sind keine Menschen, ist einfach lächerlich, und es untergräbt jetzt auf seiner Seite auch so ein bisschen seine Ernsthaftigkeit, denn es gibt in dem Video von Lichtblick so viele Punkte, auf die man hätte eingehen können, was sowieso etwas mehr Arbeit auch bedeutet natürlich und etwas mehr Recherche, aber sich diese Punkte rauszusuchen, die man auch noch echt aus dem Kontext reißen muss, das ist leider schwach und das sollte auch wirklich nicht sein. Aber es untergräbt nur ein bisschen die Aussage. Also, wer sowas macht und sowas sagt und dann vorher sagst du noch, dass du diesem Mann durchaus viel mehr dich in Verbindung bringen kannst mit seinen Aussagen und Äußerungen, auch das finde ich im höchsten Maße verwirrend, um das mal nett zu formulieren. Aussagen wie, oder Begründungen. Molkeprotein ist schlecht, weil es ein Abfallprodukt von Käseherstellung ist. Also diese Begründung alleine. Passiv, so, aggressiv. Da muss bei jedem so ein bisschen die Alarmglocken klingen. Oder auch solche Aussagen wie, ja, man braucht ja nicht viel Protein. Kühe haben ja auch, oder Bullen haben auch Muskeln. Die essen ja auch nur Gras. Zwei Punkte für Simon, hat er vollkommen recht. Und ich wünschte, vegan lebende Menschen würden aufhören, solche Argumente zu bringen. Oh, jetzt wird es interessant. Der Bewegung, denn sie sind einfach nicht valide, wenn man sich ein bisschen näher mit ihnen beschäftigt. Und es gäbe so viele gute Argumente für den Veganismus. Man macht sich mit solchen Dingen dann einfach unglaubwürdig und wird dann eben nicht mehr ernst genommen. Und das ist schade für, letztendlich, wie immer, für die Tiere, für die man ja einsteht. Und zum Thema, dass Molke jetzt nur ein Abfallprodukt wäre. Zum einen hier natürlich macht die Sprache. Ja, was heißt Abfallprodukt? Das ist natürlich, der Begriff Abfallprodukt ist natürlich, ja, übertrieben, überdreht dargestellt. Also in dem Fall heißt es ja nichts anderes, als, das habe ich ja auch schon hier ungefähr 500.000 Mal erzählt in Gruppentherapiesitzungen, Molke, das ganze Thema Käseherstellung, besonders noch schlimmer hier, sowas wie hier Nahrungsergänzung, Whey-Protein-Pulver-Shakes, ja, das ist vor 30 Jahren plus minus erfunden worden mit Zeug, was man davor jahrzehntelang weggeschmissen hat. Das hat man einfach weg, oben abgeschöpft, und das ging weg in den Mülleimer, so gesehen. Darum der Begriff Abfallprodukt. Weil man irgendwann auf die Idee gekommen ist, das Zeug noch gewinnbringend zu verkaufen und daraus irgendwie fermentiertes Pulver herzustellen. Das in der Originalsprache nennt man das in unserer wunderbaren wissenschaftlichen Formulierungs-BWL-Studienwelt ein Nebenprodukt, glaube ich, oder ein Ersatz, irgendwie ein Nebenprodukt. Aber weil man aus einem Urprodukt dann noch ein weiteres Produkt verkauft. Aber das ändert nichts an dem Fakt, dass es vorher Müll war, also ohne verwertet zu werden. Und irgendwann, ach ja, den Schrott können wir auch noch verkaufen, so O-Ton ungefähr. Und das macht schon den Begriff Abfallprodukt irgendwie legitim, auch wenn es natürlich diesen Begriff an solchen nicht gibt. Also. Sprache, die Intention, denn was ist es eigentlich? Es ist ein Nebenprodukt. Es entsteht in der Käseproduktion, es bleibt übrig. Ist es deswegen per se ein Abfallprodukt? Wenn wir schon diese Argumentation führen würden, müssen wir auch sagen, naja, dann sind Sojaschnetzel, TVP, texturiertes Sojaeiweiß, das vegan lebende Menschen essen, weil es eine günstige, gute Proteinquelle ist, ebenfalls ein Abfallprodukt, denn es entsteht als ein Nebenprodukt, und das wäre eigentlich die Bezeichnung Nebenprodukt der Sojaöl. Nee, kann man nicht sagen, Nico Rittenau, weil es nicht von Anfang an so gemacht worden ist. Also in der ganzen Molke, in der Herstellung von Molke, wie man Käse herstellt, das ist schon ein paar Jahre älter, hat man das eben lange Zeit nicht gemacht, dass man irgendeinen Schaum obendrauf in fermentierter Pulverfassung an Leute vertickt und denen sagt, hier, was ganz toll ist, braucht es zum Muskeln aufbauen. Ja? Die Muttermilch von Kühen, nochmal so ganz nebenbei erwähnen, das wirst du ja wissen wahrscheinlich. Und bei dem, was du gerade erzählt hast, beim Soja, bei der Sojaherstellung, bei der Soja-Eiweißherstellung, ist das von Anfang an quasi ein Beiprodukt gewesen. Das hat man niemals anders gemacht. Oder ich würde da vollkommen falsch informiert sein drüber. Produktion. Genauso ist auch Molke ein Nebenprodukt der Käseproduktion. Vor allem, es gibt ja eine ganze Reihe an Argumenten, warum man kritisch über das Produkt Milch und alle daraus hergestellten Produkte sprechen kann, aber das Argument hält natürlich keiner kritischen Betrachtung stand. Doch. Und daher bitte das vorerst einfach nicht mehr bringen. Das gleiche auch in Bezug auf die Vergleiche mit dem Menschen ins Tierreich.
Die hinken auf beiden Seiten. Also wenn Menschen sagen, wie Sverridge, der Mensch wäre ein Carnivore, hinkt das genauso, wenn vegan lebende Menschen sagen, der Mensch wäre ein Herbivore. Selbst wenn man sagt, na gut, dann ist er offensichtlich ein Omnivore in der Mitte, auch das hinkt, denn der Mensch ist ganz einfach der Mensch. Der Mensch ist das einzige Tier, das angefangen hat zu kochen, und das Kochen hat den Menschen und seine Physiologie so stark beeinflusst, dass man heute nicht mehr den Menschen einer dieser drei Kategorien zuordnen kann. Wie wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Recht sagen, könnte man den Mensch, wenn man unbedingt eine Schublade aufmachen möchte, als Cookie-Vore oder Cucini-Vore bezeichnen, denn ein Blick auf den Verdauungstrakt des Menschen im Vergleich zu den Omnivoren, Herbivoren, Carnivoren, Folivoren, wie auch immer, zeigt, wir haben einfach deutlich andere. Das Verdauungssystem als... Ja, ich wollte sagen, sieht alles irgendwie sehr, 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 sehr ähnlich aus, so vom, außer die Därme waren ein bisschen größer teilweise. Aber. Anpassung an das Kochen. Ich möchte in dem Video Fragen, einen Appell stellen. Was möchtet ihr, ich spreche jetzt die Veganer an, die sowas schreiben wie... Aber auch da, mal kurz am Rand, meine Anmerkung war, okay, ist jetzt nicht ganz so katastrophal, die Aussage von Nico Rittenau. Dennoch würde ich Ihnen auch da die Frage stellen, die ich auch Pucke gestern oder eben mehrfach so immer wieder mal in den Raum bringe. Das ganze physiologische Erscheinungsbild eines Menschen, womit lässt sich das eher in Verbindung bringen? Mit einem Karnivoren, einem Omnivoren oder eben einem Herbivoren? Und da sind wir uns hoffentlich einig, dass es alles entspricht, alles in Richtung eines Herbivoren geht. Zahnstruktur, Kieferstruktur, Gebiss, wie der Gebiss funktioniert, der Kauapparat funktioniert, also mahlende Bewegung hin und links und rechts. Auch Verdauungstrakt, einen sehr langen Verdauungstrakt, den die meisten Karnivore auf keinen Fall haben. Klar, ein paar Omnivore-Tiere haben da ähnliche Längen, aber trotzdem nicht in der Form und Weise. Unsere ganze gesamte Physiologie, Reißklauen haben wir nicht. Wir können weder sehr schnell rennen, noch sehr lange rennen. Also um ein Tier zu jagen in dem Stil. Also alles spricht für eine pflanzenbasierte Ernährung, wo wir nicht darauf angewiesen wären, ein Tier zu fressen. Also wie er da sagen kann, dass das alles komplett an den Haaren herbeigezogen wäre, dass wir, wenn man sagt, dass der menschliche Organismus am ehesten einem Herbivoren entspricht, also ich verstehe den, ich könnte gar nicht glauben, dass der Typ so per se sich für eine pflanzenbasierte Lebensweise einsetzt, von dem, was er so von sich gibt da. Hör auf, Fleisch zu essen. Was möchtet ihr erreichen? Ich sage erstens, man kann vegan auch Muskeln aufbauen. Man sollte viel mehr pflanzlich essen, viel mehr pflanzlich, als viele es tun. Man sollte unglaublich viel Gemüse essen. Man sollte sehr, sehr pflanzenbasierter essen. Ich zeige Rezepte, wo man eben auch pflanzlich seine Eiweißbedarfe decken kann. Ich versuche mit diesem Kanal wirklich dafür zu sorgen, auch, dass ihr ethisch versteht, dass es ethisch tatsächlich nicht korrekt ist, Massentierhaltung zu fördern. Aber Tierhaltung natürlich schon, ne? Wenn es Massentierhaltung ist, dann ist das ethisch ganz verkehrt und wir möchten ja alle kein Leid, ne? Würde Pugge jetzt sagen. Leid ist ganz schlimm. Aber dass wir ein Lebewesen gegen seinen Willen nach ein paar Monaten abschlachten, das ist vollkommen okay. Solange es kein Leid erfährt. Ob das jetzt bei 70 Milliarden passiert oder bei einem einzigen... Macht verdammt nochmal keinen verkackten Unterschied, ihr Saftnasen, ja, und wer diesem Heuchler hier, so wie er sich darstellt, ja, in seiner ganzen Körpersprache auch nur ein Wort abkauft. Fleisch zu essen in diesen großen Mengen. Grundsätzlich ein Ja von mir, auch wenn natürlich seine Ernährungsweise letztendlich nicht mit meinen ethischen Überzeugungen übereinstimmt. Aber wenn man als vegan lebende Person wirklich daran interessiert ist, Tierleid möglichst effizient zu reduzieren, dann wird man zu der Erkenntnis kommen, dass eine Person wie Simon wichtig für die vegane Bewegung ist, ohne dass... Ist ja fast schon ein Argument von Pugge, oder? Also Pugge ist ja quasi dann der perfekte Veganer, denn er würde ja das Tierleid auf ein Minimum, auf einen Nullpunkt reduzieren, in dem die Tiere einfach überhaupt nichts mehr merken, wenn sie sterben. Mal eine spannende Frage an Nico Rittenau. Dass er selber vegan ist. Melanie Joy beschreibt das in ihrer Arbeit als Vegan Ally.
Mark, gibt hier noch gerade einen Megatext. Body IP, Simon Teichmann vor 10 Stunden. Hey Leute, hier ist die Cutting Crew von Simon. Simon samt seiner gesamten Familie liegt seit Tagen mit einem heftigen Virus komplett flach. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Die Familie Teichmann ist schon langsam auf dem Weg zur Besserung. Aber es werden heute und am Montag deswegen leider keine Videos kommen. Ihr würdet Simon bestimmt eine große Freude machen, wenn ihr für ganz viele Daumen nach oben auf den alten Videos wahrscheinlich sorgt. Ja, genau, es kommen wahrscheinlich die ersten Vermutungen. Ja, ist dies schon. Corona, bla bla bla. Ja gut, wie auch immer. Kann ja alles sein, ne? Person, die dem Veganismus dienlich also, um, dass er einfach krank ist, die vegane Bewegung voranbringt, ohne dass sie aus welchen Gründen auch immer im Moment komplett vegan sein kann. Und natürlich kann man sagen, ja, du bist noch nicht so weit und du bist nicht perfekt und deswegen kritisieren wir dich. Oder man sieht ein, dass hier eine Person mit einer sehr großen Followerschaft bereit ist, erstens einmal alle Mythen abzulegen und in den Videos zu sagen, man kann vegan Muskeln aufbauen, man kriegt vegan genügend Protein, das erst nicht macht, okay. Aber zumindest wiederholt einer dieselben falschen Vorurteile und Mythen. Das erst nicht macht, okay, aber wiederholt nicht die ganzen Vorurteile und Mythen. Das ist echt, das klingt ja echt wie, ich habe es schon ein paar Mal gelesen jetzt, aber ich wollte es nicht wirklich selber glauben und aussprechen, aber es klingt ja mittlerweile wirklich wie so ein Fanboy. Wie so ein kleiner Bub, so ein kleiner Junge, der den Simon Teichmann, den aufgestopften, wahrscheinlich mit seinen Fake-Gewichten Teichmann ganz toll findet und bloß nichts Schlechtes über sein Vorbild sagen will. Die man sonst immer wieder hört, plus peinlich. Er zeigt, wie es peinlich, auch sagt, eine ganze Reihe an veganen Gerichten zeigt, dass es schmackhaft ist, dass es möglich ist. Von daher, all diese Dinge können dazu beitragen, merklich dazu beitragen, Tierleid zu minimieren, denn für die Tiere ist am Endeffekt egal, warum sie gegessen oder nicht gegessen werden, die Konsequenz zählt für sie. Und es würde für die Tiere keinen Unterschied machen, ob jetzt die halbe Welt beispielsweise vegan leben würde oder ob die gesamte Welt ihren Konsum tierischer Produkte um die Hälfte reduzieren würde. Im Durchschnitt, mehr oder weniger, würde es auf dasselbe hinauskommen. Zweiteres wäre allerdings deutlich realistischer. Und von daher, aus meiner Sicht, sollten wir jede Möglichkeit nutzen, um die vegane Bewegung oder generell die pflanzliche oder pflanzlichere Ernährungsweise mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Ja, da bin ich auch bei ihm. Natürlich, es ist jetzt auch keine Raketenforschung, diesen einfachen Schluss zu ziehen. Gut, aber die Motive, wie er das irgendwie rüberbringt, irgendwie wirkt das auf mich nicht so richtig authentisch, als ob er wirklich von der Sache so überzeugt wäre. Mit dem ganzen Vorgeplänkel von wegen, dass er sich da auch teilweise selber in Fettnäpfchen setzt mit seinen Äußerungen und so weiter und den verwendeten Vokabular. Also, und vor allen Dingen das irgendwie sehr, sehr positiv darstellen von so einer Gestalt hier oben. Ich weiß nicht. Also ich bin echt momentan sehr noch auch da. Nicht mir schlüssig über die, was ich davon halten soll, so komplett. Was glaubt ihr, was es bringt, wenn ihr zu, ich sag mal, zu einem Fleischesser, zu einem Liebhaber. Iron Nero. Hi. 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 Von Fleisch geht und sagt, isst kein Fleisch. Glaubt ihr, dass er seinen Grill wegschmeißt und sagt, okay? Nein, es wird das Gegenteil passieren und darum geht es. Es gibt ein Trotzverhalten, in der Psychologie nennt man das auch Reaktanz. Wenn ihr jemanden in seiner freien Meinung beschneiden wollt, wenn ihr sagt, isst kein Fleisch, wird er sich erst recht ein Steak machen. Versteht es bitte. Ja. Genau den Punkt hatten wir schon, als wir uns mit dem Beitrag von Simon Teichmann hier beschäftigt haben in unserer Gruppentherapie. Ja, klingt wieder alles auf fürchtbar. Mr. Wichtig, Mr. Angeblich oder auch wahrscheinlich wirklich. Psychologie, Diplom, Psychologe Teichmann. Die Reaktanz ist daran schuld. Nein. Wenn ich jemandem sage und erkläre, ne, es ist weder witzig noch richtig, ein anderes leidensfähiges, lebenswilliges Wesen gegen seinen Willen ohne jeden Grund zu töten und der dann sagt, jetzt mache ich es erst recht. Also wenn ich ihm das vernünftig darlege und ergründen und sogar zeigen kann, dass es anders, besser oder gesünder oder mindestens genauso gut geht und der dann trotzdem sagt, will ich nicht, Reaktanz, dann ist es nicht, dann ist es kein Phänomen der Psychologie, sondern weil der Typ ein verdammter Vollpfosten ist. Sein Leben lang komplett entweder auf links falsch erzogen worden ist oder komplett alles vom Leben verpasst hat, daran liegt das, ja. Es ist ja nicht bei allen Menschen so, ja. Die, sag mal, vernünftige Menschen, die über einen Funken Anstand, Vernunft und Intelligenz verfügen, die würden sich die Sache angucken, anhören, bewerten und dann eine Entscheidung fällen und nicht das Verhalten an den Tag legen, wie das gerade beschrieben worden ist. Also, mal gucken, was Nico dazu sagt. Und daher ist es auch so wichtig, dass der Veganismus nicht mit Drohungen, Beschimpfungen, Verboten kommuniziert wird, sondern mit stichhaltigen, evidenzbasierten Argumenten. Also er gibt ihm einfach uneingeschränkt recht. Simon hat's gesagt, also muss es stimmen, weil Simon es gesagt hat.
Aus ökologischen und gesundheitlichen Gründen gibt es eine ganze Reihe an stichhaltigen Argumenten für eine überwiegend pflanzliche Ernährungsweise. Und wie wir wissen, kann auch eine rein pflanzliche, also eine vegane Ernährungsweise in jeder Phase des Lebens bedarfsdeckend sein. Außerdem, für die rein vegane Ernährungsweise war und ist immer schon das ethische Argument das stichhaltigste. Und von daher macht es keinen Sinn, mit Falschinformationen um sich zu werfen. Damit schadet man der Sache deutlich mehr am Ende des Tages, als man ihr hilft. Becky meint gerade, wenn es eine vernünftige Erklärung ist, aber nicht, wenn von oben herab Vorwürfe gemacht werden. Ja, das ist ja genau der Punkt, den auch hier der Teichmann immer wieder verwendet, den Strohmann, dass Menschen sagen würden, hör auf, Fleisch zu essen. Nochmal, wer macht sowas? Ich habe noch niemals so einen plumpen Spruch gehört, ohne irgendwas dahinter, ohne das zu begründen, wie viele Tiere sterben, ohne jeden Grund, dass es gesundheitlich keine Relevanz spielt oder sogar gegenteilig sogar eine Relevanz hat. Oder das selber vorleben hier, ne, sowas wie meiner einer. Also da steckt doch mehr dahinter. Zeig mir ein Beispiel, wo jemand von oben herab einfach so eine stumpfe Behauptung oder aussagt, hier, hör auf, irgendwas zu tun. Kenn ich nicht. Ihr wollt doch, dass weniger Fleisch gegessen wird. Dann seid nicht so dumm und versucht jemandem zu verbieten, Fleisch zu essen. Und auch noch mit eindeutig falschen Aussagen. Es wird so nicht funktionieren. Wenn ihr, ich sag mal, kluge, vegane Vertreter seid und das Gleiche wollt wie ich, dann macht es wie ich. Versucht doch den Leuten nahezubringen, dass es Alternativen gibt, dass es auch geht und so weiter. Das ist doch ein viel, viel besserer Weg. Grundsätzlich auch ein Ja, aber natürlich haben vegan lebende Menschen nicht dieselben Ziele wie Simon Teichmann, egal wie klug sie sind. Denn natürlich sind für vegan lebende Menschen nicht bessere Haltungsbedingungen das Ziel oder netteres Töten, sondern gar kein Töten und gar keine Ausbeutung von Tieren. Immerhin. Aber das gesagt, ist es ja trotzdem dasselbe Teilziel, was vegan lebende Menschen mit Simon Teichmann teilen, wenn er sagt, er ist genauso gegen Massentierhaltung. Er ist für mehr pflanzliche Ernährungsweise, für weniger unreflektiertes Essen von billigen. Also ich bin tatsächlich immer wieder gefestigter, erschüttert über diese Aussagen von diesem Herrn Nico Rittenau. Das ist ja auch das Wort in denselben Rachen benutzt, quasi im selben Kontext auch noch benutzt, dass er ja auch gegen Massentierhaltung sei und so weiter. Nimm doch einfach mal das Massen davor weg. Ja? Also wenn selbst du oder jemand wie du mit einer relativ großen Reichweite, 50.000 Abonnenten und so weiter und Bücher, Autor und so weiter, dich für diese Bewegung doch so stark machst und auch die gleiche, früher hätte man gesagt, die Propaganda des Feindes benutzt. Ja? Das ist doch der erste Fehler, den man machen kann, die Worte zu übernehmen, die andere ja benutzen oder verwenden, um irgendwas schön zu reden. Ob es Massentierhaltung ist oder das, was es eigentlich sein müsste, Tierhaltung ist. Also ein anderes leidensfähiges Wesen gegen seinen Willen auszubeuten oder sogar zu töten. Darum geht es. Und es hat nichts damit zu tun, womit man mehr erreicht und so weiter und so weiter. Es gibt, trotzdem kann man es nicht mit dem sogenannten Feindessprech anfreunden. Das hört doch da nicht auf. Also es ist doch nicht niemals, man kann doch nicht irgendeinen, also klar kann man sagen, man muss opportunistisch handeln, bla bla bla. Aber wenn man sowas benutzt, dann tut man ja quasi sowas, hätten die alle recht. Nur die Massentierhaltung ist das Problem. Wobei wir dann 1:1 zurückkommen auf das ganze Thema von gestern mit Pugge. Wohin führt das Ganze, wenn wir keine Massentierhaltung in der Form mehr haben, sondern eine vernünftige, faire Lebensweise für alle Tiere haben würden? Wie viel Planeten Erde, ne, wollen wir anbauen? Haben wir alles gestern durchgekaut bis zum Exzess? Also das ist so ein Denkfehler. Und das ist leider auch wieder mal sehr peinlich, finde ich, von Herrn Nico Rittenau, das zu benutzen hier. Fleischprodukten. Und von daher kann man sich ja mal auf diese gemeinsamen Ziele besinnen, denn dann wird man deutlich effizienter sein. Nee, Becky, ich spreche nicht von Feinden. Also, jetzt willst du mich bewusst missverstehen hier, oder? Liebe Rebecca, Rebeccachen offiziell. Ich habe nicht gesagt, es sind die Feinde. Ich habe gesagt, es ist vergleichbar mit Feindessprech. Also, ich habe es verglichen mit der Art, wie man das früher benannt hat. Ich sage damit nicht, dass das die Feinde sind, wobei ich eher die Feinde, ja, aber wer sind denn die Feinde, wenn ich das tun würde? Ich bezeichne ja nicht den einzelnen Mensch als den Feind, sondern die Leute, die das propagieren, die das auch noch schönreden wollen. Das sind die wenigsten, beziehungsweise die Verbrecher, die damit Gewinn erwirtschaften wollen, denen es egal ist oder die wirklich moralisch verkommen sind, das Ganze vorantreiben bis hintengegen. Das sind, wenn überhaupt, könnte man das als die Feinde bezeichnen. Und das wären sie dann auch. De facto wären das die Feinde von einer moralischen Grundsatzdiskussion oder Position.
Was denn sonst? Was ist daran falsch oder verwerflich, das als solches zu benennen? Es sind nicht meine Freunde. Wenn jemand bewusst willentlich dafür einsteht oder sogar propagiert, dass Menschen oder das Lebewesen getötet werden gegen ihren Willen, dann ist das, würde ich sofort sagen, ja, mein Feind. Oder ein Lebensfeind sogar. Ein Feind gegen das Grundrecht des Lebens. Also, wenn du so willst, okay, dann ja. Aber ich würde niemals sagen, dass alle Menschen, die Fleisch konsumieren, Feinde wären. Das habe ich ja auch schon tausendmal gesagt. Ich selber, wie die meisten anderen Menschen, die sich seit Jahren, Jahrzehnten meinetwegen pflanzlich ernähren, waren auch mal auf der anderen Seite der Ernährung. Also kann man niemandem sagen, du bist der schlimmste Mensch aller Zeiten oder mein Feind. Also ich kann mich da als wie eine alte Leierdose wieder und wieder wiederholen, aber denke, langsam sollten meine Kerngedanken, Aussagen doch mal bekannt sein irgendwie. Und dennoch, gute Nacht, Becky, wünsche ich dir eine gute Nacht. Was danach dann kommt, kann man dann ja immer noch ausdiskutieren, wenn das einmal soweit ist. Aber ich denke, so gerechtfertigt Abolitionismus auch in manchen Aspekten ist, in diesem Fall unter den aktuellen Rahmenbedingungen wäre der Reformismus die bessere Wahl, nämlich zu gucken, dass wir mal unsere Ernährungsweise reformieren und pflanzlich hergestalten. Denn alles andere wird im Moment einfach nicht realistisch sein. Und John Austin und Stefan Föhr hat es ja auch in einem Interview gut gesagt, es macht keinen Unterschied, ob die Hälfte einer Bevölkerung in Deutschland oder auch in der Welt sich vegan ernährt und sämtliche tierische Produkte streicht oder ob wir die Gesamtbevölkerung von Deutschland, von der Welt dazu kriegen, die Hälfte weniger. Ja, das ist alles. Am Ende des Tages wird das fürs Klima und auch für die Tiere. Alles populär, Populismus. Haben. Meine, ist schon klar. Auch das wird ja wohl niemand ernsthaft behaupten, glauben. Hat niemals jemand gesagt, dass von heute auf morgen oder innerhalb einer Woche die gesamte Menschheit auf einmal sich anders ernährt, dass das immer ein Prozess ist. Toll, in China fällt gerade ein Reissack um, ein Sack Reis um. Tolle Aussage, wahnsinnig große Erkenntnis. Ja, das ist ja wohl nichts Neues. Aber zweiteres wird deutlich realistischer sein. Genauso gibt es Veganer, die auch sagen... Aber es kann ja nicht das Ziel sein. Aber es kann eben nicht das Ziel sein, das als das große Gewinn, den großen Gewinn zu bezeichnen. Ja, wenn das dann irgendwann mal in unabsehbarer Zeit soweit sein sollte. Wie gesagt, zum Beispiel dieser Kanal Lichtblick, glaube ich, der redet nicht mit dem Daniel Puge. Warum nicht? Warum? Er führt genau zu dem Gegensätzlichen, was er doch eigentlich vorgibt, zu wollen. Erneut eine grundsätzliche Zustimmung. Offener Dialog ist immer der wichtigste, entscheidendste Punkt, damit sich etwas ändern kann. Wir sitzen ja als Weltbevölkerung alle im selben Boot. Wir sitzen alle auf dieser Erde, haben nur diese eine Erde. Und wenn wir weitermachen, fossile Brennstoffe zu überbeanspruchen, wenn wir weiterhin so viel tierische Produkte essen, damit unsere Ressourcen unnötig verschwenden, einen negativen Einfluss auf unser Klima haben, den Regenwald roden und vieles weitere, dann werden wir auf kurz oder lang ein großes Problem haben. Und dann hilft es auch nicht zu sagen, ja, ich war ja auch ein Teil dessen, denn man sollte zwar ein Teil dieses destruktiven Verhaltens sein, aber man sollte... Naja, ich glaube, der Ingenieur meint nicht so, dass das wahrscheinlicher ist, dass es alle machen, sondern dass dass es wahrscheinlicher ist, dass es so kommen wird. Dass immer mehr Menschen weniger konsumieren, als dass die Hälfte der Menschen komplett damit aufhören. So ist das gemeint. Aber das ist ja vollkommen logisch. Das ist ja keine große Erkenntnis. Was mich daran stört, ist, dass man so tut, als wäre das Ziel. Das wäre dann alles okay, wenn das erreicht sein sollte. Dann würden immer noch, wenn wir es mal in absoluten Zahlen formulieren wollen, dann würden halt statt 70 nur noch 35 Milliarden Lebewesen gegen ihren Willen jährlich bestialisch töten oder umgebracht werden. Also wenn man das mal so oder der Brille sieht, kann das wohl niemals das Erfolgskonzept sein, was man sich davon irgendwie so glorreich darstellt. Sollte definitiv Teil des Dialoges sein und gemeinsam an einer besseren Welt arbeiten, einfach nur, weil es so effizient als einziges geht. Ich war etwas erstaunt, dass Daniel Puge einen Live-Dialog angeboten hat, der dann abgelehnt wurde, laut den Aussagen von Simon Teichmann, denn im letzten Video, was ihr von Lichtblick gesehen habt, schlagt ja sogar Lichtblick direkt einen Dialog mit Simon Teichmann vor. Das heißt, ob er jetzt einfach seine Meinung geändert hat zu dem Thema oder ob es daran liegt, dass Simon 15 Mal so viele Abonnenten hat, sei es dahingestellt, aber können wir mal gemeinsam machen, hier, ne? Lichtblick und ich gegen, weiß ich nicht, Pugge und noch irgendeinen. Mit den ganzen verrückten Argumenten. Grundsätzlich, oh Gott. Ja, Dialog wäre wichtig. Oh Gott. Allerdings wäre es auch hier vielleicht eine gute Idee, mehr als diese zwei Vertreter mit reinzubringen, denn es wäre nicht korrekt, dass Lichtblick als Vertreter der veganen Bewegung hier über den Veganismus spricht, denn er vertritt auf keinen Fall mit seinen Aussagen die vegane Bewegung in ihrer Gesamtheit. Das heißt dann, dass er nicht einen Teil davon vertreten kann, aber er vertritt auf jeden Fall nicht die Gesamtheit der veganen Bewegung in Deutschland oder sonst wo.
Und zum Abschluss noch ein gut anschauliches Beispiel, wie es die beiden Protagonisten der Diskussion geschafft haben, so sehr aneinander vorbeizureden und absichtlich oder nicht Hallo, absichtlich meine Tierfreundin. So falsch zu verstehen, dass Konsens auf den ersten Blick vielleicht wirklich nicht in Sicht erscheint, wobei ja am Ende des Tages tatsächlich ihre Aussagen gar nicht so weit voneinander entfernt liegen, was ihr damit meint, gleich nach der Einblendung. Aussagen wie zum Beispiel, ihr solltet Protein meiden. Wie gesagt, wird von diesen Kanälen propagiert, man soll Protein meiden. Verbannt Protein aus eurem Leben. Sprichwort, du bist doch nicht aus Zucker. Ne? Das ist, genau, du bist nicht aus Zucker. Du bestehst aus Aminosäuren und aus Fetten. Und dann führt das doch bitte zu. Streich das doch nicht. Streich das nicht aus eurem Leben. Also wenn man schon so eine dämliche Aussage treffen will, dann ist es einzig korrekte Aussage wäre, du bestehst aus H2O, aus Wasser. Ne? Denn wie war das irgendwie? Knapp über 80% vom gesamten Menschen, allen Substanzen ist H2O. Also wenn man schon so eine lächerliche, populistische Aussage tätigt, Teichmann, auch hier. Ja, alles so Hohlköpfe ohne auch einen Ansatz von Ahnung, oder? Streicht auch niemand, weil du kannst es nicht streichen, es ist in jedem Nahrungsmittel drin, Protein und Fett. Eurer Nahrung, das soweit zum Thema High Carb, Low Fat. Wie gesagt, nichts gegen Kohlenhydrate. Nichts gegen Kohlenhydrate, er hat die ganze Zeit Kohlenhydrate gemasht und mit allen Krankheiten in Verbindung gebracht. Das nichts stimmt. Gegen Kohlenhydrate. Ich sag ja, die übelste Verwirrung. Ja, aber da hat er recht. Mal gucken, was Nico jetzt sagen wird, aber das stimmt. Egal, was man jetzt von Eugen halten mag. Das ist immer das gleiche Vorgehen von so Kollegen. Ja? Sie tun immer so, als würden sie übelst dafür sein, aber dann ist doch alles eigentlich doof und Mangelernährung. Aber ich bin ja auch gegen Massentierhaltung. Ja, ja so eine, ich habe es mal formuliert, so ein Aal ohne Rückgrat. Absolut nicht. Aber gegen Low-Fat, Low-Protein. Mir ist es grundsätzlich unverständlich, wie man, wenn man nicht von vornherein die Intention hat, den anderen falsch verstehen zu wollen, wie man dann aus den Aussagen der jeweiligen Videos, vor allem wenn man sie zur Gänze angeguckt hat, solche Aussagen ableiten kann, wie die beiden das tun. Ich meine, wenn man sich die Videos zur Gänze anguckt, dann wird man merken, natürlich beide drücken sich in einigen Fällen einfach ungenau, ungeschickt, manchmal einfach auch falsch aus. Aber wenn man sich das Gesamte angeguckt hat, dann versteht man ziemlich gut, worauf beide hinaus wollen. Worauf Simon Teichner hinaus will, sieht man am Anfang und am Ende des Videos, wo er seine eigene Produktlinie von Molkeprotein, Whey-Abfallprodukt, Scheißdreck propagiert und bewirbt, indem er mit dem noch viel größeren Elend von noch viel mehr Tieren Geld verdienen will. Und allein deswegen, Herr Nico Rittenau, ist es sehr, sehr, sehr makaber, dass du ihn auch nur in irgendeiner Form und Weise hier so irgendwie beweihräucherst, was schon, und dich da bückst, was schon beinahe. Lichtblick ist nicht gegen Protein und Simon ist nicht gegen Kohlenhydrate per se und beide legen sich Worte in den Mund, die so einfach nicht haltbar sind. Natürlich, wenn man Lichtblicks Videos mit Titeln wie Protein ist völlig überflüssig, verbann Protein aus deinem Leben sieht und man das Video sich nicht wirklich anguckt, natürlich kann man dann voreilig zu dem Schluss kommen, dass er generell gegen Protein wäre. Natürlich kann man auch zu Recht ankreiden und sagen, naja, es geht ja auch darum, wie es bei dem Gegenüber ankommt und nicht nur, wie es gemeint war. Aber trotzdem, wenn man sich das anguckt, wird es ziemlich deutlich, dass Eugen nicht gegen Protein per se ist, also Eugen also Lichtblick, sondern dass er ganz einfach, und damit hat er auch nicht Unrecht, gegen diesen übertriebenen Fokus auf Protein in westlichen Ländern ist, wo tatsächlich bei isokalorischer Ernährungsweise, wenn nicht irgendwelche speziellen Rahmenbedingungen stattfinden, ein Proteinmangel sehr unwahrscheinlich ist. Was das denn heißt, okay, das stimmt, dass alles. Man den Menschen nicht die optimale Wunderbar. Menge an Protein zuführen kann, ja dass Sportler nicht deutlich mehr Protein für optimale Muskelzuwächse zum Beispiel brauchen. Ja, aber deutlich mehr, ist ein bisschen überdreht schon wieder die Aussage, man hat einen moderat erhöhten Proteinbedarf. Der Punkt, den hat er ausnahmsweise mal wirklich korrekt dargestellt, dass dieses ganze Thema von wegen Eiweiß und Protein in der Ernährung, wenn man sich auch nur auch wirklich nur minimal vernünftig ernährt, und das dazu zählt sogar, wenn man zu Fastfood-Ketten rennen sollte, immer noch in seinem Kontrollverlust über sein eigenes Leben, selbst dann ist es faktisch unmöglich, obwohl dann würden die meisten ja sagen, da hast du Fleisch drin, ne? Aber man kann sich nicht dagegen wehren, wenn man sich halbwegs vernünftig kalorisch ernährt, dass man genügend Eiweiß, Protein zu sich nimmt. Das ist der Punkt. Stimmt. Das haben die Ernährungswissenschaftler schon vor 150 Jahren wunderbar raus oder wirklich einwandfrei beweisen können, in dem Fall sogar. Als mir, habe ich auch schon mal genannt, in vergangenen Gruppentherapiesitzungen, dass die Leute damals, die Soldaten im Krieg quasi
untersucht haben, ne? Also die wirklich hart am Limit waren, was das Essen anging, die gerade so was zu essen bekommen konnten und dann unfassbare körperliche Leistungen im Feld, im Krieg verbringen mussten. Und selbst die konnte man zum Aufrechterhalten dieser ganzen extremsten körperlichen Leistungen, da war ein Proteinbedarf notwendig von irgendwas, ich habe es nicht genau im Kopf, ich müsste da mal nachschauen, aber unter so 0,5, 0,4 irgendwas Kilo, also pro Kilogramm Körpergewicht, war ausreichend, um einen Menschen quasi also wunderbar funktionabel am Leben zu erhalten. Und die waren im Krieg, ne? Also Soldaten im Feld. Also kann man sich denken, dass der Otto Normal Otto, der heute auf Facebook und vor der PlayStation rumdödelt, nicht seine 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht fressen muss, selbst wenn er irgendwie ein paar Millimeter Muskulatur aufbauen will, was ja die ganzen Säcke halt zu verkaufen, ja, kauft mal ein Proteinpulver, damit ihr auf die 2, am besten bis 4 Gramm Protein Markus Rühl, ja, und die ganzen Konsorten erzählen, kommt, ja, also das ist die Aussage gewesen, auch da von Eugen Lichtblick in dem Fall. Grundsätzlich hat er mit seinem Punkt dann nicht gänzlich Unrecht. Genauso hat aber auch Simon mit seinem Punkt nicht gänzlich Unrecht, wird aber auch von Eugen so dargestellt, als würde er was ganz anderes meinen, als er eigentlich, wenn man sich das Video zu Gänze anguckt, meint. So kritisiert Simon unter anderem zu Recht auch die Fettphobie, die von einigen Vertretern der veganen Bewegung zu Unrecht vertreten wird und zeigt auf, dass gesunde Fette in einer gesunden Ernährungsweise wichtig sind. Natürlich drückt er sich in manchen Fällen ungeschickt aus. Er spricht von Getreide, wenn man eigentlich aus dem Kontext versteht, dass er in erster Linie Weißmehle meint. Er spricht manchmal zu verallgemeinern von Kohlenhydraten, wenn er eigentlich isolierte Zucker meint. Er spricht manchmal fälschlicherweise von Obst, wenn er Dinge zitiert, die eigentlich mit der schädlichen Wirkung von isolierter Fructose zusammenhängen. Insgesamt ist es mir also unverständlich, wie man, wenn man wohlwollend auf die Videos blickt. Was, True Story, meint gerade, hast du Markus Rühl eigentlich wirklich hier gesperrt? Der war in Pugges Chat beim Livestream. Ernsthaft, True Story? Oder war das, ich meine, man kann ja wunderbar Fake-Profile erstellen mit dem gleichen Profilbild. Also ich bezweifle mal, dass ein Markus Rühl sich zu irgendeinem anderen Livestream in den Chat begibt. Das aber, um die Frage zu beantworten, ich habe niemanden gesperrt, nein. Dann ist mir unverständlich, warum es notwendig erscheint, dass man hier die Dinge absichtlich etwas falsch darstellt. Und ich denke, es ist auch unnötig, denn das ist einmal die kleinste Basis, über die wir hier sprechen, wo ja hier schon sich in die Haare gekriegt wird. Dabei geht. Ach so, meint ihr das? Ist dieser Kanal Rühls Imperium, der die zusammengeschnittenen Videofragmente von dem Original Rühl zusammenbastelt? Ja, das kann sein. Es auf beiden Seiten, aber auch den habe ich nicht gesperrt. Die deutlich wichtiger wären anzusprechen, weil es hier, auch wenn man wirklich wohlwollend auf beide Videos guckt, es arge Falschaussagen auf beiden Seiten gibt und die ginge es auf jeden Fall deutlich dringender zu korrigieren. Das heißt, diese Basis möchte man denen jetzt einmal zugestehen, dass beide sich korrekt in Bezug auf Protein, Eiweiß und Kohlenhydrate ausgedrückt haben. Was aber natürlich trotzdem bleibt, ist die Ablehnung von Fett in den allermeisten Fällen auf der Seite von Lichtblick und trotzdem natürlich die manchmal zu verallgemeinernde Verurteilung von Kohlenhydraten, was manchmal einfach auch wirklich schon falsch ist. Aber trotzdem muss man das jetzt nicht übertreiben. Wie gesagt, mehr dazu dann im zweiten Video kommende Woche. Und das propagierende Verkaufen von Whey-Protein-Shakes im großen Stil. Video. Also er verteidigt quasi den Dealer des Todes, ja? den Drogendealer der Qual. Was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, heute der Blockbuster Nummer 3 und heute muss ich wieder das Video richten an Simon Teichmann. Es ist wirklich, so leid es mir tut, das sagen zu müssen, aber ich habe wirklich jeglichen Respekt vor Simon Teichmann verloren, ja, als Mensch. Hier muss man wirklich auch die Perspektive wahren und am Boden bleiben. Es geht hier um Ernährungsfragen und nur weil eine Person andere Ernährungsweisen vertritt, auch wenn die mit gewissen ethischen Grundsätzen in Verbindung stehen, ist es unhöflich und ungerechtfertigt zu sagen, ich respektiere diese Person als Mensch jetzt nicht mehr. Das sowas erschwert ganz einfach auch den nachfolgenden Dialog auf Augenhöhe und dann darf man sich nicht wundern, wenn man die genauso unhöfliche Art zurückgespiegelt bekommt oder ganz einfach ignoriert wird oder was auch immer. Also an dem Punkt beim Anfang schon in seiner rosaroten Welt, ne, immer freundlich, für wie lange auch immer, immer nett zuvorkommend, verständnisvoll, aber nochmal, natürlich ist man so mit jedem Menschen, der einfach nur das
dieses umsetzt, was ihm sein Leben lang quasi erzählt geworden ist, auch wenn das natürlich verbrecherische Auswirkungen hat auf andere Lebewesen. Aber nochmal, die paar wenigen, nur Promillebereich, Prozentleute, die das so hart an so viele Zehntausende, Hunderttausende Menschen propagieren und das Ganze aufrechterhalten und beschönigen und sogar noch gut reden, die darf man wohl hart angehen und von denen darf man auch sagen, dass man den Respekt vor denen verloren hat, wenn sie diesen ganzen abscheulichen Scheißdreck verkaufen, vermarkten, schönreden und das andere sogar noch als falsch darstellen wollen. Also wo kommen wir denn da hin? Was ist denn das für eine Gesprächskultur geworden, für eine verweichlichte, versiffte, verkommene, rückgratlose Kultur, wenn man diesen Leuten, diesen paar Ausnahmen, die das eben so hart nach vorne bringen und damit andere quasi in den Scheiß ziehen wollen oder da bleiben lassen wollen, wenn man die nicht hart angreifen darf, verbal, argumentativ, natürlich immer nur. Das ist ja schon wirklich, das müsste man mal einem Otto von Bismarck erzählen, wenn der noch heute irgendwie da sein würde. Der würde aus dem Rotieren im Grab gar nicht mehr rauskommen, dass man so hart nicht Leute angehen darf. Auf verbaler Ebene, natürlich immer auf der verbalen Ebene. Also das ganze Getue, wie gesagt, echt peinlich, wieder mal echt traurig und peinlich, wenn man das so sieht. Es ist wichtig, in jedem Thema, genauso auch in Ernährungsfragen, vor allem auch in Ernährungsfragen, weil die ja auch mehr Leute betreffen als nur die beiden. Es geht um all die Leute, die dem Ganzen zugucken und verunsichert sind in Ernährungsfragen und anhand ihrer zum Teil unfundierten Aussagen falsche Ernährungsentscheidungen treffen, die nicht anhand der Wissenschaft und Literatur abgeleitet sind. Also deine Aussagen, Herr Rethenau, in diesem Beitrag wohlgemerkt, waren auch nicht alle sehr abgeleitet von der tatsächlichen wissenschaftlichen Nomenklatur vor allen Dingen mit deinen sogenannten evidenzbasierten Studien in Kontrollgruppen, die das dann Evidenz sein sollen in deiner Welt. Glatteis. Glatteis. Trotzdem ist es nicht korrekt, die ohne Respekt zu behandeln. Und genau das Gleiche würde ja, heul doch. Irgendwann Fehler machen. Mit Sicherheit gab es auch schon mal Themen in der Vergangenheit, in der jüngeren oder älteren, wo Dinge vielleicht nicht dem entsprochen haben. Muss ich jemanden mit Respekt behandeln, von dem ich weiß, dass er aktiv, willentlich, bewusst ein anderes, leidensfähiges Lebewesen umbringen lässt? Mal ganz ohne Witz. Mal ganz ohne Witz. Wo zieht man da die Grenze? Wann muss man jemanden noch mit Respekt behandeln? Wenn er eine Frau vergewaltigt hat, muss ich ihn immer noch mit Respekt behandeln? Oder wenn er nochmal ein anderes, leidensfähiges, lebenswilliges Wesen einfach ohne jeden faktischen Grund tötet, dann hat er noch meinen Respekt verdient? Ich komme hier bei so viel. Ich meine, wir sind hier in der Gruppentherapie 43 und ich sage das so oft, dass ich schon so lange nicht mehr mitkomme mit Aussagen und Ideen und Haltungen von Menschen, sowohl beim Thema Geschichte, Ernährung als auch hier. Aber meint er das ernst? Oder ist das nur so eine Phrase, um wieder mal möglichst populär dazustehen? Haben, was die aktuelle Literatur sagt, weil ich sie nicht kannte, weil ich etwas falsch interpretiert habe. Und genauso ist es mir dann ein Anliegen, dass ich mit dem notwendigen Respekt behandelt werde. Und deswegen gebe ich auch den allen anderen Menschen. Vor allem das mein Kohlenhydratvideo, das war ja überhaupt die totale Vernichtung der Vernichtungen. Auch hier noch einmal der Appell. Das sind Reaktionsvideos zu Ernährungsthemen. Hier wird niemand zerstört, niemand vernichtet, niemand getötet und niemand ausgeschaltet, sondern es geht darum, korrekte Ernährungsinformationen aufzuzeigen, falsche Informationen zu widerlegen, bewusste Ernährung aufzuzeigen, die gut für den Planeten ist, unnötiges Tierleid vermeidet und nicht darum zu gewinnen, Recht zu haben oder sonst etwas. Und genau, es geht darum, das Töten von Lebewesen zu beenden und das unnötige Töten von Leben zu beenden, nicht um das Leid. Und wie schon mehrmals gesagt, wir sitzen da alle im selben Boot. Herr Pogge. Und auch wenn man sagt, okay, zerstören ist jetzt eigentlich einfach nur als widerlegen gemeint und das war etwas drastisch ausgedrückt, muss man auch fairerweise sagen, Lichtblick zerstört mit seinem Video niemanden und widerlegt auch niemanden. Natürlich spricht ein... Mein alter Freund hier sagt, also Nick sagt, denke schon, man muss sich immer nur zurückerinnern, dass man erst vor wenigen Jahren vielleicht den gleichen Standpunkt hatte und auch da hätte man respektvoll behandelt werden wollen oder nicht. Wie gesagt, Nick, mach einen großen Unterschied zwischen meinen Aussagen, die ich hier gerade getroffen habe, zwischen dem ganz normalen Menschen, ja, so wie du schon gesagt hast, auch man selber wahrscheinlich jemand gewesen ist, ich in dem Fall vor fast 10 Jahren, würde niemals auf die Straße gehen und irgendeinen Menschen, der jetzt bei McDonald's irgendwie essen geht, diese gleiche Geschichte quasi an den Kopf werfen, wie jetzt zum Beispiel einem Herrn Simon Teichmann, der öffentlich vor 200.000 oder noch mehr, über 200.000 Menschen das so formuliert, als also das befürwortet und das für gut verkauft und das Gegenteil
als schlecht verkauft, also die pflanzenbasierte, moralisch korrekte Lebensweise. Aber Mr. Brand Spend, 350.000 Menschen, also diese, wie man heute sagen würde, wie heißt das schöne Wort? Influencer, ja? Also die wirklich eine große, große Reichweite haben, die, von denen spreche ich, wenn ich sowas sage. Also die darf man in meiner Begriffswelt mit allen Bandagen anpacken, weil sie eben so eine fürchterliche, brutale, morallose Welt verkaufen und propagieren. Nicht den ganz normalen Menschen, der einfach nur danach der aufgezogen worden ist, nach den Prinzipien quasi. Das verstehe mich da nicht falsch, Nick. Da mache ich einen himmelweiten Unterschied zwischen dem, der einfach umsetzt, dem Mitläufer quasi, und den Leuten, die das wirklich am Laufen lassen, propagieren und verkaufen. Aber ansonsten hast du natürlich recht damit, dass man jeden mit Respekt behandelt, egal was er tut, wenn er halt es im Sinne von dem engsten Sinne nicht besser weiß. Ne? Das kommt auch hinzu. Wenn sich jemand über sein Handeln vollkommen im Klaren ist und die Konsequenzen daraus und dann einfach partout dabei bleiben will mit irgendwelchen komischen, nicht wirklich stichhaltigen Argumenten, dann wird es auch irgendwann wird's eng mit dem sogenannten Respekt von wegen und Verständnis. Wie lange guckt man sich die Sache mit an? Das ist immer die Frage. Einige valide Punkte an, in denen Simon auch Unrecht hat, indem er manche Punkte falsch darstellt oder zumindest nicht ausreichend genug darstellt. Aber er macht dabei so viele eigene Fehler. Genau, Dexi Maxi bringt gerade den netten Satz. Den bringen ja sogar das ist ja der nächste Hammer, ne? Diese auf der anderen Seite des Spektrums, die sogenannte politische Linke. Sagt hier immer, hört man sehr oft aus der Ecke, keine Toleranz für Intoleranz. Also könnte man genau den Satz nehmen und umdrehen und sagen, ja, okay, habt ihr recht. Ne? Keine Toleranz für Intoleranz. Stimmt natürlich, nur die Frage ist, die sich stellt, wer ist der Intolerante hier? Ja. Also auf sehr vielen Bereichen. Dass es ziemlich viel an Videomaterial brauchen wird, um seine eigenen Falschaussagen wiederum zu korrigieren. Aber sowohl er als auch Simon wird in dem zweiten Video, wo wir noch mehr auf die Was-Ebene gehen, die Inhalte noch mehr korrigieren, niemand von beiden wird zerstört, beleidigt, gedemütigt oder sonst etwas, sondern es werden ganz einfach ihre falschen Emotionen gezeigt, sie werden korrigiert und dann im besten Fall gibt es auch noch eine offene Runde dazu, wo man nochmal darüber sprechen kann und zeigen kann, okay, wo liegt denn jetzt nun genau das Problem? Warum können denn hier drei Parteien so drei unterschiedliche Meinungen haben? Wie dem auch sei, das war's in diesem Video. Wenn man mehr zum Thema der Ernährung erfahren möchte, wie immer gerne diesen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Mehr zum Thema der veganen Ernährung in meinen Büchern Vegan-Klischee.de und im Vegan-Klischee.de Kochbuch, genauso wie in den Ernährungsseminaren mehr gesund. Ich muss sagen, Nico Rittenau, nach der Ansage hier an dem Beitrag bin ich nicht mal so ganz überzeugt davon, ob ich das jemals jemandem empfehlen könnte oder geschweige denn selber wirklich mal durchlesen wollte, was du da so alles dran erzählst und verkaufst. Ich werde mir mit Sicherheit in den nächsten Stunden, Tagen mal angucken, ob ich irgendwas finden kann wo er mal irgendwie was von seinem eigenen Beweggrund, seinen wirklichen Überzeugungen und so weiter spricht, warum er das ganze Thema und so weiter und welche Beweggründe er dann dafür nennt. Das würde mal wahnsinnig gut passen jetzt zu dem Thema hier. Mal sehen, ob ich da was finden kann. Aber ich bin jetzt wirklich, wirklich nicht sehr angetan von der Nummer, die er hier abgezogen hat. Also von daher, Hashtag abgehalftert ist noch so ein bisschen in der Schwebe, aber nah dran. Okay. Alles klar, ich bin jetzt in dem ganzen Gequatsche und Gerede von dem Thema Proteinmangel und so weiter ziemlich aufgedreht, weil die Muskeln schreien nach Ernährung. Das heißt, ich werde jetzt gleich zur Küche schreiten, zu später Stunde, mir meinen Naturreis oder Jasminreis aufsetzen in meinem Wasserkocher. Mal gucken, wahrscheinlich eher den weißen Reis, habe ich gerade irgendwie Gelüste nach. Das Ganze ein wenig versehen mit Curry, mit ein bisschen Brokkoli, vielleicht so ein bisschen was wie Sojafleisch dabei noch. Ein ganz bisschen Sojasauce drüber. Tomaten vielleicht noch. Und werde mir eine riesen, gigantische Portion davon reinschaufeln, um meinen Proteinmangel zu beheben. Weil sonst könnte ich ja nach 10 Jahren einen Mangel irgendwie noch bekommen, ja. Ach komm, hört mir auf, diese ganzen ahnungsloses Gequatsche und während ich mich hier seit Jahren in diesem ganzen Blödsinn quasi beschäftigen muss und kann, um diesen Müll zu widerlegen, sterben nochmal jede Sekunde 3000 Lebewesen irgendwo auf der Welt. Ohne jeden Grund.
Aus dem Grund werden vielleicht einige sogenannte Veganer als aggressiv oder passiv-aggressiv bezeichnet, weil man diesen ganzen Chaos, katastrophalen Zustand nicht mehr auf die Reihe bekommt. Kommst du nach dem Essen nochmal in den Discord-Channel, dann würde ich noch wach bleiben. Nick, verlass dich nicht so unbedingt drauf, aber auf jeden Fall morgen. Also ich bin irgendwann nach dem Essen und Schlafen morgen den ganzen Tag wahrscheinlich über im Discord. Aber wir werden das Thema mit Sicherheit nicht aus den Augen verlieren und uns sowieso nicht. Also ob heute noch unbedingt, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht, nicht unbedingt. Also geh lieber, im Cyberfall geh lieber schlafen. Das will ich, bevor ich dich wach halte, unnötigerweise. Alles klar, meine Freunde der Nacht. Vegan unterwegs, Wasserkocher oder Reiskocher? Reiskocher. Ich habe einen kleinen Mini-Reiskocher quasi, der allerdings mehr als genug ist für alles andere. Alles klar, Nick, auch an dich eine gute Nacht. Wir sehen uns garantiert morgen, die nächsten Tage, irgendwann. Reiskocher, genau. Das ist ein wirklich, wirklich gutes Gerät. Neben einem Wasserdistillierer ist ein Reiskocher wahrscheinlich so die einzige Gerätschaft, die ich in unserer wunderbaren modernen Welt als wirklich, wirklich eine sehr, sehr gute Errungenschaft ansehen würde. In diesem Sinne, wir haben die 4-Stunden-Marke geknackt. Zur allerspäten Stunde, 10 vor 1, die Tierfreundin. Hallo, nochmal hallo, Tierfreundin. Habe ich nicht schon hallo gesagt? Hallo, Tierfreundin. Guter Name auf jeden Fall, nochmal. Ich hoffe, du bleibst uns hier erhalten in den Gruppentherapiestunden bei den ganz, ganz schlimmen Moralterroristen. Genau, denk dran, morgen, ich hoffe, wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall ankündigen, entweder auf YouTube oder die üblichen Kanäle, Newsletter, Website und so weiter. 14 Uhr wahrscheinlich das Gespräch mit David Banana über das ganze Thema Libertarismus. Die Weltanschauung dahinter, mit Sicherheit werden wir auch über andere Themen quatschen. Auch er ernährt sich seit sehr, sehr langer Zeit pflanzlich. Ist ein sehr, sehr wacher Kopf, laut meiner Meinung. Von daher, behalte das mal im Auge, morgen 2 Uhr, mittags, nachmittags, wie auch immer, Vormittag, mittags. Und vielen, vielen Dank an alle teilnehmenden Moralterroristen und solche, die es noch werden wollen. Vielen Dank an alle Unterstützer der heutigen Gruppentherapiesitzung. Und ja, was kann ich sagen? Der Ingenieur meinte, du hattest gute Kritikpunkte, aber nicht alles an Nico Rittenau ist schlecht. Wie gesagt, würde ich niemals sagen, der Ingenieur, der hat mit Sicherheit auch seine guten Dinge, wenn er denn für das Thema einsteht. Nur ich habe nach den Aussagen, die ich gerade eben gehört habe, so einen ganz kleinen Zweifel an seinen Motiven dahinter. Aber ich werde mich auch da auch eines Besseren noch belehren lassen oder selber einlesen. Mal gucken, auch das werde ich mit Sicherheit hier kommunizieren, auf die eine oder andere Weise. Was kann ich sagen, um alles in der Welt, um beim Thema zu bleiben, esst viel, 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 viel mehr Obst und Gemüse. Am besten so viel Obst und Gemüse, dass kein totes Stück Fleisch oder Ei mehr reinpasst. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hoffentlich bis morgen um 2. Ansonsten bis zur nächsten Gruppentherapiesitzung und gehabt euch wohl. Gute Nacht. Falls dir dieser Beitrag gefallen hat, ziehe es doch bitte in Betracht, diesen Kanal finanziell zu unterstützen. Leider ist es in den sozialen Medien und ganz besonders im deutschsprachigen Raum schon lange nicht mehr möglich, wirtschaftlich zu arbeiten, wenn man sich politisch inkorrekt äußert. Auch kleine Beträge können enorm viel helfen. Wenn du an Kleidung interessiert bist, um Wahrheit und Vernunft zu verbreiten, wirf doch mal einen Blick auf meine Webseite. Natürlich freue ich mich auch über Geschenke von meiner Wunschliste. Alle Informationen dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich danke dir.